damit die Leute bewusst werden, mit was wir es denn zu tun haben. Ja. Apostel Paulus warnt uns ja. Er sagt, am Ende der Zeit werden die Menschen geldgierig sein, prahlerisch sein. Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, sagt der Herr, und die Liebe wird in vielen erkalten. Und das haben wir jetzt. Die Liebe ist erkaltet, die Gesetzlosigkeit jetzt wird es überhand nehmen, ja, und das ganze System wird auseinanderbrechen. Wahnsinn. Ja, das Bargeld hat jetzt, das Bargeld hat ein Verfallsdatum, der digitale Euro und der digitale Dollar sind gerade am kommen, Offenbarung 13,16. Ja, es läuft alles auf Hochtouren. Also es hat richtig Fahrt aufgenommen. Merkst du, das Ganze hat sich beschleunigt. Und die Muslime sind damit beschäftigt, mit linke Fuß in die Toilette zu gehen und mit rechten Fuß wieder rauszugehen. Ja, aber durch solche Sachen werden sie von der Wahrheit abgehalten und abgelenkt. Damit sie halt alles verpassen. Damit sie ihre Entrückung verpassen, ihre Errettung und in die neue Weltordnung kommen. Das ist Taktik. Ablenkungsmanöver. Wahnsinn. Mit großem Erfolg. Auch die Menschen, also nicht nur die Muslime in Europa oder in Amerika, auch die Menschen, ganz normal, die ganzen Atheisten, die werden ja auch alle ins Netz gehen demnächst. Die werden auf einmal aufwachen und sich mitten in einem Bürgerkrieg befinden. Und die können nicht mehr entfliehen. Der Apostel Paulus sagt, wenn sie sagen Frieden und Sicherheit, dann wird sie das Verderben packen. Wie die Wehen, die schwangere Frau. Und sie wird nicht mehr entfliehen können vor den Schmerzen. Und weißt du, was der gesagt hat, der Bundeskanzler, bei der Messerattacke da von Mannheim über den Polizisten? Der hat das Wort Frieden und Sicherheit benutzt. Ja, stimmt. Scholz hat gesagt, der Polizist hat für unsere Frieden und Sicherheit sein Leben geopfert. Also er hat genau dieses Wort Frieden und Sicherheit benutzt, was die Bibel ja sagt. Wenn sie sagen Frieden und Sicherheit, dann soll sie das Verderben plötzlich ergreifen. Wahnsinn. Also wir sind ganz kurz davor, Amir. Ganz, ganz kurz. Vor der Entrückung und dem Ausbruch der großen waldbrandmäßigen Bürgerkriege. Du siehst doch, dass ganz Europa nach rechts rückt. Ja. Hallo? Ihr Lieben, ihr beobachtet das ja. Wahlen, die ganzen Europäer, die sind alle rechts jetzt, die wählen alle rechts gegen den Islam und gegen die Muslime. Ist vorbei, das wird jetzt Fahrt aufnehmen, die eine Seite wird immer weiter rechts und die andere Seite, die Muslime, werden auch weiter sich radikalisieren, weil sie auch irgendwie dann in die Ecke gedrängt werden. So einfach ist das, das kannst du nicht mehr aufhalten, das hat der Herr Jesus ja vorhergesagt, als Strafe Gottes. Ja, als Strafe, der Herr Jesus will die Menschen bestrafen, die Sünder, die an der Ungerechtigkeit festgehalten haben. Und das kann keiner aufhalten, der Herr hat es bestimmt als Strafe. Niemand kann die Apokalypse aufhalten, auch der Chef kommen und eure Sünden vor ihm bereuen, der das ganze System in seiner Hand hat, das ist der Herr Jesus, Gott. Ihr müsst zu ihm kommen, Buße tun für eure ganzen Blödsinn, was ihr in eurem Leben getan habt, wie alle Unheiligkeiten, Bösartigkeiten, Boshaftigkeiten, umkehren zu ihm und errettet werden. Und der Herr Jesus wird uns durch die Entrückung bewahren vor dem großen Knall, was demnächst kommt, vor dem großen Zusammenbruch. Hallo? Hallo? Servus. Ja. Eine Frage. Sitzt Allah auf Flasche? Was? Setz Allah auf Flasche. Oh, ja, du sagst das. Ich glaube, das war so die Tesla-Handfraktion oder was, ne? Das ist heftig. Das ist halt der Typ, was der da sagt, ist er. Ja, das ist bei denen immer so. Bei Tesla läuft nur so ab. Das ist ganz, so ganz brutal. Der Tesla-Hahn hat doch gar nichts mehr mit Islamkritik oder Aufklärung. Der ist ja nur noch gegen die Muslime, ne?
auf brutalste Art und Weise. Wahnsinn. Ja, die haben den angezeigt. Hey, die wollen den verklagen, die Typen. Ja, ich war ja letztens in seinem Live. Der ist ja noch schlimmer geworden als am Anfang. Der ist noch schlimmer geworden. Also richtig Wahnsinn. Was hat er denn davon? Was hat er denn davon? Das verstehe ich nicht. Ja, Hass. Der hat Hass. Ja, ja. Wenn er die ganzen Sachen hört und sieht, was da passiert, dann kriegt er Hass. Ja, weißt du, was glaubst du, wie viele Menschen Hass haben in Europa? Ja, natürlich. Auf die muslimischen Migranten. Ja. Wenn die hier hören, da Messerattacke, da Messertod, da Massenvergewaltigung, da Rudelvergewaltigung. Der Hass steigt, Amir, das kannst du auch nicht mehr aufhalten. Ja, ja. Die eine Seite machen diese Sachen und die andere Seite lässt sich das bald nicht mehr gefallen. So einfach ist das. Das kannst du nicht aufhalten. Diesen Zusammenbruch mit diesem Aufprall der Zivilisation. Ja, Clash of Civilization. Ja. Kannst du nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es aufeinander prallt. Richtig. Und dann gehen die Prophezeiungen der Apokalypse los. Offenbarung Kapitel 6. Die vier apokalyptischen Reiter. Darüber musst du auch ein bisschen mehr aufklären, den Menschen hier im Stream sind. Damit die genau Bescheid wissen, was demnächst auf die zukommen wird. Da musst du aus Offenbarung Kapitel 6. Die Leute wissen darüber schon Bescheid. Die sind sehr aufgeklärt. Okay. Diese ganzen Streams, von denen wir immer, wie viele Menschen wir auch erreichen, das ist das Gute. Dass noch der ein oder andere sich mal Gedanken macht darüber. Ja, ja. Sekunde. Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch. Ich habe gerade eine Bibelstelle gelesen und habe dazu eine Frage. Und zwar in Matthäus 24, 20. Ja. Da heißt es, da geht es um die Drangsalzeit und da heißt es, bittet, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Wieso wird hier explizit der Sabbat genannt? Das verstehe ich nicht ganz, weil in der Drangsalzeit, also ich meine, nach der Kreuzigung gilt ja der Sabbat in dem Sinn ja nicht mehr. Aber er erwähnt das hier explizit. Ja, der erwähnt ja auch die Juden, die zum Glauben finden, ne? Und dennoch dort Sabbat gehalten wird in Israel, ne? Das ist das. Verstehst du? Der spricht ja auch zu den Juden und die Juden, die zum Glauben finden an ihn, da gibt es ja sehr viele Juden innerhalb Israels, die den Messias erkannt haben. Und da sagt der Herr Jesus Christus dann prophetisch, dass ihr, wenn ihr in Israel lebt und Sabbat gehalten habt, also Sabbat hält oder der Sabbat gerade ist, dann bittet, dass das nicht am Sabbat geschieht. Ne? Weil das Gesetz geht ja immer noch für die Juden, weil sie ihren Messias nicht erkannt haben. Nur einige von ihnen erkennen den Messias, den Herrn Jesus Christus und nehmen ihn an. Also so würde ich das auslegen. Aber mein Bruder kann, weiß nicht, was mein Bruder dazu sagen hat. Also das ist... Du hast sehr schlecht empfangen. Überholt er mich hier mit seinem Lamborghini. Richtig schöne Lamborghini. Eine kleine. Stell dir mal vor, der Typ, der gerade in diesem Lambo saß, hört die ganze Zeit meine Livestreams und kriegt direkt die ganze Zeit Wut. Und dann überholt er mich in 50er-Zone. Boah, dieser Ex-Muslim. Boah, wenn ich den sehe. Und fährt an mir vorbei. Das, und drückt auf die Tube. Das hilft. Oh, genial. Stellt euch das mal vor, der guckt sich gerade so den Livestream. Boah, schon wieder dieser Ex-Muslim, ey. Boah, der macht nur diesen Quatsch erzählen. Den ganzen Tag so. Und dann überholt er mal. Und dann fährt auch noch so jemand vor mir, der 30 fährt. Und hat einfach Ex-Muslim überholt. Ha ha ha!
Was war das denn? Cosinus! Jetzt am Driften. Das ist heftig, ey. Danke dir, danke schön. Voll erschrocken, ja. Ich hab mich auch gerade erschrocken. Ich so, was ist das denn? Sind wir jetzt gerade in der Wüste von Saudi-Arabien oder was? Der Cosinus hat uns eben mitgenommen in die Wüste von Saudi-Arabien. Cosinus, du hast uns mitgenommen in die Wüste von Saudi-Arabien. Dankeschön für diese, für den Saudi-Jeep. Dankeschön. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So. So, ich habe das jetzt gerade mitbekommen mit dem Sabbat. Nein, das gilt nicht mehr für die Gemeinde. Die Gemeinde ist da schon längst entrückt. Was der Herr Jesus da meint mit Sabbat, ist, weil Israel durch den Antichristen und so weiter zu einem Gottesstaat wird. Und da wird der Sabbat wieder gehalten. Also im ganzen Staat Israel versucht wieder die Gesetze zu halten. Und da sagt der Herr Jesus, das ist aber nicht mehr für die gesamte Volk Israel, sondern für die 144.000 Auserwählte, die da zum Glauben gekommen sind. Nach Jesaja 16, Vers 4 werden sie rübergehen nach Moab, fliehen. Deswegen sagt er, betet, dass euer Flucht, das heißt, die müssen fliehen, die 144.000, die Gläubigen, die zum Herrn Jesus gekommen sind, aus Israel. Und die werden rüberfliehen nach Moab, Jordanien und werden versorgt für 3,5 Jahre. Denn dann beginnt die große Drangsalzeit in Israel. Da wird der König des Nordens und König des Südens Israel angreifen, also die islamische Achse. Und dann kommt es zu einem unglaublichen Weltkrieg, inklusive Israel, mitten in den Geschehen. Also die Apokalypse nimmt einen Wahnsinnslauf da in dem Moment. Ja, also Israel hält den Sabbat. Ja, genau, habe ich schon gerade gesagt, ne, dass Israel, ja, die dort immer noch Gesetz, das Gesetz herrscht, das immer noch dort. Das wird wieder herrschen, genau. Es wird das zu einem Gottesstaat kommen. Ja, aber diese Flucht ist nur für die 144.000, genau, die dann fliehen müssen. Ja. Ja, die werden rüberfliehen nach Moab, Jesaja 16, Vers 4, und werden versorgt werden von den arabischen Muslimen, Amir. Muss man vorstellen. Ja. 3,5 Jahre. Wahnsinn. Ja. Also, er sah vor kurzem ein Jordanier, hat versucht, einen Polizisten, einen Tag danach, nach Mannheim, hat er versucht, mit MESSER in den Hals reinzuballern. Er sah. Ehrlich? Da habe ich Videoaufnahmen gesehen, ja, ja, heftig. Aber das hat missglückt. Ja. Ja, also wie gesagt, das kannst du nicht mehr aufhalten. Der Hass auf beide Seiten wird jetzt demnächst steigen und zwar ganz schnell. Siehst du ja, ne? Es nimmt Fahrt auf. Ach, das war Europa wird immer recht. Ja. Und die Muslime auf der anderen Seite in Europa werden auch langsam dann zornig, Hass erfüllt und so weiter. Und dann geht's los. Da das kann ist der krass, Satan dann. Man jeden Tag davon hört jetzt seit seit ein paar Jahren. Fast jeden Tag ist irgendwo etwas, ne? Wie da mit MESSR und nur wer macht sowas? Schwarzköpfe, ist er. Ja, das sind halt ja die muslimischen Migranten. Ne? Und das hat sich jetzt, ja genau, die Information ist jetzt raus, also durchgesickert in die Gesellschaft. Die Presse hat da versucht, diese ganzen kriminellen Sachen da irgendwie aus der Gesellschaft rauszuhalten, damit die Masse, also das Volk, nicht aufbegehrt. Ja, nicht aufbegehrt. Ja, damit es nicht zu einem Bürgerkrieg kommt. Aber jetzt kann man es nicht mehr aufhalten. Durch das Internet kommen die Sachen trotzdem raus. Und das kannst du nicht mehr unterdrücken. Und jetzt müssen die Politiker reagieren darauf. Also hast du gesehen, als eine Abgeordnete im Parlament über den Tod von diesem Polizisten geredet hat, da siehst du von der Fraktion der Grünen lacht die auf einmal darüber, Lisa. Ja, natürlich. Diese türkische Frau da, hat ja voll das Ganze ins Lächerliche gezogen, den Tod des Polizisten. Wahnsinn. Das war diese türkische Abgeordnete. Das ist so abartig und die Polizei muss solche Leute wie die Grünen auch noch verteidigen. Das muss sie vergeben. Ja, aber die meiste Polizei und so weiter, die sind ja auch für diese gegen Stürzenberger, gegen die Islamaufklärung und so.
Die wollten am liebsten, dass der Stürzenberger weg ist, aber dann hat das nicht funktioniert, der Plan. Dann wurde der Plan gegen die eigene Polizei also ausgeführt. Man hört gar nichts mehr von diesem Attentäter, nicht ein Wort verliert man mehr darüber. Wo ist der überhaupt? Welche Krankheit? Ja, das ist sein eigener. Wo ist der? Warte mal kurz, Amir. Hat mal irgendjemand eine Information darüber, wo ist der Typ überhaupt? Warum berichtet denn kein verdammtes Nachrichtenportal darüber? Oder hat jemand eine Information über seinen derzeitigen Ort, wo er sich aufhält? Oder was mit ihm ist? Ist er tot? Ist er aufnahmefähig? Ist er vernehmungsfähig? Was ist denn mit dem überhaupt? Zeugenschutzprogramm. Kann mich mal bitte jemand aufklären? Wo kann ich mal nachschlagen? Irgendwas? Ich guck mal wieder auf YouTube. Ja, auf Mainstream. Oder wir googeln mal. Was ist mit Süleyman Atay? Mann. Was ist aus dem Attentäter von Mannheim geworden? Attentäter soll radikaler Islamist sein. 7 Tage nach Mannheim-Attentat. Innenminister will mehr. Was? Genau, es ist so ein Attentäter von Mannheim. War 18 Stunden. Herzlich willkommen zur Hessenschau am Mittwoch. Die Vorfreude auf die Fußball-EM bei uns steigt. Und das ist natürlich wichtig. Das ist natürlich wichtig, EM. Bei VW in Baunatal. Unglaublich. Die größten Arbeitgeber in Nordhessen. Ja, und durch solche Massenveranstaltungen werden die Menschen auch wieder so schön ruhig gehalten, abgelenkt wieder. Ja. Von den ganzen Treiben. Unfassbar. Mannheim. Dabei tötete. Wir machen heute auf einen Schwerpunkt, und zwar zum Sicherheitsgefühl unserer Gesellschaft. Auslöser unter anderem die Messerattacke, das Attentat in Mannheim. Dabei tötete ein 25-Jähriger aus Afghanistan einen Polizisten. Und ja, dieser junge Mann lebte seit vielen Jahren unbehelligt mit seiner Familie in Heppenheim, bevor er zum Attentäter wurde. Heute war das auch Thema einer Sondersitzung im Innenausschuss auf Antrag der FDP und der AfD mit der Frage, hätten Sicherheitsbehörden das Attentat verhindern können. Wir haben gleich dazu den hessischen Innenminister Roman Hummel und nehmen nochmal Blick auf diesen Fall. Mannheim vor 2 Wochen. Ein aus Afghanistan stammender Mann greift an einem Wahlkampfstand Menschen mit einem Messer an. Dabei verletzt er einen Polizisten so schwer, dass er im Krankenhaus stirbt. Der Täter handelt laut Behörden islamistisch-extremistisch motiviert. Der Vorfall? Heute Thema im Innenausschuss. AfD und FDP fordern Konsequenzen. Insbesondere auch im Hinblick auf den digitalen Raum, Social Media. Da müssen wir sehr genau hinschauen, und dafür ist eine Stärkung des Verfassungsschutzes und aber auch der ermittelnden Polizeibehörden erforderlich. Denn der Messerangreifer von Mannheim wohnte in Hessen, war aber bei der Polizei und beim Verfassungsschutz nicht auffällig. FDP und AfD wollen deshalb vom Innenminister wissen, ob Behörden versagt haben. Für uns ist ganz klar, dass das Abschiebeverbot hier das Problem darstellt, dass man nach Afghanistan nicht abschieben kann und dass wir eben auch Gefährder hier haben, die wir dort nicht abschieben können. Wahnsinn. Im Fall von Mannheim hätte... Man kann diese Leute nicht abschieben, obwohl hier so viele Gefährder leben. Das ist so geisteskrank, Mann. Wahnsinn. Das kannst du keinem erzählen. Man hat sich also bewusst diese Leute reingeholt, man kann sie auch nicht mehr raustun. Heftig! Und somit steigt die Wut der Bevölkerung weiter und weiter und weiter. Ne? Ja, genau. Und gleichzeitig steigt auch die Wut der Muslime, wenn die sehen, was die Israelis mit ihren Glaubensgeschwistern in Palästina machen. Das bekommt ja auch die ganze islamische Welt mit. Und der Wut steigt auch da. Ist das die?
hätte das aber gar nichts gebracht, weil der Täter bisher nicht straffällig war. Trotzdem gibt es eine parteiübergreifende Forderung, dass Straftäter auch in ihre Heimatländer Afghanistan oder Syrien abgeschoben werden können. Befeuert wird die Debatte von einem weiteren Angriff vor 2 Tagen in Frankfurt. Hier hatte ein Afghane eine Frau am Mainufer willkürlich mit einem Teppichmesser verletzt. Für die Gewerkschaft der Polizei eine besonders gefährliche Waffe, auch weil Messer leicht zu bekommen sind. Damit kann in Sekundenbruchteilen interagiert werden, Distanzen überwunden werden und im schlimmsten Fall sofort zum Tod führen. Das haben wir in Mannheim gesehen, das haben wir aber auch gestern in Frankfurt wieder gesehen. Ja, und Messer gehören absolut nicht in Innenstädte. Nee, ehrlich? Deshalb hat der Innenminister heute im Ausschuss weit... Habt ihr das gehört, was er gesagt hat? Messer gehören nicht in die Innenstädte. Messer gehören überhaupt nicht an den Mann und wenn man rausgeht. Was ist das denn bitte, Mann? Was ist das für Aussagen, Mann? Als wüssten wir nicht, dass Messer nicht in die Innenstädte gehört. Nee, überhaupt nicht an den Mann getragen werden darf. Was ist das bitte, Mann? Ja, du darfst mit... Ja, du darfst mit dem Ding außerhalb der Innenstadt Leute wegmachen, aber in der Innenstadt ist das verboten. Ja, so krank! Jetzt aber sagen diese Leute, Mann! Ja, die werden auch wahrscheinlich auch viel Respekt haben vor dieser Maßnahme. Leute, bitte nehmt doch kein MESSER mit. Ja, bitte, seid doch so vernünftig. Das werden diese radikalen Leute auch bestimmt befolgen. Ja, genau. Lisa, weißt du, als diese Tat stattfand in Köln, dieser Nacht, als die Frauen so, ja oder weniger, du weißt schon, ne? Ja. Und dann kam auf einmal eine Politikerin und die Polizei auf die Idee zu sagen, halt, stopp, halte den Sicherheitsabstand ein. 1,5 Meter, halt, stopp. Und dann gab es so Leute, die dann so einen Ring von 1,5 Meter jeweils immer so, so Radio- und Durchmesser hatten. Ne? Ja. Hatten die dann an, 1,5 Meter Ring, damit man sich sicher fühlt. Das ist so unglaublich. Das ist einfach nur eine Verhöhnung. Das ist so Beleidigung der Intelligenz. Ne? Ja. Und bei dem Todesfeier, ja, bei der Trauungsfeier da von den Polizisten, haben die ja muslimische Dingens gehalten, eine Predigt, ne? Islamische Predigt, muss man vorstellen. Die Religion, die für den Tod des Polizisten verantwortlich ist, wurde bei der Todesfeier, wie nennt man das? Trauerfeier, dann noch hofiert. Das ist so verrückt. Das ist so krank. Ja, ganz Deutschland war total außer sich, ne? Dass die einen Imam dort einfach so predigen lassen. Das ist so krank. Anstatt den Imam zur Rede zu stellen und zu sagen, das ist die Schuld deiner Religion, Mann. Der war vertraut mit den islamischen Schriften und du besitzt die Frechheit, hier auf diesem Podest noch Koran zu rezitieren, Mann. Das ist eine Verhöhnung, ja, eine Farce. Kann man, es ist einfach, die Situation ist einfach sehr krank, sehr, sehr krank momentan, die Situation. Das ist so geisteskrank. Und da die Menschen zu ordnen bei diesem Wirrwarr, so wie du das tust jetzt durch diese Aufklärung die ganze Zeit, die Menschen zu ordnen in ihrem Geist, alles an seinen richtigen Platz zu stellen, das kannst du nicht, weil die sind jetzt so unter Zugdrang, ja, unter Aktionismus, dass sie gar nicht mehr sich ordnen lassen wollen und können in dieser Paniksituation. Das kommt jetzt nur noch zu wilden Aktionismus. Auf beiden Seiten. Ja, und der Abul Barareza macht ein Video wieder mit seiner Takriya-Show und sagt, das, was der da getan hat, das, was in Mannheim da passiert ist, hat nichts mit Islam zu tun und sowas. Ist er? Ja gut, der macht ja wirklich jetzt einen auf Heuchler. Ja, ja. Heftig, ne? Ja. Aber was soll er auch großartig sagen, wenn er jetzt sich da auf der Seite seiner Religion stellt, dann wird er ja Probleme bekommen vom deutschen Staat. Und das will er nicht, weil er gut lebt hier. Ja, er hat ja Familie und Kinder und so. Er lebt gut hier in seinem, was weiß ich, Palästinenser oder ich weiß nicht, Libanese, Palästinenser oder wer der ist. Der ist aus Libanon. Ja. Ja, vielleicht ist er ein palästinensischer Flüchtling, der in Libanon gelebt hat. Und stell dir mal vor, der müsste jetzt nach Gaza. Das wäre so dumm ist der nicht. Deswegen lieber weniger seine Religion, dafür ein bisschen mehr hier in Deutschland in schön leben.
Wahnsinn, ja, genau. So läuft die Sache ab. Genau wie Hansi und die ganzen Dauerbanden. Genau, ne? Die wollen genau. Genau, so viel zu seiner Religion stehen, wie es nötig ist, um nicht dieses schöne Leben hier in Europa zu verlieren und abgeschoben werden. Wahnsinn. So eine Heuchler. Religion verkauft. Natürlich. Wie man natürlich diese Religion eigentlich nur verachten kann, das glaubst du gar nicht. Das ist so heftig. Ja gut, das ist aber ihre Sache, ne? Wenn sie meinen, Kommunist zu sein oder Nationalsozialist und was weiß ich, was es da draußen gibt. Hindu, Moslem, ist egal was. Dann ist das ihre Sache. Der Herr hat den freien Willen gegeben. Aber man muss aufklären. Man muss ihnen die Augen öffnen und zeigen, das ist deine Religion, das ist deine Ideologie, das ist die Wahrheit in deiner Ideologie. So, jetzt kannst du wählen. Und wenn derjenige nach der Aufklärung immer noch darauf beharrt und sagt, ja, ist mir egal, ich bleib trotzdem drin, obwohl das so schlimm ist, dann ist deine Aufgabe erledigt. Ja. Dann ist unsere Aufgabe erledigt. Die Aufklärung hat stattgefunden, der Mensch hat entschieden. Genau so sieht's aus. Hallo? Hallo? Hi. Hi. Darf ich dich mal was fragen? Jetzt ja, abgesehen von diesem Islam und Christentum und weiß ich nicht. So, und weißt du eigentlich, was noch so auf der Welt falsch läuft, außer der Islam? Ja, natürlich gibt es einige Dinge in der Welt noch schlimmer und noch kranker. Meinst du jetzt zum Beispiel jetzt diese Elite, die gerade hier alles regiert? Oder weißt du davon alles nichts? Alles was? Die alles regiert, weißt du auch. Diese 13 Blutfamilien, liest das. Achso, du meinst die Rothschilds und so? Ja, warum redest du nicht darüber? Das ist doch das größere Problem, oder? Weil das sind ja wirklich die Leute, die Kinder verschleppen und satanische Rituale. Oder kriegst du darüber keine Angst? Oder hast du einfach... Ja, natürlich, man muss über alles reden, klar, natürlich. Aber das ist für die meisten Menschen da draußen nicht zu begreifen, weil diese Familienstrukturen halten sich ja im Geheimen auf. Sie sind nicht direkt zu fassen, aber solche Sachen wie zum Beispiel jetzt AfD und so weiter ist schon ein bisschen mehr fassbar geistig und deswegen sind die meisten Menschen für sowas offen. Ja, und deswegen wollte ich nur darüber sprechen, obwohl das eigentlich ein riesiges Problem ist, nicht der Islam. Ja, aber das ist zu hoch für die Menschen. Die Menschen verstehen schon die einfachsten Sachen nicht. Wenn du jetzt schon über die okkulten Strukturen sprechen willst, dann ist ganz vorbei. Dann hören die gar nicht mehr zu. Der Mensch, die Massenmenschen da draußen sind einfach nur dafür da, Döner zu essen und einmal in Mallorca einfach am Strand rumzupimpern. Das ist der Lebenssinn der Massen da draußen. Und du kannst ja nicht mit so hochintellektuellen Themen kommen wie die okkulten Strukturen dieser Elitefamilie. Die aus dem Hinterhalt, ja, die ist ja eigentlich, aber es ist ja eigentlich das größte Problem der Menschheitsgeschichte. Ne? Und eigentlich das Wichtigste, dass auch geändert werden muss. Ja. So. Ja. Ja. Nee, das kannst du nicht ändern. Das System hat Gott in die Hände des Satans gegeben, so auch die Rothschilds. Ja, sie sind in den Händen des Satans. Und Gott bestimmt über dieses System. Das kannst du nicht ändern. Gott hat das so festgelegt. Ja, aber ich finde es auch ein bisschen scheiße, halt, wie ihr jetzt immer über unsere Religion ablästert. Weil ihr kommt immer mit so Hadithen und keine Ahnung was. Also ich bin zum Beispiel ein Moslem. Und das ist doch Teil deiner Religion, meine Liebe. Das ist doch ein Teil deiner Religion. Das ist doch deutlich. Das Problem ist, zum Beispiel manche glauben an keine Ahnung was für andere Bücher, da noch geschrieben wurden und weiß ich nicht, an das Leben vom Propheten und weiß ich nicht was. Aber Allah hat uns nur den Koran herabgesandt. Er hat uns nicht irgendwelche Bücher über den Propheten. Ich glaube nur an den Koran. Ich glaube nicht an die anderen Bücher. Ja, dann bist du eine Kafira. Dann bist du sowieso platt gemacht von deiner Religion. Warum? Ja, weil du eine Kaffee bist. Laut Konsens bist du dran, Mann. Raffst du das nicht, meine Liebe? Du musst raustreten aus dem Islam. Nee. Wie kannst du überhaupt als Frau dich zum Islam bekennen? Wie? Wie geht sowas denn? Also zum Beispiel in Dubai werden Frauen sehr gut behandelt. Hier in Deutschland werden Frauen ist Dubai, ja, aber Dubai ist doch was? Nicht Islam. Dubai warum ist doch Dubai nicht ist Islam. Da laufen Dubai Frauen in Minibacke rum. Ist das islamisch? Unglaublich, was du da von dir gibst, Mann. Ja, aber der Satan regiert die Welt. Guck mal, ist, da wohnen mehr an Investoren als Muslime, Mann. Wir sind nicht ISIS. ISIS ist auch von den Eliten. Was für ein Gehunde, was du schau, Mann.
ISIS ist, gehört auch der Elite. ISIS ist ein Terrorregime. Also bitte. Ja, aber die Taten, die ISIS gemacht haben, meine Liebe, die Taten, die ISIS gemacht haben. Die wissen, dass der Islam die wahre Religion ist, deswegen wollen sie uns am meisten bekämpfen. Merkst du es nicht? Nein. Warum will der Teufel den Islam schlecht machen? Weil wir die Wahren sind, Habibi. Willst du oder nicht? Also du findest es gut, dass Frauen geschlagen werden sollen bei der Ehe. Ihr glaubt an einen Gott, der... Das steht im Koran. Siehst du, du hast Probleme mit deinem eigenen Koran. Wie wir. Ich glaube nicht, dass sowas uns erschaffen hat. Meine Liebe, mein Bruder... Allah verlangt von dem muslimischen Mann, dass er seine Frau schlägt. In Sure 4, Vers 34 sollst du von deinem Ehemann geschlagen werden. Das verlangt Allah. Findest du sowas gut? Nee. Schau doch mal nach. Schlag auf Koran. Die ist gar nicht da, aber die hat den Koran studiert. Die hat da... Ja, nee, brauchst du nicht. Schau selber nach. Weiß ganz genau. Schau selber nach. Sure 4, Vers 34. Was steht da? Frauen dürfen geschlagen werden. Aber für was? Wenn der Mann das Gefühl hat, dass sie nicht spurtet, dass sie nicht hört. Nee, glaube ich nicht. Ja, lies doch mal jetzt. Wir nehmen uns jetzt Zeit. Wir nehmen du jetzt eine Minute. Ich will gar keine Zeit nehmen. Nehmt ihr euch mal lieber Zeit, um die... Ach, du willst gar keine Zeit dir nehmen. Das ist was anderes. Das ist wieder was anderes. Du bist eine Ignorantin. Du bist eine Ignorantin. Habt ihr gehört? Die will sich nicht die Zeit nehmen. Das heißt, sie will in einer Seifenblase leben. Sie interessiert die Wahrheit nicht. Sie interessiert sich nur für die Wahrheit, was ihr angenehm ist. Nur für solche Wahrheiten interessiert sie sich. Aber für eine Wahrheit, wo es ihr unangenehm wird, das will sie nicht. Und das ist per Definition ein Mensch, der die Wahrheit nicht sucht. So sieht's aus. Aber wie krass die Ignoranz aus denen rausschießt, Nelisa. Wie die dann auch reden. Ja, hier meint, die hat doch schon studiert, die weiß es schon besser, so mäßig. Andere, ja, die will sich belabern lassen. Nelisa. Die will sich andere belabern lassen. Denken lassen, Nelisa. Denken lassen, genau. Nein, aber sie hat auch Angst bekommen. Ich will nicht nachgucken. Warum? Weil wenn sie nachgucken, und das steht da so. Da auf einmal kriegt die Angst, was ihre eigene Religion betrifft, dass sie es auf einmal doch nicht mehr so toll findet. Deswegen will sie nicht nachgucken. Ja, heftig. Deswegen sage ich immer, eine Frau, die sich zum Islam bekennt, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, Mann. Keine normale Frau, die bei gesundem, klarem Verstand ist, die den Koran gelesen hat, Mohammeds Leben sich betrachtet hat, würde sich doch für den Islam entscheiden. Wie geht sowas? Man entscheidet sich für seinen eigenen Schächter oder wie oder was? Absolut bösartig. Kentucky Fried Chicken. Das mit dem Huhn ist das beste Beispiel, ne? Eine Frau, die sich zum Islam bekennt, ist in etwa so, als würde sich ein Huhn zu KFC bekennen. Ja, toll. Und dann siehst du, wie die Grünen und Linken und alle möglichen als Hühner vor KFC stehen und sagen, KFC ist wundervoll. Ihr seid Hetzer, redet nicht über KFC. Und der Typ, der hinter diese, der Typ, der am Herd ist oder an diese Grill, ist schon mal den MESSER am Schärfen. Und der denkt sich so, ja, sehr gut, immer weiter so. Immer weiter mich verteidigen, sehr gut. Lass mich groß und stark werden und dann werde ich euch schneller als die anderen nackt therapieren. Reza, wir leben in absolut verstörenden Zeiten. Reza, verstörend ist das, Reza, verstörend. Ja, aber wir haben die Wahrheit, wir wissen, was passiert. Und wir sind in der Ruhe des Herrn. Ne? Der Herr Jesus sagt in Matthäus 11, 28, kommt hier zu mir, ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch in Ruhe schenken. Das heißt, wir sind in der Ruhe des Herrn, wohingegen die Völker dieser Welt in Unruhe sind, weil sie nicht wissen, was passiert. Wir haben ja die Bibel, wir haben ja das Wort Gottes, wir wissen ja exakt, was passiert, worin wir uns gerade befinden und was auf uns zukommt. Und deswegen sind wir in der Ruhe, weil wir wissen, was passiert und dass der Herr uns bewahrt. Ja. Die anderen sind aber nicht in der Ruhe, die wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Deswegen sind die in der Unruhe. Ihr könnt ja Jesus am jüngsten Tag fragen, ob er euch rettet. Was sagst du? Ihr könnt ja Jesus fragen am Tag des Gerichtes, ob er euch rettet. Ja, natürlich, der ist ja der Retter. Der Retter, der geboren wurde, ne? Lukas 2,11.
Alles das, gut. Was dein Allah nicht kann, kann mein Herr Jesus Christus. Amen. Jesus Christus vergibt nicht eure Sünden. Jesus Christus rettet euch nicht am jüngsten Tag. Jesus Christus, Christus, wie ihr ihn nennt, aber wir nennen ihn Jesus, Isa, ist ein Gesandter, weder andere. Du kannst so viel an deinen Isa glauben, wie du willst. Ich glaube an den ewigen Sohn Gottes, der mich liebt und sein Leben für mich gegeben hat. Amen. Ach so. Ja. Okay. Okay. Der nimmt und gibt Leben. Ja, du kannst an diesen Fake-Isa glauben, das ist dir, das steht dir zu, ist kein Problem. Aber ich glaube an den ewigen Sohn Gottes, der Mensch wurde, um für meine Schuld zu bezahlen. Und der ist für deine Sünde am Kreuz gestorben. So sieht's aus. Auch für deine, wenn du ihn annimmst. Ich nehme ihn nicht an, weil Jesus... Hast du dich bewusst entschieden, für die alle Ewigkeit in die Hölle zu fahren? Ich fahre nicht in die Hölle. Im Gegenteil, natürlich. Wenn ich Jesus... Wenn ich natürlich, wenn ich auch Gott dein Jesus Koran. Auch dein Koran sagt das in Sure 19, Surat Al-Maryam, Ayat 70 bis 72. Du wirst erstmal in die Hölle kommen. Nee. Doch, Allah, das finde ich bestimmt. Nein. Doch? Allah Alam. Es kann sein, dass ich in die Hölle komme, Allah Alam, aber das möge Allah davor bewahren. Aber wenn ich Jesus als, wenn ich Jesus Gott beigeselle, dann komme ich in die Hölle. Nein, du wirst erstmal sowieso in die Hölle fahren. Von 100 Muslimen gehen 99 ins Höllenfeuer und einer wird rausgeholt. Aber du wirst erstmal brennen, du wirst erstmal verschmoren. Nee. Doch, das ist die Doktrin des Islams. Du meinst am jüngsten Tag, wenn Allah zu Adam sagt, 1000 Menschen, einer ins Paradies und 999 in die Hölle. Ja, genau. Erstmal geht ihr alle in die Hölle, laut islamischer Doktrin. Nein, von 1000 doch. Gehen 999 in die Hölle und einer, was hier. Ja, welche Chance hast du denn dann, wenn du nicht fisa bilila kämpfen gehst und hier in Deutschland deine Hintern hier schön gut gehen lässt? Gehörst du zu den wahrhaftigen Muslimen oder zu was für Muslimen gehörst? Ich gehe ja meinen Pflichten nach, auch wenn ich was hier lebe. Was für Pflichten sind das denn? Ich vollziehe meine fünf Säulen des Islams. Ich was lebe, sind das nicht fünf Säulen des Islams? Ja, die erste Säule ist die Schahada, das zweite ist das Gebet, dritte die Zakat, vierte ja. Das Fasten im Fastenmonat und fünfte die Hajj. So. Okay, hast du das alles gemacht? Das habe ich noch nicht zu Ende gemacht, aber Hajj, also bisher. Ja, was passiert denn, wenn du jetzt auf einmal stirbst? Was denn? Ja, es gibt einen gewissen Betrag. Die Hajj kann ich erst antreten, wenn ich einen gewissen Betrag habe, mit dem ich in die Hajj gehe. Solange ich diesen Betrag noch nicht habe, bin ich ja nicht fähig zu gehen. Und ich habe auch keinen Kredit nehmen oder irgendwas. Ja, aber du hast ja gerade eben gesagt, ich praktiziere alle fünf Säulen. Aber was, wenn du auf einmal eine Säule nicht geschafft hast? Bezahlst du Zakat hier? Bitte? Bezahlst du Zakat? Da muss ein Grundbetrag, das muss man erstmal. Ja, an wen bezahlst du den Zakat? Sobald ich ihn erreicht habe, zahle ich auch regelmäßig meinen Zakat. Merkst du nicht, wie du am Rumheucheln bist? Weil du gerade rumheucheln? Du musst doch. Du bezahlst weder Zakat, betest auch nicht regelmäßig. Du hast nichts mit deiner Religion. Gold, 80 Gramm Gold oder 81, ich weiß nicht ganz genau, 81 oder 80 Gramm Gold musst du erreicht jedes Jahr haben und davon zahlst du 2,5% Zakat. Wenn du das nicht hast, bist du nicht Zakat-pflichtig. Punkt. Da zahlst du das? Zahlst du überhaupt irgendeine Menge an Zakat? Ich gebe Spenden, ja. Aber Zakat zahle ich ja noch nicht, weil ich gerade diesen Grundbetrag noch nicht habe. Ja, aber das ist ja nicht Spenden, das ist eine Almosen. Genau, Almosen ist was anderes, Tatsache. Aber die Zakat ist Zakat auch... Zakat sind ja für, ist ja Almosen. Nee, es gibt einmal eine Spende, freiwillige Spende, es gibt einmal die Pflichtabgabe. Und die Pflichtabgabe ist die Zakat. Machst du das? Nein, das mache ich nicht. Aktuell. Aktuell machst du das nicht, aber und dann, wenn du in den Tod gehst und dann vor Allah stehst, dann sagst du ja, Allah, ich habe nur zwei oder drei Sachen von deinen fünf Säulen praktiziert. Ich habe doch am Anfang gesagt, du brauchst einen Grundbetrag dafür. Wenn du ihn nicht erreicht hast, bist du nicht pflichtig. Ja, habe ich doch verstanden. Genau. Jetzt kannst du zwei von dieser, du kannst von den fünf nur drei praktizieren. So, meinst du, Allah wird dir dann vergeben, sicher, oder sagst du ja, Vater ist ja Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Guck mal, ich habe doch gesagt, wenn ich nicht pflichtig bin, dann werde ich doch nicht belangt dafür, oder? Wie wird man denn sicher gerettet im Islam? Wie ist das Konzept denn bei euch? Wie man sicher gerettet wird im Islam, indem man sich an die Gesetze Allahs hält und sein Bestes gibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala vergibt die kleinen Sünden, solange du dich von dem Großen fernhältst. Aber wenn du die Großen begehst, kann Allah subhanahu wa ta'ala sie auch vergeben. Und so. Warum hat denn Allah subhanahu wa ta'ala nicht Adam diese eine Sünde vergeben? War ja jetzt nicht groß, einfach in den Apfel zu beißen.
Also Apfel, ich weiß nicht, ob es Apfel war, man sagt Apfel, aber ja, egal, also warum Allah subhanahu wa ta'ala Adam diese Sünden nicht vergehrt? Allah Alam, Allah subhanahu wa ta'ala das so entschieden, er hat ihn mit dieser. Die Meier jetzt nicht so groß, einfach nur in deine Frucht zu beißen, ist doch keine große Sünde. Ja, nach deinem Maßstab. Warum hat er dann da nicht Barmherzigkeit gezeigt? Ja, nach deinem Maßstab ist es vielleicht keine große Sünde gewesen, aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß, warum er. Das ist ja im Christentum nicht anders. Also im Christentum ist er auch, sind wir. Wenn Allah so barmherzig ist, warum hat er aus seiner Barmherzigkeit heraus nicht Adam einfach vergeben? Ja, okay, wenn Jesus laut eurer Lehre barmherzig ist, warum hat er. Ich weiche jetzt nicht aus, komm, bitte jetzt nicht direkt mit Jesus. Dieselbe Frage kann ich auch stellen. Mein Lieber, warum hat Allah aus Barmherzigkeit nicht einfach Eva und Adam vergeben? Warum muss er die denn runterschmeißen aus dem Paradies? Ihr habt dasselbe Konzept. Du fragst mich dieselbe Frage, ja, die ich selber. Das ist aus eurem Konzept heraus. Allah, bei uns heißt es ja, der Tod. Die haben Allah, Gottes Gesetz. Allah kann machen, und Gott wird dir nicht vergeben, weil Gott keine Gemeinschaft haben kann. Bitte nochmal. Gott kann keine Gemeinschaft haben mit Sünde. Okay. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und sie mussten für ihre Übertretungen zahlen. Verstehst genau. du? Deswegen hat Gott sie aus dem Paradies geschickt. Aber wenn Allah ja nur barmherzig sei, hätte er ihn einfach nur aus ihrer Barmherzigkeit vergeben können, zu der damaligen Zeit. Allah subhanahu wa ta'ala ist streng im Strafen, aber auch barmherzig, das wissen wir ja beide. Ja, da siehst du mal, er ist also streng im Strafen. Genau, Allah ist streng im Strafen. Denn Allah, wie will denn Allah barmherzig und gerecht sein zugleich? Wie macht er das denn? Weißt du das vielleicht? Entweder er ist ja barmherzig und vergibt oder er ist gerecht und bestraft. Wie bringt er denn beides in Einklang? Das eine schließt das andere nicht aus. Genauso wie hier. Das eine schließt das andere nicht aus. Ganz ja, natürlich, wie willst du denn barmherzig sein und gerecht sein? Wie geht denn sowas? Das ist ein gutes Argument. Das ist ein gutes Argument, ja. Wie willst du barmherzig sein und siehst gerecht du, wie sein? Die Religion auseinander. Nein, das stimmt nicht. Ich muss einfach wie nur willst du Barmherzigkeit und gerecht sein? Das eine schließt das andere ja aus. Entweder du bist barmherzig und lässt ihn gehen, oder du bist gerecht und bestrafst ihn. Wie wird denn Allah das Ganze denn machen? Allah subhanahu wa ta'ala ist gerecht, definitiv. Plus, barmherzig zu sein, barmherzig zu sein bedeutet nicht, ungerecht zu sein. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel, wenn du einem Menschen gegenüber etwas getan hast, dann Allah musst du von diesem Menschen musst du um Verzeihung beten. Wenn dieser Mensch dir nicht vergibt, wirst du dafür trotzdem Büße tun. Aber zwischen dir und Allah, Allah kann entscheiden, ob er barmherzig zu dir ist oder also Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet, ob deine Reue eingenommen wurde oder wenn sie nicht angenommen ist oder du gar nicht bereut hast, dann bestraft er dich für diese Sünde. Ganz einfach. Also wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Man kann beides. Doch, das eine schließt das andere aus. Nein. Denn Allah kann nicht gleichzeitig barmherzig sein und gerecht sein. Er muss ja die Sünde bestrafen. Aber gleichzeitig will er den Menschen ja auch vergeben. Das ist ja dann ungerecht. Ja. Stell dir mal vor, du fährst das. Aber wir haben eine Bedingung dafür. Wir haben eine Bedingung dafür, wie Allah dir etwas vergibt. Es gibt ja eine Bedingung dafür. Mein Lieber, stell dir mal vor, der Allah ist ja Richter. Stell dir mal bitte vor, der Allah ist ja ein Richter. Und wenn du zum Beispiel vor Gericht stehst und etwas ins Gesetz hier übertreten hast, so was denn von einem auf einmal sagt, ich lasse den Mörder von deiner Familie gehen, ist das Barmherzigkeit oder was? Oder willst du dein Recht von ihm fordern? Nochmal, Mörder, was ist? Wo ist denn da die Gerechtigkeit? Ich habe doch gesagt, zwischen Menschen, wenn etwas zwischen Menschen vorfällt. Stell dir mal folgendes Monet, stell dir mal folgendes Szenario vor. Ja. Du gehst gerade mit deinem Kind über eine Ampel, da kommt jemand, der das Gesetz übertritt und über Rot fährt und dein Kind trifft. Dein Kind stirbt und du kommst auch in Gericht, jetzt forderst du von dem Richter, dass der Richter jetzt Gerechtigkeit sprechen lässt. Ja. Stell dir mal aber vor, der Richter ist nur barmherzig und sagt, weil ich so barmherzig bin, lasse ich den Mörder deines Kindes gehen. Was hältst du von so einem Richter? Das ist nicht gerecht. Das ist nicht gerecht. Und ich sag dir auch warum. Siehst du? Ich sag siehst dir auch du warum. Jetzt, Monel? Ja, wenn du Gottes Gesetz übertrittst, ich nein, dir doch dein Unsinn geht nicht auf. Was ist das? Ich habe dir doch eben gesagt,
der Mensch muss dir vergeben oder du gibst dem Mensch etwas, damit er, damit das ausgeglichen wird. Aber okay, der Mensch vergibt dir, aber was ist mit Gott? Okay, der Mensch vergibt dir, was ist mit Gott? Du hast aber sein Gebot gebrochen. Mone, du hast das Gesetz Gottes gebrochen, du sollst nicht töten. Mone, du hast das Gottesgesetz übertreten. Aber das ethische Gesetz hast du schon übertreten und jetzt kommt das göttliche Gesetz, kommt ja auch noch dazu. Das Gesetz Gottes hast jetzt du übertreten, da hast du vollkommen recht. Du hast und eine Sünde bei Allah. Deswegen sage ich dir, Allah kann, er ist ja nur barmherzig, er ist ja nicht gerecht. Denn wenn er gerecht wäre, müsste er dich ja bestrafen und in die Hölle schicken. Allahs Partner ist gerecht. Und Allahs Partner. Ja, da muss er dich aber bestrafen dafür. Wenn er dich einfach gehen lässt, obwohl du Menschen ermordest, was ist das denn für eine Gerechtigkeit? Ich habe doch eben erzählt, die Sünden werden vergeben. Ja, da hast du vollkommen recht. Du bereust Allah und die Sünde wird vergeben. Aber zwischen dir und dem Menschen am Tag des Gerichtes wird gerichtet. Wenn dieser Mensch von dir verlangt, wenn er dir nicht vergibt und was höchstwahrscheinlich auch nicht passieren wird. Ja, dann super. Also ist meine Errettung abhängig von einem Menschen dann. Ne? Wenn der Mensch nicht mit mir zufrieden war oder mir nicht vergibt, dann fahre ich für alle Ewigkeit in die Hölle. Lass mich erstmal ausreden. Du gibst doch tolles deine Konzept, guten Taten. Tolles Konzept, Monil. Tolles Konzept. Du gibst deine guten Taten diesen Menschen ab und wenn du keine mehr hast, nimmst du seine Sünden auf dich auf. Ach so. Das Prinzip. Aber Allah sagt doch in Sure 27, Vers 15 müsste das sein. Dass der Allah sagt, keine lasttragende Seele trägt die Last einer anderen. Was ist das denn für ein Konzept, was du da gerade entwickelst? Nein. Ja, das ist in einem anderen Fall, aber hier geht es doch um Sünde gegenüber diesem Menschen. Du hast dem Menschen Unrecht getan. Das ist das Konzept. Du hast dem Menschen ungerecht getan. Du gibst ihm von deinen guten Taten, wenn er dir nicht verzeiht. Und oder, wenn du keine guten Taten hast, dann nimmst du seine Sünden auf dich auf. So funktioniert das. Das ist das Konzept. Also du nimmst die Sünden dann von einem anderen dann auf dich auf, hab ich doch gerade gesagt. Wenn du keine Guten mehr hast, dann nimmst du die Sünden von dem anderen auf. Im Falle, wenn du ihm Unrecht getan hast und diese Person dir auf dieser Erde nicht vergeben hat. Seit wann gibt es denn so ein Konzept im Islam? Ich glaube, du erfindest gerade irgendeinen Unsinn. Nein, das stimmt nicht. Das ist vom Islam. 100%. Nein, das ist überhaupt nicht von Islam. Prüf mal deinen Standpunkt. Zeig mir das bitte aus dem Koran. Aus dem Koran kann ich muss jetzt selber recherchieren, um zu gucken, wo das steht. Das ist Blödsinn, was du erzählst, Mann. Das ist einfach bitter gemacht, Mann. Denkst du, ich habe jetzt irgendwie aus Genuss gesprochen? Nein, das ist kein Blödsinn. Ist das dein Ernst, Mone? Du redest einfach ohne irgendwelche Beweise aus Koran, Hadith und Sunna? Das sind die Beweise aus der Sunna. Ich muss nur gucken, wo der Hadith steht, dann kann ich dir das erwähnen. Aber das ist genau das Konzept und das kennt jeder, so, der sich mit dem Islam beschäftigt. Und du selbst wahrscheinlich kennst das auch. Also tust du, als ob du es nicht kennen würdest. Mone, also wenn ich zum Beispiel in meinem Leben noch niemals gesündigt habe, wofür soll mich dann Allah denn bestrafen? Kulla bani Adam Khata. Jeder Sohn Adams macht Fehler, okay? Das heißt, wir sind nicht sinnfrei. Aber was ist, wenn ich noch nie in meinem Leben gesündigt habe, so als Kind? Das Alter nicht erreicht habe, wo man sündigen kann. Wird Allah mich ins Himmelreich lassen oder wird er mich in die Hölle schicken? Er wird dich auf jeden Fall nicht in die Hölle schicken. Denn solange du das reifen Alter nicht erreicht hast, bist du nicht belangt. Also das wäre natürlich Wahnsinn, wenn jemand sagen würde, ja, es könnte sein, dass dieses Kind auch in der Hölle wäre oder im Himmel, aber wissen wir nicht. Ein unschuldiges Kind, das noch niemals gestorben ist, das noch niemals gesündigt hat. Stell dir vor, jemand würde sagen, ja, man weiß nicht, wo dieses Kind ist. Wir wissen, dass sie bei Ibrahim a.s. sind, okay, diese Kinder. Und Yawm al-Qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet, aber soweit ich weiß, kommen sie ins Paradies. Das ist mein aktueller Stand. Kannst du mal bitte für mich Sahih Muslim 2662c aufschlagen und mal nachlesen? Sahih Muslim 2662c. Okay. Ich habe den Hadith jetzt vor mir. Ja, bitte lies mal vor. Okay.
Daher Muslim 2:6:6:2:10 beschreibt eine Situation, in der Aisha, die Mutter der Gläubigen, zum Propheten Muhammad s.a.w. über das Schicksal eines verstorbenen Kindes spricht. Sie deutet an, dass das Kind, das keine Sünden begangen hat, zu den Vögeln des Paradieses gehören muss. Der Prophet antwortet ihr und erklärt, dass Allah allein das endgültige Schicksal aller Seelen kennt und dass es bereits die Bewohner des Paradieses und der Hölle bestimmt hat, noch bevor sie geboren wurden. Der Hadith unterstreicht das Konzept der Vorherbestimmung im Islam, bekannt als Qadar, welches besagt, dass Allah das Wissen über alle Ereignisse besitzt, einschließlich des ewigen Schicksals jedes Individuums. Dies negiert nicht den Willen, freien Willen, sondern bedingt Allahs umfassendes Wissen und seine Anordnung. Verschiedene Gelehrte bieten Interpretationen an, um dieses Konzept mit dem breiten islamischen Glauben an Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu vereinbaren. Zum Beispiel könnte es den Anschein haben, eine Determinierung. Du sollst mir nicht irgendwas vorlesen, du sollst mir eigentlich den Hadith vorlesen. Ich lese gerne die Interpretation der Ulama vor, weil das. Ja, genau, diese Leute lügen dich jetzt gerade an. Also, du siehst also das Konzept im Islam, da stirbt ein Kind, das noch nicht mal das Alter der Sünde erreicht hat. Und per Definition würdest du sagen, ja, natürlich ist das Kind im Himmelreich. Und dann sagt der Mohammed, nein, es kann auch anders sein, weil Allah vorher schon bestimmt hat, wer in die Hölle geht und wer ins Himmel kommt. Was hast du denn für eine Chance? Wenn ein Kind, das noch nicht mal gesündigt hat, keine Chance hat, sicher ins Himmelreich zu gehen. Also, verstehst was du jetzt? Was ich dazu sagen kann, ist, soweit ich weiß, sie sind bei Ibrahim und am Tag des Gerichtes wird entschieden, wohin das Kind, ich weiß nicht, wie Allah subhanahu wa ta'ala das Kind ist gestorben und Aisha hat richtig gehandelt. Aber was Allah subhanahu wa ta'ala macht. Hey! Ja. Mone, die Aisha hat richtig gehandelt, so wie wir alle handeln würden. Wir sehen ein Kind, wir sind zwar traurig, aber sagen, es ist Glückseligkeit für dieses Kind. Es wird ein Paradiesvogel sein von den Vögeln des Paradieses. Dieses Kind hat das Alter der Sünde nicht erreicht oder wo man sündigen kann. Und dann kommt Mohammed um die Ecke und sagt, ja, er hat gesagt. Er antwortete ihr und erklärt, dass Allah alleine das endgültige Schicksal aller Seelen kennt. Ja, aber ist das nicht wahnsinnig? Ist das Gerechtigkeit oder was? Das Kind hat doch noch niemals gesündigt. Ich habe gesagt, nach deinem Maßstäben, Gerechtigkeit ist nach dem, wie du denkst. Also muss Allah der ungerechteste Gott sein, von dem man jemals gehört hat, oder was? Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. Das Kind wird. Du nennst das Barmherzigkeit dann, wenn ein Kind noch nicht mal die Berechtigung hat, sicher ins Himmel rein. Wer hat gesagt, wer hat jetzt davon gesprochen, dass das Kind in die Hölle kommt? Das ist jetzt die Frage. Und der Mohammed sagt, wir wissen nicht, wo das Kind ist. Und ich sage zu, das Kind hat noch niemals gesündigt. Wir wissen nicht, wo das Kind ist. Wow, und jetzt? Aber du hast doch gerade eben noch gesagt, ja, es ist im Himmelreich. Ich habe gesagt, es kommt ins Paradies. Ja, es ist bei Ibrahim. Aha, siehst du? Die Kinder. Du widersprichst also deinem eigenen Propheten, Mann. Nein, tue ich nicht. Es ist ja nicht aus. Ich danke dir von ganzem Herzen. Siehst du, wie du lügst? Ja, gerne. Heftig. Was für ein Täuscher. Das sagt er noch 2 Minuten vorher. Ja, das wird auf jeden Fall sicher ins Paradies gehen. Und dann auf einmal wird er bestätigt durch den Hadith, nee, doch nicht. Was ist das denn? Wahnsinn, ne? Ich komme sofort wieder. Oh, danke, Cousins. Ja, Dr. Sheikh ist wieder da. Ja. Ja, hallo Ami, alles gut bei dir? Ja, alles super und bei dir? Auch ich habe mal eine Frage. Es geht jetzt um das Thema Sünde verzeihen, wie bei euch im Christentum, okay? Mhm. Ich weiß nicht, ob du daran glaubst, aber glaubst du an das Fegefeuer? Nein, das kommt von der katholischen Kirche, Fegefeuer und sowas. Weil ich habe auch einen Kollegen, der ist, ja, aber das Ding ist, die katholische Kirche, ich habe auch einen Kollegen, der ist orthodox, der hat mir auch davon erzählt, weißt du? Ja, dann musst du das aus der Bibel prüfen, wo Fegefeuer steht und so. Und glaubst du daran, dass Maria Jungfrau ist? Ich sag Jungfrau, ich meine sündenfrei ist? Nein, sie ist eine Sünderin, so wie alle anderen auch. Aber sie wurde auserwählt als eine wundervolle Frau, die den Retter geboren hat. Guck mal, bei dieser Thematik, ich möchte eigentlich nicht mehr ins Detail gehen, weil du sagst, die ist sündenfrei. Aber ich sage nicht, dass sie sündenfrei ist. Ich sage nicht, dass sie sündenfrei ist. Ja, nein, Maria ist genauso eine Sünderin wie alle anderen auch. Nur die ist eine wundervolle Frau, die vom Herrn auserwählt wurde. Der Herr hat sich was dabei gedacht, dass er Maria auserwählt hat. Aber warum sagen nur Protestanten, dass sie sündenfrei ist? Warum sagen alle Orthodoxen, alle Katholiken, egal ob russisch-orthodox, äthiopisch-orthodox... Ich wollte dich gleich wieder rein. Ich muss mal ganz kurz was erledigen, ja? Ich hol dich gleich wieder rein. Ja, super. Ich komme sofort, ihr Lieben.
So, ich bin wieder da. Gottes Segen, ihr Lieben. Möge der Herr Jesus Christus euch immer segnen, behüten und beschützen. Amen. Komm, lass uns ein Schunkeln und Munkeln und Runkeln hier. Muss der linke Fuß nach vorne und zurück. Das ist der ganze Trick. Das ist der ganze Trick. Der rechte Fuß, der linke Fuß nach vorne und zurück. Ja, so tanzt ein Cha-Cha-Cha. Okay, reicht jetzt, Mann. Reicht. Komm, wir haben jetzt gelacht. Gut, jetzt müssen wir wieder zur Besinnung kommen. Kommen wir zur Besinnung. Hallo, Amir, wie geht's dir? Ja, Handel Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut, danke. Ich habe nur eine Frage an dich. Aber nur eine? Ja, nur eine. Na gut, das macht dann 2,99 € heute im Sonderangebot. Keine Sorge, ich schick dir ein paar Rosen. Na, das reicht nicht. Du musst richtige Brettermänner da reinballern. Ne? Okay. Auf jeden Fall, meine Frage war auch an Resa zum Beispiel. Ich bewundere eure Arbeit sehr, also ich mag euch wirklich. Aber wie könnt ihr diesen Mut aufbringen, euch mit so einer Religion anzulegen? Habt ihr keine Angst? Dass euch vielleicht... Die Liebe zur Wahrheit drängt uns doch. Das ist das. Die Menschen gehen ja verloren. Sollen wir jetzt alle schweigen? Ja, wo kommen wir denn dann hin? Stimmt. Aber also ich zum Beispiel hätte Angst, so wirklich über den Islam zu reden. Natürlich, diese Religion wird den Menschen ja Furcht einflößen, also wirkt sehr furchteinflößend. Weil die Muslime ja sehr, sehr bereit sind, auch dementsprechend zu handeln. Ne? Und viele Menschen sind hier total verängstigt und in Schockstarre. Ne? Und das darf es nicht sein. Wir dürfen uns niemals in Panik oder in Angst versetzen lassen. Von niemandem. Denn allein nur Jesus Christus ist zu fürchten. Der ewige Sohn Gottes, der Macht hat, deinen Leib zu nehmen und in die Hölle zu werfen. Verstehst du? Stimmt. Aber wenn du halt was Falsches sagst, wirst du direkt nackentherapiert von denen. Ja, natürlich. Du hast es zu tun mit dem Widersacher. Was denkst du? Ja, also... Ich finde, der Islam ist eine gefährliche Religion aus meiner Sicht. Nee, das ist voll die liebevolle Religion. Ich liebe Islam. Richtig liebevoll. Mann heiratet 6-jährige Islam. Tochter. Sprüche 9, Vers 29. I love Islam. Ja, also, keine Ahnung. Natürlich ist das die gefährlichste Religion der Welt. Das ist gar keine Religion, das ist eine Ideologie. Ja. Hast du eigentlich die Europawahlergebnisse gesehen? Nein. Darüber beschäftige ich mich nicht. Aber ja, ich habe mal drüber geguckt. Ja, AfD ist zweitstärkste Kraft geworden. CDU, CSU ist erster und die AfD ist zweiter Platz oder was. Ne? Das ist schon heftig. Da siehst du mal, was in Europa abgeht. Ne? Yeah. Sollten Christen AfD wählen? Ich weiß gerade gar nicht. Also sollte man sowas wählen? Ein Christ sollte sich mit weltlichen Instanzen überhaupt nicht beschäftigen, sondern einfach nur das Evangelium verkündigen, Aufklärungsarbeit machen. Und den Herrn Jesus Christus loben, ehren und preisen. Wir sind himmlische Bürger, nicht mehr irdische Bürger. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, nicht auf Erden. Das ist genau, das. Ja. So, ich muss mal ganz kurz was machen. Ich komme gleich wieder. Ja, mein Bruder. Ich gehe raus. Dankeschön. Gut, ja. Ich komme jetzt gleich wieder. Die Liebe, die Anne auch gerade richtig gesagt hat, die Liebe, die wir haben für uns.
Wie läuft Arbeit? Ja, das läuft sehr gut, ne? Als Herzologe habe ich so einiges zu tun. Okay, als was? Als Herzologe. Was macht man da? Ja, sehr viel Herzologie an den Tag legen, ne? Okay. Ja. Guck mal, jetzt noch mal zu dieser Frage, ob Maria sündenfrei ist, ne? Ja. Da unterscheiden sich ja, das weißt du auch selber, das musst du ja nicht ablehnen. Ganz klar die Meinungen, ganz, ganz, ganz eindeutig. Du aber hier geht es ja nicht um Meinungen, mein Lieber. Die Bibel spricht doch nicht unsere Meinung oder was unsere Neigung gerne möchte. Nein, die Bibel spricht darüber, dass jeder Mensch gesündigt hat, auch Maria. Guck mal. Nur der Herr hat sie als wundervolle Frau auserwählt, um den Retter zu gebären. Ja, fertig aus. Guck mal, das Problem ist, ihr Protestanten sagt es. Die Orthodoxen. Ich bin nicht Protestant. Ich bin nicht katholisch. Ich bin nicht orthodox. Ich bin ein wiedergeborenes Kind Gottes, Mann. Okay, dann erklär mir mal. Um irgendeinen Namen zu geben. Was sagst du dazu, wenn die Kirchenväter, die frühen Kirchenväter selber sagen, dass Maria unbefleckt ist und sündenfrei ist? Ja, dann müssen sie das aus der Schrift beweisen. Es bringt ja nichts, wenn du eine Behauptung aufstellst, das aber nicht prüfen kannst anhand der Heiligen Schrift, oder? Guck mal, aber wer hat denn die Heilige Schrift aufbewahrt und zusammengefasst? Was habe ich dir gerade eben gesagt? Wiederhol das nochmal. Du hast gesagt, man muss es anhand der Heiligen Schrift... So sieht's aus. Wo steht in der Bibel, dass Maria sündlos war? Bitteschön. Warte mal kurz. Ich schieß ja raus. Weil die Bibel sagt, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Und wenn Gott sagt, alle haben gesündigt, schließt das Maria mit ein. Oder meinst du, Gott macht eine Ausnahme dann bei Maria? Nein, der Mensch ist bestimmt, Sünder zu sein. Warte, ich such grad, warte kurz. Ja, dann such mal noch 36 Millionen Jahre. Ich verstehe nicht, was sie davon haben. Hier. Lesa, was ist das so laut bei dir, Mann? Ist das immer so laut? Ja, da hast du Fenster auf, oder was? Ja, jetzt war besser. Lesa! Hallo? Ja, aber ist das immer so laut, sagst du? Jetzt ist gut, jetzt ist gut. Ja, jetzt ist gut. Ja, also Maria wird ganz klar in Lukas 1, 47, diese Stelle muss man sich merken, als Sünderin beschrieben. Warum? Weil sie sagt, sie freut sich über Gott, ihren Retter. Das heißt, sie braucht selber Rettung. Das heißt, sie ist eine Sünderin und braucht Rettung vor ihre Sünden. Dass Gott sie errettet. Ey, Amir. Ja. Guck mal, ich hab gerade einen Kollegen gefragt. Ich habe gerade einen Kollegen gefragt, der orthodox ist, ne? Ja. Weil der beschäftigte sich ja damit. Der meinte das zu mir. Guck mal, der meinte zu mir die Frühkirche, also die Kirchenväter, diese frühkirchlichen Väter, die ihr Leben damit gewidmet haben, sozusagen, das zu studieren. Wenn die alle in Konsens sind, dass Maria sündenfrei ist, wie kommst du darauf, dass sie dann nicht sündenfrei ist? Die Kirchenväter. Weil das Wort Gottes spricht. Es ist egal, ob XYZ Kirchenvater hier und da etwas sagt. Wenn es dem Wort Gottes widerspricht, dann müssen wir es ablehnen. Aber du weißt schon, ohne die Kirchenväter hättest du deine Bibel das jetzt nicht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber wenn die Doktrin nicht in der Bibel vorhanden ist, dass Maria sündlos ist, was sollen wir denn da machen? Sollen wir da was hineininterpretieren oder was? Also, aber du siehst an, du weißt, dass wir Recht haben. Du weißt es ganz genau. Der will nicht, das nicht einsehen. Diese Thematik mit sündenfrei oder nicht, eigentlich. Was hat mein Bruder dir gerade vorgelesen, Milad? Lisa, lies nochmal, es war zu laut, ich bin ehrlich. Lukas 1,47. Maria braucht selber Rettung. Und das kann nur sein, wenn jemand gesündigt hat. Der braucht Rettung. Und das heißt aber dann, die ganzen Christen, die glauben, dass Maria sündenfrei ist, die machen ja einen Fehler? Ja, natürlich machen die einen Fehler. Wenn es nicht in dem Wort Gottes geschrieben steht, dann machen sie einen Fehler, weil sie auch nur Menschen sind. Und es ist nicht nur, dass das nicht so steht, sondern das Gegenteil steht drin. Ist für dich nämlich, dass Maria Sünder ist. Und nach Römer 3, Vers 23 heißt es ja, dass alle Menschen ohne Ausnahme haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes, die sie von Gott haben sollen. Mhm. Alle, ohne Ausnahme. Und Maria ist ja jetzt keine Außerirdische. Ist dann für euch die Kirche wichtiger oder die Bibel?
Die Bibel, was für Sache mit Kirche? Siehst du da, was für ein Wahnsinn jetzt entsteht? Die Kirche ist über dem Wort Gottes, oder was? Guck mal, Amir, diese habe ich selber gedacht, aber mein Kollege hat mir einen Vers gezeigt aus der Bibel, wo steht, wo Jesus gesagt hat, verbreit das Wort und bau eine Kirche auf diesem Fels. Weißt du, er hat nie gesagt, verfasst eine Bibel, sondern baut die Kirche. Man soll ja eine Gemeinschaft haben. Verstehst du, was ich meine? Die Kirche, ja, die Gemeinde Gottes. Das Wort Ekklesia ist zu übersetzen mit Gemeinde. Kirche, Kyriakos, da kommt ja das Wort Kirche davor daher. Also es heißt einfach eine Versammlung. Wenn man sich versammelt zusammen, ist das. Sagt ihn, der so reinkommt. Sagt ihn, der so reinkommt. Und hörst du mir zu? Ja, ja, ich hör dir zu. Es geht darum, dass Menschen sich versammeln oder eine Gemeinde, wo die Menschen sich versammeln, um Gott zu preisen. Das ist Kirche, das ist Gemeinde, das ist Versammlung. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 16, meine Versammlung, meine Gemeinde, meine Gläubigen oder meine Kirche ist ein geistiges Gebäude, werde ich aufbauen auf dem Felsen, was er nach 1. Korinther 10, Vers 4 selber, der Herr Jesus ist der Fels. Guck mal, das Problem für mich ist, ich verstehe nicht, warum so ein Großteil der Christen sagt, ja, es gibt Fegefeuer, Maria sündenfrei, Kirche ist wichtiger. Ja, alles falsche Lehren. Falsche Lehren. Tradition. Tradition, nur ein Quatsch. Und was passiert mit diesen Leuten? Was heißt verloren, Amir? Das heißt, sie sind nicht von neu geboren. Kommen die in die Hölle aber? Jeder, der nach Tradition lebt, ist ja nicht der Welt abgestorben. Also wenn jemand daran glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist, alles drum und dran, aber die Kirche wichtiger findet und sagt Maria sündenfrei und es gibt ein Fegefeuer. Du siehst doch, dass die Kirche sagt, alles außerhalb der Kirche ist verloren. Kannst du mir noch mal diesen Vers sagen? Ich schreibe es auf, ich frage ihn dann. Mit Lukas was? Lukas 1, 47. Lukas 1, 47. Boah, was ist für ein Winziger. Besser! Da kannst du stumm machen, Armin. Gerade am Fliegen auf Al-Burak. Durch die Nächte ist am Fliegen. Burak Airlines. Das ist ein bisschen Burak Airlines, oder was? Burak Airlines. Kreuzritter 24, was für ein Name. Ja, geil, wa, Ami? Grüße erstmal. Ja, erstmal. Der ist ein richtiger Kreuzritter. Ja, ist doch nicht schlimm. Ist doch eben bezogen auf die Rüstung, ist eben halt. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, ne? Ja, genau. Und 24 sind wir ja. Wir leben ja am 24. Ja. Nee, ich hab mal eine Frage. Amir, vielleicht. Ich hab mal eine Frage. Kommst du richtig aus dem Osten, wa? Ja, naja, Berlin, wa? Ja, Berliner. Schön. Amir, ich hab da eine Frage. Hör mal. Jetzt zieh das aber los, du. Amir. Ja. Der dritte Reza ist ja auch gerade drinne. Ja, der ist auch gerade drinne. Ja, das geht jetzt in Bezug auf den Heiligen Geist. Die Frage. Sind wir berechtigt, selbst wenn wir jetzt als wiedergeborene Christen und den Heiligen Geist empfangen haben, sind wir berechtigt zu richten oder nur zum Ermahnen? Ja, der Apostel Paulus sagt ja im Korintherbrief, was geben mich die an, die außerhalb der Gemeinde sind? Haben wir nicht die zu richten, die innerhalb der Gemeinde sind? Also ja, der Apostel Paulus. Oh, ist ein bisschen abgehackt jetzt hier. Irgendwie schlechter Fall.
Schlechte Verbindung. Ja, ich habe nichts verstanden, weil es total ein bisschen. Hörst du mich? Ja, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen was gehört, ja. Ja, ich habe gesagt, der Apostel Paulus sagt im Korintherbrief, dass, 1. Korinther 5, 12, dass, was haben mich die zu interessieren, die außerhalb sind? Die haben wir nicht zu richten. Wir haben die zu richten, die innerhalb des Buches sind. Also mehr oder weniger eine Ermahnung? Ja, wenn jemand falsche Lehren vertritt, es geht nicht um die Sünde, die der ein oder andere macht, nein, aber wenn jemand mit einer falschen Lehre um die Ecke kommt, da muss man das natürlich ansprechen, ne? Und dem Ganzen dann Einhalt gebieten. Okay. Ja. Also durch eine falsche Lehre ist derjenige gar nicht errettet. Ja, das ist schon klar. Das ist ja klar, Reza. Das ist ja nicht klar. Und es heißt ja eben, dass zum Beispiel ein Mensch, der Unzucht treibt, er ist errettet, wenn er in der richtigen Lehre ist. Aber ein Mensch, der zum Beispiel kein Unzucht treibt, zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die passen penibel darauf auf, dass sie als Jungfrau in die Ehe gehen. Aber das nützt ihnen nichts. Warum? Die gehen verloren, auch wenn sie sich von Unzucht fernhalten. Warum? Warum gehen die trotzdem verloren? Kommen die in die Hölle? Warum? Ja, weil sie die Lehre nicht haben. Weil sie in einer falschen Lehre sind. Weil sie Jesus auch nicht als Gott anerkennen. Also, es geht um die Lehre, siehst du? Es geht um die Lehre. Du, die sind eine ganze Zeit lang sind die mal zu mir gekommen. Und da habe ich auch so ein bisschen mitstudiert bei denen. Und, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die haben mich nur versucht zu drücken, weißt du, so, wie soll ich sagen, psychisch, weißt du, Druck auszuüben, wa? Und ich habe das dann abgewiesen, sozusagen, von mir. Und ein Glück, muss ich dazu sagen, ich habe Nierenkrebs bekommen. Und habe mir eine Niere rausnehmen lassen. Und bei dieser Operation habe ich 2,5 Liter Blut gespendet bekommen. Das werde ich jetzt nicht mehr abnehmen. Und bei den Zeugen Jehovas, die lehnen ja total ab, weißt du, dass du eine Blutspende von jemand anders bekommst. Also, die. Ja, genau so eine falsche Lehre. Genauso eine falsche, von Menschen gemachte Lehre, du sollst kein Blut von anderen Leuten nehmen. Völliger Blödsinn. Wie du schon sagtest, ja, durch eine Operation, wo du Blut gespendet bekommen hast, bist du jetzt am Leben. Da siehst du, dass die Menschenlehre und Gottes Wille zwei paar verschiedene Schuhe sind. Ja, absolut. Ja. Und so kannst du die entlarven mit ihren aufgestellten Menschengeboten. Ja, Reza. Ja. Ich fand das ja, ich hab von dir noch ein Video gesehen. Bist du, wo du mit dem Fiesta damals hier rumgefahren bist? Ja, genau. Da war ich noch Doktor Boom. Du, da hab ich mir. Reza. Aber jetzt bin ich Professor. Reza. Professor Doom. Reza, da hab ich absolut nicht mehr Knie gekriegt. Ich hab so ein Fiesta hab ich auch gehabt, bloß ein Vorgängermodell. Ja. Bloß ich hab kein Basshorn hinten drin gebaut. Ja. Nur die Kopfstütze, also die Rückenlehne hinten raus. Ich habe damals halt mit Breitbandlautsprecher halt gearbeitet, aber ich habe nicht so viel dB drauf gehabt wie du, weißt du? Aber ich hab echt Déjà-vu gehabt. Ja, das ist meine verrückte alte Zeit in der Welt. Ne? Da war ich, das war so laut da drin, dass Menschen wirklich um ihr Leben geflüchtet sind aus dem Auto, wenn ich laut gemacht habe. Das kann ich mir vorstellen. Die hatten Angst gehabt, bei mir im Auto mitzufahren. Ich kann das nur bestätigen, mein ganzes Gehirn ist fast weggeflogen. Ich habe keine Luft mehr bekommen da drin. Du kriegst keine Luft, weil dieser Bass und diese Lautstärke dir deinen Atem wegnimmt. Und das war mein Bruder gerade das Wichtige. Ja, ist ja. Da hat er sich wohl gefühlt. Reza hat den PA-Horn da drin gehabt vom PA-Bereich. Die spielen zwar nicht so weit runter, aber die machen einen Druck ohne Ende, die Dinger. Ja, klar, natürlich. Und der Basshorn wurde speziell entwickelt und das hat er doppelt und dreifach Bass gemacht als ein normaler Bassreflexgehäuse zum Beispiel. Ja, ich weiß, ich kenne mich aus. Ja. Das war schon krass. Ja, ich war verrückt auch in der Welt. Jeder von uns, ja, bevor er zum Herrn Jesus kommt, hat er ja so seine verrückte Vergangenheit, ja, die er dann ablegt, abstirbt. Reza, ich habe, wie gesagt, ich habe das Vorgängermodell gehabt. Du hast ja eben mit die
da hinten waren die Lampen ja noch ein bisschen oval, wenn du gestern eben hattest. Ich hatte ja mit die Eckchen, weißt du? Die ja, 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 ich kenne das Vorgehen noch. Den hatte ich noch damals gehabt und ja, das Kopf und die Javu ab. Naja, das ist ja auch mein Hobby, ist das auch hier mit ein bisschen Hi-Fi und so. Da kenne ich mich wieder ganz gut aus und das ist natürlich auch eine Liebe von mir. Aber wie gesagt, das hat jetzt nicht damit zu tun, aber wie gesagt, ich musste so lachen. Ja, 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 ja. Das ist ja schon. Aber da sieht man auch den Unterschied zwischen damals, wo ich in der Welt war, und jetzt. Das ist sehr gut, dass das Video trotzdem im Umkreis ist, damit man eben den Vorher, Nachher von einem Menschen sieht, wenn er, also wenn er zum Herrn Jesus kommt und sein Leben komplett, genau wie bei mir, ne? Komplett verändert. Aber Lisa, hast du aber keine, dass du jetzt davon, weil du ja immer so laut gehört hast, hast du keine Schädigung an den Ohren? Was? Der hört ja besser, der Reza. Der ganze Ohrenschmalz ist ja durchgerutscht. Ja, es ist alles weggeblasen, genau, es ist freigepustet. Das alle Gehirnwindungen sind alle freigepustet. Das Gehirn wurde befreit, durchlüftet und der Ohrenschmalz wurde entfernt. Deswegen heißt mir mein Bruder Doktor. Du brauchst eine Therapiestunde, ja komm, setz dich mal in den Wagen. Richtig weggedribbelt hier. Ja, Ami hat schon recht, das wurde alles weggeblasen und jetzt höre ich sehr, sehr gut. Und die Gehirnbindungen sind auch richtig freigeblasen. Nee, ein Glück, du hättest dir damit auch die Ohren kaputt machen können. Ja, aber der Herr hat Gnade gehabt. Der hat nein. Also, klar. Ja, normaler Mensch würde die ganze Zeit Hörsturz bekommen, aber meine Wenigkeit wurde vom Herrn Jesus bewahrt. Gnade hat der Herr gehabt. Ein Glück, ein Glück. Ja, danke dem Herrn Jesus sehr dafür. Ja, okay. Das war alles klar, mein Lieber. Tschüssi. Gottes Segen, Tascha. Gottes Segen. Hallo. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wer sagt das? Möchtest du mich beleidigen oder willst du locker das Gespräch führen? Ich rede doch locker. Aber gerade eben hast du ja nicht locker geredet. Verarsch nur Leute, das ist dein Problem. Verarsch die Leute einfach. Ja, aber du musst ja wenigstens Beispiel. Verarsch die Leute einfach. Wir haben ja das Problem, ist, hör mal zu, wenn du ein wahrer Christ bist, dann benimm dich auch so. Aber hör auf, Leute zu verarschen. Es gibt so viele unwissende Leute. Kannst du mir ein Beispiel nennen? Es gibt, hör mal zu. Ja. Es gibt so viele unwissende Leute. Die fallen wegen dir aus dem Glauben raus. Verstehst du, was ich meine? Hört auf, du Scheiß. Guck mal, ich will dir nur was sagen. Hör mir mal zu. Ich will euch nur was sagen. Leute, guckt eure Bibel an. Lernt eure Bibel. Verstehst du? Und hört auf, irgendwie über den Islam zu kritisieren, wenn ihr null Ahnung habt. Joker hat dich schon zerfetzt. Digga, Joker hat dich schon zerfetzt. Hamdi hat dich schon zerfetzt. Oh mein Gott, ein Dank. Digga, die Leute, die haben dich schon alle zerfetzt. Ich danke dir, komm raus. Wen der da erwähnt, da war mir alles klar. Habt ihr es gerade gehört? Unglaublich. Ein Typ, der sich schminkt, Nagellack auf Tränen hat uns widerlegt, das muss ich mir geben. Ein dümmeren Satz nach dem anderen, den er von sich gegeben hat. Genau wie Hansi. Unglaublich. Unfassbar. Weiß ich, was ich dazu noch sagen wollte. Dass man überhaupt sowas als Top-Debattierer so erwähnen kann. Ist das nicht unangenehm und peinlich? Nochmal vorhin, das Mädel, was sie gesagt hat, habt ihr keine Angst, euch gegen den Islam zu stellen und so. Das ist ja gefährlich, die Muslime können euch was antun. Da muss man entgegen, dass wir Wiedergeborene nicht in Furcht leben. Wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern einen Geist der Liebe und der Besonnenheit. Und wie du schon sagtest, aus Liebe, 1. Johannes 4,
die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ja, genau. Wer sich noch fürchtet, ist in der Liebe noch nicht vollkommen geworden. Ja, und deswegen treibt uns, wie der Armin schon vorhin gesagt hat, die Liebe dazu, die Menschen zu erretten und das Wort Gottes zu verkündigen, auch wenn wir wissen, dass es gefährlich sein kann. Aber in allem wollen wir den Herrn Jesus vertrauen, weil er hat das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort, nicht die Menschen, die uns was antun können oder dem Amir was antun wollen oder können, sondern Gott hat das letzte Wort. Ja, Amen. Keiner kann dem Amir ein Haar krümmen, wenn Gott, der Herr Jesus, es nicht so bestimmt hat wie ihn. Keiner. Wenn der Herr Jesus es bestimmt hat, dass der Amir durch eine Erkältung oder durch eine Lungenentzündung stirbt, von der Erde geht, dann ist das so. Da kann der Amir machen, was er will. Der kann die beste Ärzte der Welt holen. Keiner kann ihn retten. Genau wie damals. Auf der anderen Seite. Ja. Willst du noch Nabil Qureshi, der berühmteste ja. Ja. Der Arm ist ja an Krebs gestorben. Ne? Da war ja, Zeit ja. Gekommen. Genau, Gott hat bestimmt, jetzt ist vorbei, jetzt musst du zu mir kommen, das war's. Und der keiner kann dir helfen. Der hat zigtausende von Muslimen aus dem Islam rausgeholt, ne? Weltweit, heftig, ne? Ja, ja. Und auf der anderen Seite, wenn der Herr bestimmt hat, dass der Amir bewahrt wird, bis er 100 Jahre alt wird und an Altersschwäche stirbt, da kann auch die ganze Welt kommen mit ihren Armeen. Das verstehen die Menschen nicht. Dass Amirs Leben in Gottes Hand ist und nicht in der Hand von einem Islamisten. Und ein Islamist, der wirklich gottesfürchtig ist, der an Gott glaubt, der muss sagen, ja, das ist richtig. Amirs Leben ist eigentlich in meiner Hand. Das ist in Gottes Hand. Gott bestimmt, wann Amir von der Welt geht. Und nicht ich. Ich muss die Waffen niederlegen und es in Gottes Hand legen. Aber so viel Glauben hat der nicht, der Islamist. Der will selber Gott spielen, weil er nicht vertraut auf Gott. Ja, heftig, ne? Der will selber bestimmen, wann Amir zu gehen hat von der Welt. Das heißt, der Islamist hat gar nicht so ein Gottesvertrauen. Der glaubt gar nicht, dass Gott das letzte Wort hat, wann ein Mensch von der Erde geht. Das ist alles nur Show. Das sind Ungläubige, diese Islamisten. Das sind alles Ungläubige. Die wollen das selber in die Hand nehmen. Die wollen selber Gott spielen. Versteht ihr? Das ist alles nur Show. Die wahren Gläubigen haben Gottesfurcht. Sie legen alles in Gottes Hand, weil sie wissen, alles, was geschieht auf der Erde, ist in Gottes Wille. Also wirst du dann nicht selber die Sache in die Hand nehmen, weil du sagst, nein, Herr, du weißt es besser. Ich könnte einen Fehler machen. Ja, der Allah gibt ihnen ja noch Belohnung dafür. Sie denken, dass sie Belohnung bekommen. Genau, hier, im Razzam. Das kam ja auch gerade in den Sinn. Ja. Die denken, ich dass sie das Gott einen Dienst erweisen, Reza. Ja, ja. Indem ja. sie euch verfolgen und nackt therapieren, Reza. Ja, genau, genau, genau. Sie denken es, aber sie haben es nicht. Warte mal kurz, ich bin gleich wieder da. Ja. Ja, also das ist heftig, ne? Diese, die Leute, die versuchen, die Christen da dementsprechend in die Ewigkeit zu schicken, die denken, dass sie Gott einen Dienst erweisen. Dabei erweisen sie nur ihrem eigenen Gelüsten einen Dienst. Das ist halt der Widersacher, der sie führt, lenkt und leitet, ne? Das ist das. Ja, möge der Jesus Christus uns bewahren. Uns bewahren, behüten und beschützen. Amen. Ach, Herr Jesus Christus, mein Herr, mein Gott. Ja, sie dienen dem Teufel, ne? Ihr habt den Teufel zum Vater. Was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun, sagt der Herr. In Johannes 8, Vers 44, ne? Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, in Fülle. Nicht den Tod. Der Jesus Christus ist gekommen, um das Leben zu schenken.
Und die sind gekommen, um den Tod zu verkündigen. Das ist Wahnsinn. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben in Fülle hier. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, Jesus. Hallo Amir. Hallo, Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, vielen Dank. Ich will auch gar nicht lange stören. Ich möchte nur sagen, ich verfolge schon seit einer gewissen Zeit deine Livestreams und deine Beiträge. Und ich möchte an dieser Stelle mal was Positives sagen und mich bedanken, dass du so mutig bist und so für das Christentum einstehst und für unseren Herrn. Und an dieser Stelle ein großes Lob und ein dickes Danke. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, meine Liebe. Er hat die Ehre und den Lob und den Dank verdient, nicht ich. Danke. Alles richtig, was du sagst. Das ist auch so. Aber trotzdem bist du auch ein Kämpfer im Namen Gottes. Und das muss man auch zu schätzen wissen. Ja, wie gesagt, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Danke für deine Worte. Danke auch für alles. Bis dahin. Okay, ciao. Ciao. Ja, wundervoll. Sowas ist auch mal wieder schön zu hören, ne? Zwischendurch ist, tut das wieder gut, ne? Was geht ab? Hallo, mein lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich habe eine Frage. Ja. Hörst du mich gut? Ich höre dich, ja. Kannst du mir erklären, also du sagst ja, Jesus ist Gott, ne? Ja. Kannst du mir erklären, warum er dann, als er am Kreuz war, sagte, mein Gott, wieso hast du mich vergessen? Oder verlassen? Wieso hast du mich verlassen? Verlassen, sorry. Er zitiert den Psalm 22. Und zwar heißt es dort im Anfang, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Somit hat er den Psalm 22, den Leidensweg des Messias, komplett erfüllt. Hast du die Bibel zur Hand? Nein. Dann merkt ihr das bitte mal. Psalm 22, die Prophezeiung über den Messias. Der Jesus Christus ist der Messias und hat die Prophezeiung aus dem Alten Testament erfüllt. Und der David hat 1000 Jahre prophetisch vorher, bevor der Jesus Christus überhaupt gelebt hat, hat er prophetisch das niedergeschrieben, den gesamten Leidensweg des Messias. Psalm 22, merkt ihr das, mein Lieber? Ich check das nicht, aber du sagst doch, er ist Gott. Also wieso redet er dann quasi zu sich selbst? Ich verstehe das nicht. Nein. Wenn er sagt, mein Gott, sagt auch mein Vater. Er nennt Gott immer seinen Vater. Eine Frage, seinen physischen Vater oder metaphorisch? Nein, das ist ein Teil der Trinität. Der Vater ist ein Teil der Trinität, der im Himmel geblieben ist, in einem unzugänglichen Licht. Und sie haben damals schon, bevor die Welt überhaupt existierte, haben sie ja miteinander kommuniziert. Der Vater mit dem Sohn, so wie der Sohn mit dem Vater. Und auf Erden ist diese Kommunikation immer noch aufrechterhalten geblieben. Somit hat der Herr Jesus Christus, als er sich untergeordnet hat, dem Vater, die Stellung eines Menschen angenommen und den Vater mit Gott angesprochen. Aber auch der Vater spricht den Sohn mit Gott an. In Hebräer Kapitel 1, Vers 1 bis 12. Das kannst du da nachlesen. Okay, also ich bin ehrlich, es macht keinen Sinn. Es ist ein bisschen kompliziert, aber wenn du die Bibel liest und das Ganze im Kontext betrachtest, wirst du merken, dass der Herr Jesus Christus, als er Mensch wurde, der war ja in Ewigkeit Gott, der Sohn Gottes, Gott der Sohn, wurde Mensch und lebte ein makelloses, heiliges, perfektes Leben als ein sündloses Wesen und hat sich dem Vater untergeordnet. Verstehst du? Okay. Er hat zu seiner göttlichen Natur eine menschliche Natur genommen, der Herr Jesus, die zwei Naturen lehren. Ja, ich verstehe es nicht. Aber guck mal, du sagst, also ist Gott allmächtig? Ist Gott unabhängig? Ja, natürlich ist Gott unabhängig. Aber wieso allmächtig hat denn Jesus Sauerstoff zum Atmen gebraucht? Ja, natürlich. Er kam ja auch als ein menschliches Wesen hierhin. Er hat sich ja selbst eingeschränkt. So sagt es der Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 6 bis 11.
Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Daher hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen steht. Und man wird seine Knie vor ihm beugen. Alle diejenigen, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind und bekennen, dass er der Herr ist, der Gott ist des Vaters. Aber Menschsein bricht das Konzept von Gott. Warum? Der Allah hat doch Körperteile. Ja, aber nicht wie wir. Ja, okay, bleiben ja trotzdem Körperteile. Der Allah hat sogar ein Lächeln. Der Allah hat lockiges Haar. Ja, aber nicht... Guck mal, woher hast du diese Aussage jetzt? Von Imam At-Tabari. Keine Ahnung, wer das ist. Ach, du kennst nicht Imam At-Tabari? Nee. Ja, das ist natürlich traurig, als ein Muslim Imam At-Tabari. Ihn kenne ich nicht. Wo kommt der nämlich, fragen darf? Das ist der Gelehrte, von dem alle ihre Tafsir nehmen. Woher kommt der? Also in welchem Land hat er studiert? Hat er in Medina, Mekka studiert oder wo hat er studiert? Der hat 800 gelebt nach Christus. 800, also 200 Jahre nach deinem Propheten. Sallallahu alaihi wasallam. Ja. Was meinst du, wie die Muslime gerade am Ende sind, wie die dir zuhören, dass du Imam At-Tabari nicht kennst? Ich kenne ihn nicht. Ich kenne viele andere Imame, aber ich kenne ihn nicht. Muss ich ihn aber das sind die Großgelehrten, mein Lieber. Das sind die Großgelehrten, die Tafsire machen. Alhamdulillah, ja, wie Ibn Kathir, At-Tabari. Aber ich kenne ihn nicht. Du kennst doch Ibn Kathir. Wie bitte? Kennst du Ibn Kathir? Glaub schon, ja. Glaubst schon? Ich glaub ja, du kennst ja gar nichts vom Islam. Du weißt ja gar nichts. Du musst erstmal sitzen und lernen einfach erstmal, ABC. Ich muss ja noch viel lernen, ich bin ja noch jung, ich muss viel lernen. Ja, dann frag Amir und der wird dich belehren, der wird dir alles zeigen. Nee, ich habe ihn gerade gefragt wegen Jesus, ich glaube ja auch an Jesus, ne, weil als Propheten. Und das macht keinen Sinn. Nein, du musst über den Islam von Amir lernen, der muss dir das erklären lassen. Amir, du warst doch Schia, oder nicht? Nein. Aber du bist doch Iraner, dachte ich. Ja, und was hat das denn damit zu tun? Gibt es keine iranischen Sunniten oder was? Du bist Iraner. Schon ein paar, aber die meisten sind halt Schia, das weißt du doch. Ja, also, du siehst, dass ich mich für die sunnitische Richtung entschieden habe und mich damit auseinandergesetzt habe. Kennst du Algier? Hör auf jetzt mit dem. Bist du mit mir hier über gewisse theologische Dinge zu sprechen? Nee, weil ich habe halt von ihm was gehört, was du meintest früher, also früher, was er meinte, so vor, keine Ahnung, wie lange das her ist. Das hat sich nicht gut angehört, was er meinte. Aha. Aber guck mal, wenn Jesus Gott ist, ne? Moses konnte das Meer spalten. Wieso ist denn er nicht Gott? Meer spalten. Moses hat das mit der Kraft des Herrn getan. Moses, ja genau. Der Herr hat Mose Befehl gegeben, direkt. Mose, strecke deine Hand aus. Mach es. Der Herr hat das gemacht, nicht Mose. Aber bei Herrn Jesus, der hat das selber von alleine gemacht. Ohne dass der Gott sagt, mach es jetzt, Jesus. Jetzt mach den Toten auferwecken. Nein. Steh auf und er sagt, der Sohn des Menschen vergibt Sünden, wem er will. Verstehst du? Der Herr hat Vollmacht, weil er Gott auf Erden ist. Das ist der Unterschied zwischen Mose und Jesus. Macht keinen Sinn. Guck mal, ich will wirklich, Du hast doch gerade beantwortet bekommen, deine Frage. Wie bitte? Du hast doch deine Frage gerade beantwortet bekommen. Gott hat dem Mose gesagt, strecke deine Hand aus über das Meer. Aber das hat der Gott bei Jesus nicht gemacht. Jesus hat von alleine alles gemacht. Ohne dass Gott zu ihm sagt, strecke deine Hand aus über den Toten und weck ihn auf. Nein, der Jesus hat zum Toten gesagt, steh auf. Wie viel verfälscht wurde? Jetzt schon wieder Thema wechseln. Das heißt, der hört gar nicht so auf die Antworten. Das macht keinen Sinn für mich. Das macht keinen Sinn. Deswegen. Also willst du Fragen stellen und keine Antworten darauf? Die Antwort habe ich schon. Du meintest, Gott meint zu Jesus, strecke deine Hand aus. Gott hat Jesus gesagt, strecke deine Hand aus. Das hast du verstanden aus meiner Antwort. Was meinst du doch, oder nicht? Warum bist du nicht in der Lage, eine Minute zuzuhören? Das ist ja Wahnsinn, ey. Was macht keinen Sinn für mich. Ich finde, okay, Sinn. Ich danke dir. Nur einen Satz in deinem Leben. Das macht keinen Sinn. Nur einen Satz. Alles andere geht nicht. Das macht keinen Sinn. Besser, Ja. Du hast eine katastrophale Ton. Thank you.
Danke. Ja, das ist so traurig, ne? Man redet mit denen, man erklärt ihnen das vernünftig, ruhig, ne, dass der Jesus Christus, als er in seiner göttlichen Gestalt war, die Gestalt eines Menschen annahm, ne, ist nicht wie ein Raub festgelegt, Gott gleich zu sein, sondern er kam als ein menschliches Wesen hier auf diese Erde und hat sich selber eingeschränkt und hat zu seiner göttlichen Natur eine menschliche Natur genommen. Das wollen die halt nicht raffen. Das ist so traurig, ne? Das ist einfach so traurig. Ohne Idiot und kein Islam. Der Cosinus, ey. Der kommt mit Sprüchen um die Ecke, ist unglaublich, ey. Ohne Idiot und kein Islam. Iko Haram! Haram, Iko über 10! Iko ist Haram über 10! Ja, das ist ein komplexes Thema, ne? Die Gottheit ist ja nicht. Du versuchst mit deinem begrenzten Verstand ein unbegrenztes Wesen zu erklären. Ja, versuch, dann mach das mal, so gut es geht. Das scheitert ja jeder. Du kannst also nur staunen über Gott und sein Wesen. Das ist das, was die Leute ja nicht verstehen. Ja, unfassbar. Ja, Monet ist wieder da. Monet. Grüß dich, mein Lieber. Grüß dich, Moin, wie geht's dir? Alles Beste bei dir? Ja, auch. Freut mich. Guck mal, ich habe da jetzt die ganze Zeit mit zugehört. Und ich wollte sagen, ein Attribut Gottes ist doch Vollkommenheit, oder nicht? Ja, wieso ist denn Allah nicht vollkommen und hat eine Ziege aufhalten können? Nee, ich habe dich gefragt, ein Attribut Gottes ist doch Vollkommenheit, oder nicht? Ja, sag ich doch, du glaubst ja auch an Gott, oder nicht? Ja, natürlich. Ich glaube an Allah. Ja, also, wieso konnte er nicht in seiner Vollkommenheit, in seiner Allmacht eine Ziege aufhalten? Gehört es zur Vollkommenheit des Vernichtens von seiner Schöpfung? Ja, der hat sich doch erniedrigen lassen von seinen Geschöpfen, von einer Ziege. Ist das nicht erniedrigend für Gott, dass eine Ziege kommt? Ja, ich rede von deinem Gott. Ist das nicht ein Wahnsinn? Ist das nicht eine Erniedrigung Allahs, dass eine Ziege in dem Zimmer... Monel! Ist das nicht eine Erniedrigung seitens Allah, dass er zulässt, dass eine Ziege seine Worte frisst? Ist das Allmacht von Allah? Ja, was soll das jetzt heißen? Ich verstehe nicht, was du gerade von dir gibst. Ja, Allah ist doch allmächtig laut deiner Logik. Ja, wo war denn Allahs Allmacht, um eine Ziege aufzuhalten, die gerade seine Koranverse am Fressen ist? Ja. Ja, was genauso kann eine Ziege eine Bibel auffressen. Was ist das jetzt für ein Argument? Hä? Ja, genau. Und dann sagt dir das Allah, dass eine Ziege ihn überwältigt hat. Aber bei uns gibt es ja so einen Blödsinn nicht. Ich habe dich doch einfach nur gefragt, gehört es zur Vollkommenheit, sich von seiner Schöpfung erniedrigen zu lassen? Ich habe dich genauso gefragt. Ist das nicht eine Erniedrigung und stellt seine Vollkommenheit in Frage, Moni? Ja, ist das eine Erniedrigung? Das ist eine Erniedrigung seitens Allah. Der ist nicht allmächtig genug, eine Ziege aufzuhalten, die seine Wörter am Fressen ist, Moni. Das musst du dir mal geben. Amir, ich habe dich doch gefragt, gehört es zur Vollkommenheit? Ja, Moni, er ist noch nicht mal in der Lage, Menschen aufzuhalten, die gerade sein Wort verfälschen. Jesus hängt am Kreuz, sagt, oh Vater, warum hast du mich verlassen. Jesus okay, ich danke dir, Moni. Ja, super, schmeiß mich raus. Ich danke dir. Kann ja nicht normal sein. Der redet von einer Vollkommenheit. Ja, genau. Allahs Vollkommenheit, Allmacht ist dahin. Und er seinen eigenen Gott weggeboxt. Reza. Ja, aber er will einen Gott, der so MMA macht und so sich nicht runterbuttern lässt. Und sagt, ey, was guckst du? So ein stolzer, weißt du, so ein Typ, der sich nicht runterbuttern lässt. So ein Khabib Nurmagomedov. Ja, so, ey, was guckst du? Ey. Das ist für ihn so Macht und Stärke und so ein Gott. Aber ein Gott, der Liebe, der bereit ist, alles für dich hinzugeben, alles zu opfern für dich. An so einen Gott will er nicht glauben. Ja, traurig. Das ist, wenn du aber sagst, was ist, wenn dein Kind irgendwo angegriffen wird? Sag mal, du bist mit deinem Kind unterwegs, ja, lieber Muslim. Und dein Kind wird angegriffen und die paar Leute nehmen dein Kind in Gewahrsam und sagen so, entweder du gehst auf die Knie und lässt dich von uns anspucken oder wir töten dein Kind. Was würde ein liebevoller Vater tun? Sofort sein Leben geben.
Ja, und ja. sich anspucken lassen, ja oder nein? Um das Leben des Kindes zu retten. Diese Erniedrigung aus Liebe verstehe ich. Ja, verstehen vieles nicht, aber ist egal. Amir, du bist doch nicht mal in der Lage, auf eine normale Frage zu antworten. Was? Dachte, du bist nicht mal in der Lage, auf eine normale Frage zu antworten, die dir Munja gestellt hat. Du konntest das immer mit Gegenfragen. Warum? Der glaubt doch an Gott. Ihr stellt also die Vollkommenheit Gottes in Frage, obwohl wir sagen, dass Gott sich selber entäußert hat und die Gestalt eines Knechtes annahm. In seiner göttlichen Form kann er natürlich das machen. Klar, der ist allmächtig in seiner göttlichen Form. Aber wenn er sich selber einschränkt und als ein menschliches Wesen auf die Erde kommt, dann siehst du, dass diese Einschränkung... Das war nicht seine Frage. Warum hast du denn nicht einfach ganz normal auf seine Frage geantwortet? Das war Habe ich doch geantwortet. Du siehst doch. Wenn das ein Punkt ist, um Gott abzulehnen, dann muss er Allah ablehnen. Habe ich doch gegen argumentiert. Wenn das also ein Punkt ist, jemanden als Gott nicht mal zu akzeptieren, dann muss er Allah ablehnen. Allah lässt sich von seiner Schöpfung schlagen, Allah lässt sich von einer Ziege schlagen, Allah lügt in den Koran. Was ist das bitte? Gehört das zur Vollkommenheit Gottes oder was? Ja, genau so habe ich gedacht. Das hat er dich ja gar nicht gefragt. Aber der meinte, es ging um die Vollkommenheit Gottes. Stellt das nicht die Vollkommenheit und die Allmacht Gott Allahs in Frage? Es ging um die Vollkommenheit Jesus. Und darauf konntest du nicht antworten. Schau was? Mal, du antwortest nur auf die Fragen, wo du drauf Bock hast. Ja? Und Fragen, ich antworte auf alles, was ich kann. Das ist gar kein Problem. Jeder kann hier reinkommen und seinen Unsinn hier vorbringen. Du weißt aber, dass der Islam dein Leben bestimmt, ja? Weil du stehst morgens auf. Der Islam bestimmt überhaupt nicht irgendetwas. Der Islam bestimmt nur durch Lügen etwas. Und würden die Muslime aufhören zu lügen, würde es den Islam ja morgen nicht geben. Islam without lies dies. Hast du das? Schau mal, ich lass dich ausreden, lass mich auch ausreden. Schau mal, du stehst morgens früh auf um 8 Uhr, denkst an den Islam. Du gehst arbeiten, denkst an den Islam. Du gehst schlafen, denkst an den Islam. Du. Ich bin wie Allah. Ich bin wie dein Gott. Der denkt nur die ganze Zeit in jedem zweiten Satz an die Christen und an die Bibel und dass sie verfälscht wäre, dass die Christen so sind. Genau wie dein Gott. Der Koran wurde in 1400 Jahren nicht einmal umgeschrieben. Nicht wie die Bibel und das Alte und Neue Testament. Ihr habt 31 verschiedene Qiraat. Das heißt Versionen des Korans, Mann. Welche hat denn jetzt Allah offenbart, Mann? Ja, ja. Du bist der Spezialist. Das Einzige, was du machen kannst, das ist das passiert, wenn du dich nicht damit auseinandersetzt. Du versuchst dich immer auszureden. Der Islam ist gerade am Auseinanderfliegen. Raffst du das nicht? Das Internet war die größte Waffe gegen den Islam. Ja, Mann, der Islam wird für immer auf der Welt bleiben und zu der Welt gehören. Das wird niemals irgendwie... Ne? Ist der Islam... Der Islam wurde entlarvt, das war's. Der Islam ist Geschichte eigentlich. Wir müssen nur noch ganz viele Muslime erreichen und durch solche Plattformen wie TikTok, YouTube und so können wir noch ganz viele erreichen und sie aufklären über diese Lüge. Ja, der Allah spricht in fast jedem zweiten Seite des Korans über die Juden, Christen, dass sie zur Hölle fahren, dies, Beleidigungen und, und. Und wenn ich dann dagegen wirke und mein Leben hier einsetze, damit die Leute erfahren, dass Allahs Religion nicht die Wahrheit ist, dass Allah nicht Gott ist, dass Mohammed niemals ein Prophet ist. Ja. So sieht's aus. Oh, danke schön. Danke dir, Cousin. Ja, das ist heftig, ne? Wir wissen ja ganz genau, dass Mohammed noch nicht mal existiert hat. Die Muslime können noch nicht mal beweisen, dass Mohammed wahrhaftig existiert hat. Denn es gibt viel zu erdrückende Beweise für seine Nicht-Existenz. Das ist das Kranke. Und wenn jemand auf einmal kommt und sagt, Jesus Christus hat nicht gelebt, nein, wir haben historische Beweise, dass er historisch bezeugt wurde. Aber Mohammed wurde niemals historisch bezeugt. Das ist das Problem. Das ist das große Problem, was wir haben. Und deswegen hören wir uns das jetzt mal an. Folgendes. Achtung. Mohammed hat niemals existiert.
Laut den Schiiten der einzige rechtmäßige Erbe Mohammeds. Die Zeit von 624 bis 691 wird die Zeit der rechtgeleiteten Kalifen genannt. Diese 40 Jahre, das ist der Anfang des Islams, die goldene Zeit des Islams. Das ist der klassische Bericht. Ich habe euch den Überblick gegeben und ich hätte viel mehr Dinge erwähnen können, aber das haben uns Muslime 1400 Jahre lang erzählt. Oh, nicht 1400 Jahre. Ich korrigiere mich. 1200 Jahre. Warum sage ich das? Kennt jemand einen anderen Bericht? Das wurde einem beigebracht, stimmt's? Das wird euch in der Schule beigebracht. Das wird allen Muslimen beigebracht. Und in jeder Schule findet sich dieser klassische Bericht. Und es gab keinen Grund, das anzuzweifeln, denn eine andere Geschichte kannten wir nicht. Aber schaut euch an, von wem wir diesen Bericht bekommen. Die meisten von euch wissen vielleicht nicht, dass das meiste, was wir über Mohammed wissen, in der Biografie Mohammeds, genannt Sirat Rasul Allah, niedergeschrieben wurde. Ja genau, jetzt müssen wir mal schauen in der Sira und in der Geschichte von Mohammed. Die erste Person, die es niedergeschrieben hat, war Ibn Ishaq. To write it down is Ibn Ishaq. And you can see up there on there. Let me just get this thing working. I hope I can get it. Da ist Ibn Ishaq. Schaut auf seine Jahreszahl. That's das Jahr 765. Erst im Jahr 765 wurde die erste Biografie über Mohammed niedergeschrieben. Er starb im 100 Jahre nach Mohammeds Leben wurde die erste Biografie von Mohammed überhaupt geschrieben. Schau dir das mal an. Jahr 632. Seht ihr das Problem? Die ersten Aussagen des Propheten, also die Hadithe, das ist enormes Material, 600.000 Hadithe, und sie wurden einem Mann namens Al-Bukhari gegeben. Al-Bukhari. Guys, right here. Und Al-Bukhari stirbt im Jahr 870. 870. Die ersten Hadithe werden von ihm niedergeschrieben. Oh, wartet, habe ich gesagt, dass Ibn Ishaq als erstes seine Biografie schreibt? Das ist wahr, aber wir haben nichts von Ibn Ishaqs Material. Wir stützen uns auf Ibn Hisham, 833. Er war ein Schüler von Ibn Ishaq und aus dem, was... Heftig, ne? Der Ibn Ishaq hat die erste Biografie geschrieben und dann sein Schüler Ibn Hisham hat das weiter fortgeführt. Jetzt pass mal auf, was passiert ist. Hör mal her. Ishaq ihm gab, nahm er das raus, was er nicht mochte und ließ drin, was er mochte. Der Ibn Hisham hat einfach auch nochmal ausgefiltert. Was meint ihr, was, wenn wir die wahre Geschichte noch wissen würden, was sich in Sirat Rasul befand? Der Ibn Hisham hat da drauf geguckt, hat sich gedacht, ach du Heilige, wenn das das Leben eines Menschen ist, dann bist du kein Mensch mehr. Und hat er auch nochmal rausgefiltert. Genau wie Imam Bukhari, 600.000 Hadithe gefiltert. Wahnsinn! Wir von Mohammed wissen, kommt von Hisham. Das Datum ist 833 und Mohammed starb im Jahr 632. Seht ihr das Problem? Bukhari wirft ebenfalls aus den 600.000 Aussagen das raus, was er nicht mag, und behält nur 7.397. Er wirft also 89% raus, behält nur 2%. Das sind die 2% behält er nur von den Hadithen. Wisst ihr, was das für eine Katastrophe ist? Das ist so heftig. Ende von Bukhari. Aber das geschieht im Jahr 870, 240 Jahre später. Sprechen wir über den Tafsir. Um den Koran zu verstehen, braucht man Kommentare. Und diese wurden zuerst von Al-Tabari niedergeschrieben. Das war da ist das Al-Tabari. 23. Der erste Tafsir, der geschrieben wurde, der von Al-Tabari, wurde im 10. Jahrhundert geschrieben. So, rücken wir das mal ins rechte Licht. Alles, was wir über Mohammed wissen, über sein Leben, so wie der Islam begann, wird erst zu diesem späteren Zeitpunkt geschrieben. 200 bis 300 Jahre später. Beunruhigt euch das? Das sollte euch alle beunruhigen. 200 Jahre. Und was geschah? Warum brauchte man 200 Jahre, um seine Geschichte niederzuschreiben? Warum brauchte man 240 Jahre, um seine Aussagen aufzuschreiben? Und von wo haben sie es genommen? Keiner von diesen Leuten kannte Mohammed persönlich. Bukhari. Genau. Weder Bukhari kannte Mohammed, weder Tabari kannte Mohammed, weder Ibn Ishaq kannte Mohammed, niemand kannte Mohammed. Guck dir das mal an.
Von Bukaristan, das liegt im heutigen Irak. Tabari von Tabaristan, das liegt im heutigen Iran. Diese Leute lebten hunderte Jahre später und hunderte Kilometer weit weg. Worauf haben sie sich gestützt? Worauf denn? Sie stützten sich auf sogenannte mündliche Überlieferungen. Schauen wir uns Jesus an. Und da geht die Katastrophe los, so mündliche Überlieferung. Er hat es von dem gehört, der das und das gesagt hat, dass Mohammed am Ende sowas gesagt hat. Stille Post spielen, das ist islamische Religion. Stille Post. Ja, okay, der hat es von dem gehört, dass wir das gehört haben, dass der und der das gesagt hat, dass der und der dies gesagt hat, dass Mohammed das gesagt hat. Darauf basiert der ganze Islam. Das ist absolut krass. Sowas vertrauen die Muslime ihre Seele an. Das ist das Krasse, Mann. Wir haben 4 Biografien über Jesus. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Wir wissen, dass 3 von ihnen innerhalb von 40 bis 50 Jahre nach seinem Tod geschrieben wurden. Johannes wurde etwa 60 Jahre später geschrieben. Aber wir wissen, dass Johannes ein Augenzeuge von den Geschehnissen in seinem Text war. So sieht's aus. Johannes war ein Augenzeuge. Ein Augenzeuge, der mit Jesus Christus gewandelt ist, alles gesehen hat, mit dem Herrn gegangen ist, mit dem Herrn gegessen hat, alles. Und hat alles aufgeschrieben, der Johannes. Matthäus war auch ein Augenzeuge und Markus und Lukas erhielten Material von Augen. Matthäus war ja der Zöllner, hat alles den Herrn Jesus Christus gesehen. Wir haben also 4 Zeugnisse, 4 Biografien über Jesus Christus geschrieben, entweder von denen, die zusammen mit Jesus gewesen waren, oder sie erhielten Material von Leuten, die zusammen mit Jesus gewesen waren. Wir wissen, dass das gesamte Neue Testament im 1. Jahrhundert fertiggestellt wurde. Seht ihr den Unterschied? Wir stützen uns auf... Das gesamte Neue Testament war innerhalb von 100 Jahren abgeschlossen. Guck hier. 30 bis 40 Jahre von mündlicher Überlieferung. Und diese 30 bis 40 Jahre von mündlicher Überlieferung ist bei uns. Guck mal hier. Stützen sich auch auf die Augenzeugen, die es auch schrieben. Ja. Der Islam stützt sich auf 200 bis 300 Jahre mündlicher Überlieferung. Seht ihr das Problem? Wenn wir das Gleiche über Jesus Christus sagen müssten, was der Islam jetzt über seinen Propheten herausfindet, dann hätten wir keine christlichen Quellen über Jesus bis zum 3. Jahrhundert. Könnt ihr euch vorstellen, wie irgendjemand mit Autorität über Jesus sprechen könnte, wenn unser Material über ihn aus dem 3. Jahrhundert stammen würde? Wir würden nicht... Das ist krank, ne? Stell dir mal vor, wir sagen, ja, wir haben nur Material aus dem 3. Jahrhundert, also 300 Jahre nach Jesus Christus, die uns etwas über Jesus erzählen. Das wäre krank, das wäre Wahnsinn. Wir wissen, wer Jesus war. Und warum sollten wir dem vertrauen? Und doch haben Muslime das nicht anerkannt. Die westliche Welt, mehrheitlich säkuläre Gelehrte, stellen jetzt 2 Fragen und kommen zu 2 Hypothesen. Entweder existierte der Islam, den wir kennen, nicht im 7. Jahrhundert, sondern entwickelte sich über 200 bis 300 Jahre. Und der Koran wurde vermutlich nicht einem Mann innerhalb von 22 Jahren offenbart, sondern er entwickelte sich über 50 bis 100 Jahre. Ihr Fazit, die Geschichte des Islams aus der Zeit von Abd al-Malik, er regierte von 685 bis 705 und davor ist eine spätere Erfindung. Das ist eine schwerwiegende Aussage, aber heute Abend werden wir das beweisen. Wir werden zeigen, warum das so schädigt und was wir momentan... Sie haben herausgefunden, dass die erste arabische Inschrift, die auf Mohammed verweist, erst im Jahr 691 auftaucht. Bis zum Jahr. Das erste Mal, als der Name Mohammeds auftaucht, ist 691, Leute, in einer arabischen Inschrift. 691, datiert auf 691. Pass mal auf. Mohammed hat aber 630 gelebt. Guck mal hier.
Also 691 hört man nichts über Mohammed in muslimischen Quellen. Mohammed starb im Jahr 632. Ja. Es dauert 60 Jahre, bis irgendein Araber seinen Namen nennt. Das ist merkwürdig. Ebenso findet sich keine Erwähnung von den Muslimen bis zum Jahr 690. Es überhaupt keine Erwähnung von Leuten namens Muslime bis zum Jahr 690. Wer beherrscht denn die arabische Welt in 690? Abdelmalik. Abdelmalik kam an die Macht im Jahr 685 und bis zum Jahr 705 herrschte er. Er war es, der Mohammeds Namen einführte. Er war es, der den Namen Muslime einführte. Wie nannten sich die Leute selbst, die all diese Städte eroberten? Sie nannten sich Sarazenen, Hagarene, Ismailiten. Sie nannten sich selbst Muhajiruns. Sarazene ist ein Name für Araber. Die Ismailiten und die Hagarene, das sind die Erblinge. Sie schauten zurück zu Abraham durch Ismael und Hagar. Die Magaraiten, das ist der Ort, von woher sie stammten. Und die Muhajirunen sind diejenigen, die im Exodus leben, die Umherziehenden, die Nomaden. So betiteln sie sich also selbst. Und in allen Dokumenten aus dem 7. Jahrhundert sind es diese Namen, die sie sich selbst geben. Nicht einmal finden wir irgendeine Erwähnung von Leuten namens Muslime bis 690. Das ist problematisch. Bis zum Jahr 691 findet sich keine Erwähnung von einer Religion namens Islam. Der Name wird das erste Mal auf dem Felsendom in Jerusalem erwähnt. Dort finden wir die erste Erwähnung von Mohammed als Propheten. Es wird von Abdulmalik im Jahr 691 eingeführt. Bis zum Jahr 691 wird Mohammed überhaupt nicht erwähnt. Muslime werden nicht erwähnt oder die Religion des Islams wird überhaupt nicht erwähnt. Erst 60 Jahre nach Mohammed. Jetzt kommt der heftigste Teil. Vor 741 gibt es keine Erwähnung von der Stadt Mekka. Mohammed starb im Jahr 632. Und vor 833 gibt es keine Biografie von Mohammed. Laut den Schiiten. Der Islam ist einfach eine erfundene Religion. Das ist so krank. Mohammed hat nie existiert. Deswegen hat der Robert Spencer seinen Bestseller rausgehauen. In der amerikanischen Welt. Did Mohammed ever exist? Hat Mohammed überhaupt gelebt? Er hat absolute krasse Beweise gebracht. Mohammed hat nie existiert. Und die Muslime folgen einer Religion, in der dieser Religionsführer nie existiert hat. Deswegen siehst du auch diesen Sven Mohammed Kalisch. Hier, guck mal, der Typ. Hier. Mohammed hat nie existiert. Sven Mohammed Kalisch. Mohammed hat nie existiert, Sven Mohammed Kalich. Das ist so krass. Ich tendiere eher dazu, dass Mohammed nicht existiert hat. Man kann weder das eine noch das andere beweisen. Islamwissenschaftler! Islamprofessor! Stattbaren Preisen. Schon ab 15 Euro Anzahlung pro Person. Viele kostenlos stornierbare Angebote. Der Prophet Mohammed hat nicht existiert und der Koran ist nicht das Wort Gottes. Diese provokanten Thesen vertritt unser heutiger Gast im Forum am Freitag, der Islamwissenschaftler Sven Mohammed Kalisch. Was? Sven Mohammed Kalisch ist zum Islam konvertiert und Professor für islamische Theologie am Zentrum für religiöse Studien in Münster, dem deutschlandweit einzigen Institut für die Religion des Islam. Mit Sven Mohammed Kalisch spreche ich heute in Münster über seine umstrittenen Thesen. Herr Kalisch, Sie behaupten, der Prophet Mohammed existiere nicht und der Koran sei nicht das Wort Gottes. Wie kommen Sie zu diesen Thesen? Meine These ist sehr viel präziser formuliert. Ich sage, es ist weder die Existenz noch die Nicht-Existenz beweisbar. Ich persönlich habe eine gewisse Tendenz zur Nicht-Existenz. Aber was der selber hat eine persönliche Tendenz, dass Mohammed nie existiert hat. Das ist auch so. Das ist auch so. Es gibt keine historischen Beweise. Und die sogenannten historischen Beweise werfen sehr viele Fragen auf, sehr viele Ungereimtheiten. Dass der Name Mohammeds erstmal 691 irgendwo in einer Inschrift verzeichnet war. Wahnsinn, ne? Und er ist 630 gestorben. Also vor 691 hat man nie von Mohammed gehört. Das ist ja der Wahnsinn. Abdulmalik hat diesen Namen eingeführt. Wahnsinn, ne? Absolut krank, ne?
wenn die Muslime sich nur einmal damit auseinandersetzen würden, wir hätten dieses Riesenproblem nicht mehr. Wir hätten dieses Riesenproblem des Wahnsinns, was die jeden Tag praktizieren, hätten wir nicht mehr. Derzeitige Faktenlage angeht, meine ich, dass man weder das eine noch das andere wirklich beweisen kann. Es gibt viele offene Fragen, über die man ergebnisoffen diskutieren muss. Aber ich glaube, beide klaren Aussagen, er hat eindeutig gelebt oder er hat eindeutig nicht gelebt, kann man meines Erachtens nicht fällen. Das ist meine Position in dieser Frage. Und was den zweiten Punkt angeht, ich bin in der Tat der Auffassung, dass der Koran nicht das Wort Gottes ist, in dem Sinne, wie die traditionelle islamische Theologie sich das vorstellt, dass Gott also in einer Verbalinspiration direkt einen Text weitergegeben hat. Sie zweifeln Glaubensgrundsätze an, an die fast alle Muslime weltweit glauben. Sind Sie sich des Tabubruchs? Ja, das ist so heftig. Wie kann man dieser Religion überhaupt folgen? Das ist so krank. Amir, dieser Abd al-Malik, der hat auch den Koran zu seinem Gunsten umgeschrieben. Das können wir auch beweisen. Weißt du das? Ja, ich weiß. Heftig, ne? Ja, sonst hätte ich das mal gezeigt. Ich bin gerade auf Arbeit, aber ich habe dir zugehört. Die Muslime haben noch nicht mal den osmanischen Koran in der Hand. Und das sagt uns Al-Jazari, ein riesen Monstergelehrter. In Shamela.com habe ich das gefunden. Heftig. Ja. Wahnsinn. In Sure 57, Vers 7... Stand mal das Wort Gott fürchten. Und der Abd al-Malik hat das in Spenden geben umgeschrieben. Das war eine seiner Veränderungen. Ja. Ich kann das beweisen, dass er an 5, 6 Stellen den Koran zu seinem Gunsten sogar umgeschrieben hat. Siehst du? Und dann sagen die Muslime, der Koran ist bewahrt worden. Punkt für Punkt. Na, niemals. Niemals. Das sind hier, ich hab sogar Lügner. Betrüger und Heuchler, die man kaum nur finden wird, nur bei denen. Unfassbar. Ja. Und der Abd al-Malik, der hat 1000 Alefs von sich aus sogar zu dem Koran hinzugefügt. Heftig, ne? 1000. Das hat Arthur Jeffrey, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Arthur Jeffrey, Buch geschrieben, was. Genau, ich sag dir mal diesen, der hat ein Buch, Kitab al-Masif bei Arthur Jeffrey. Materials for the History of the Text of the Quran. The Old Qadis. 1937 hat er das geschrieben. Auf Seite 117 und 118 hat er explizit anhand der Untersuchung sogar damals schon Abd al-Malik sogar erwähnt, dass er 1000 Alefs und Suren umgeschrieben hat zu seinem Gunsten, weil er Geld gebraucht hat. Wir können das sogar beweisen, ja. Ja, da siehst du mal. Da siehst du mal, was er Das ist interessant, dass du Abd al-Malik erwähnst hier. Ich habe sogar geschrieben über ihn hier. Wenn ich beim Autofahren debattiere, der Kalif Abd al-Malik. Ich habe sogar noch über ihn alles gesammelt, was zu finden ist. Hier, der Kalif Abd al-Malik und der Koran. Guck mal hier, in Sure 57 änderte er das Wort Wotaku, Gott fürchten, zu Spenden geben. Da habe ich Quelle 81. Ne, kann sich jeder screenshotten. Ihr könnt euch alles, was ich hier habe, könnt ihr euch als PDF kostenlos runterladen, Leute. Ihr müsst halt nur forschen, ne? Ja, hier. Ja, wenn die Quelle 81. Wird die Wahrheit auch finden. Genau. Hier, Kitab al-Masahif, Arthur Jeffrey, Materials for the Old Qadis, 1937. Ja. Er hat den Koran vernichtet mit Abd al-Malik. 1000 Alefs. Von sich aus, ja, ohne Berechtigung. Heftig. Was meinst du, wie viele Muslime weltweit den Islam verlassen? Das ist so krass. Ja, ja, aber guck mal, du und ich, wir können ja kein Arabisch, wir kratzen ja an der Oberfläche. Ja. Ja. Ich höre ja immer diesen Streams von. Das reicht schon vollkommen aus, 100%. Ja. Ja. Gleichzeitig liest er viele Passagen aus dem Koran al-Kindi berichten. Dennoch nach Osman Reviews folgten die Ausgabe von Hajjaj bin Yusuf, der einzelne Kopien sammelte, die er nun konnte und bewirkte, dass viele Passagen vom Text ausgelassen wurden. Unter diesen, sagen sie, waren offenbarte Verse in Bezug auf das Haus der Umayyah mit Namen bestimmter Personen sowie auf das Haus des Abbas ebenso mit Namen. Das sind zum Beispiel alles Sachen, die Abd al-Malik rausgenommen hat.
Ja. Aus Offenbarung. Ja. Das hat der Afra Jeffrey alles herausgefunden. 1937 schon. Aber wir wissen davon nichts. Weil bestimmte Kräfte auf der Welt halt den Islam haben wollen. Sonst wären die Bücher heute im Fernsehen. Ja. Das ist so traurig, ja. Heftig. Weißt du, was Abd al-Malik noch gesagt hat? Ja. Abd al-Malik, ich habe ein Zitat. Ich fürchte mich davor, im Monat Ramadan zu sterben. In diesem wurde ich geboren, in diesem wurde ich gesäugt. Ich habe den Koran zusammengetragen und in diesem wurde ich zum Kalifen gewählt. Abd al-Malik sagt, ich habe den Koran zusammengetragen. Das ist ein berühmtes Zitat von ihm. Ja, berühmtes Zitat von ihm. Deswegen ist ja der Uthman-Koran ja auch verschwunden, weil Abd al-Malik hat ja praktisch Renaissance von dem Koran gemacht, nochmal ein bisschen hier und da was verändert zu seinem Gunsten. Heftig, das ist einfach so traurig, die gesamte Geschichte des Islams. Ne? Ja, wenn wir nur einmal die Wahrheit erfahren würden. Ja gut, die Schiiten, Koran verfälscht ist. Ne? Genau, 6 Kopien von dem revidierten Text wurden folglich nach Ägypten, Syrien, Medina, Mekka und Kufa und Basra geschickt. Alle anderen wurden vernichtet. Also, guck mal, Abu Bakr schreibt einen Koran, Omar vernichtet den Koran, schreibt seinen eigenen. Uthman vernichtet den Koran von Omar, schreibt seinen eigenen. Der Uthman-Koran schafft es bis zu Abd al-Malik. Abd al-Malik vernichtet den Koran, schreibt seinen eigenen, macht seinen berühmten Zitat. Ja. Aber auch der Koran von Abd al-Malik ist in der Historie verschwunden. Ja. Das, was sie haben, ist einfach nur die Rezitation nach Hafs. Heftig, ne? Ja. Das ist so traurig, so traurig. Und wer ist Hafs? Ein Lügner und ein Betrüger. Heftig. Ein Lügner und ein Betrüger hat den Koran für die Muslime überliefert. Das kannst du keinem erzählen. Daif, der Koran ist Daif. Und was hat Mohammed gesagt? Mohammed hat gesagt, wer nur eine Lüge über mich erdichtet, der landet in der Hölle. Platz ist Hölle, ja genau. Also die Muslime danach, vertrauen einem Mann, der über Mohammed Lügengeschichten erzählt hat und von ihm haben sie ihren Koran. Ja, sehr schön. Guck mal, danach ließ er alle vorherigen Kopien vernichten, so wie Osman es vor ihm tat. Die Feindseligkeiten zwischen Ali und Abu Bakr sowie Omar und Osman sind wohl bekannt. Nun jeder von ihnen fügte das für ihn bevorzugte mit ihrer Forderung hinzu und ließ andererseits etwas aus. Wie können wir jetzt zwischen dem Echten und der Fälschung unterscheiden? Und was ist mit den Verlusten, der Hajjaj verursachte? Ja. Jetzt verstehen wir auch Dr. Yasser Qadis Aussage, als er sagte, diese Dinge sollte man niemals in der Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit darüber breittreten, was wir in unseren Schriften haben. Der Moslem soll einfach glauben, dass es das Wort Gottes und dass es bewahrt wurde. Und dann sagte der weiter, in dem Interview mit Mohammed Hijab, sagte der, dräng mich nicht dazu, dieses Thema aufzumachen, denn er hatte sehr große Zweifel, als er den Islam studiert hat, dass diese Ungereimtheiten dort entstanden sind. Er hat ein riesengroßes Problem selber damit gehabt. Weißt du, was noch dieser Afra Jeffrey geschrieben hat, was sehr, sehr interessant ist? Er schreibt einfach, dass sie abrogierte Verse im Koran haben, aber nicht alle abrogierten. Und er schreibt, warum? Wenn ich ein Buch ordentlich zusammenstelle, entweder nehme ich alle abrogierten Verse rein oder ich nehme keine abrogierten Verse rein. Warum haben sie ein paar abrogierte reingenommen, hunderte abrogierte nicht mit reingenommen oder wussten sie einfach nicht mehr, was abrogiert ist und nicht und haben ihre Widersprüche durch die Abrogation erklärt? Ja. Heftig. Na, entweder ganz oder gar nicht. Wer hat denn entschieden, dass die Mutter reinkommt, abrogiert ist, aber der Abrogationsvers nicht mit reinkommt? Warum wurde da so? Na, keiner kann dir das erklären. Das ist ein sehr starkes Buch. Also ich habe das ja gelesen. Okay, Urban, Gott segne. Ja, danke. Ja, Gott segne. Danke, dass du mich hochgebracht hast. Assalamu alaikum an meine Brüder und Schwestern im Islam. Also, Ex-Muslim. Ja, du bist Christ oder was bist du denn?
Hey, das ist gut. Danke, dass du dabei warst. Danke für Kamelurin. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für Kamelurin. Dankeschön. Dankeschön für Kamelurin. Faris, bitte nicht nerven, Faris, komm. Ich habe keinen Nerv. Wir haben jetzt gleich 2 Uhr und langsam, aber sicher möchten wir auch mal wieder ein wenig das Wort Gottes hier laufen lassen. Ne? Das Wort Gottes ist jetzt, was ich gerade noch zeigen wollte. Oh. Hier. Ja. Ja, der Herr Jesus Christus. Darum bin ich in die Welt gekommen. Kommt und folgt mir. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ja, Amen. Ich sende euch aus, meine Schafe zu sammeln. Geht und verkündet, dass das Himmelreich nahe ist. Ich bin der gute Hirt. Und ich kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Und niemand nimmt es mir. Dann wird es nur eine Herde geben. Rabbi, ich flehe dich an. Und einen Hirten. Meine Tochter liegt im Sterben. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Und für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias. Der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Mein Sohn. Wie kann dieser Mensch Gott der Weise lästern? Wer kann Sünden vergeben, außer dem einen Gott? Amen. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Amen. Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Amen, Amen, das sage ich euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise. Und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir. Und ich bleibe in ihm. Vater, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Der Menschensohn muss vieles erleiden. Und er wird von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten abgelehnt und getötet werden. Sage uns, beim lebendigen Gott, ob du wirklich der Messias bist, der Sohn Gottes. Ihr werdet den Menschensohn zur rechten Hand Gottes sitzen und in des Himmels Wolken kommen sehen. Was brauchen wir noch weitere Zeugen? Keine. Wahnsinn. Was meint ihr? Er verdient den Tod. 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 Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch wie Schafe. In Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Bist du der König der Juden? Sagst du das von dir aus? Oder sagen es andere über mich? Nach euren Bräuchen darf zu dieser Zeit im Jahr ein Gefangener freigelassen werden. Barabbas. Gib uns Barabbas. Barabbas!
Amen. So sieht das aus. Dazu ist der Herr Jesus Christus in die Welt gekommen, damit er die Sünder zur Buße ruft und nicht die, die sich für gerecht genug halten. Wenn du also keine Sünde hast und dich für gerecht genug hältst, dann brauchst du Jesus Christus nicht. Aber weil du ein Sünder bist, weil du ungerecht bist, brauchst du Jesus Christus. So einfach ist das. Und da kann dir keine Religion helfen, sondern nur der lebendige Sohn Gottes. Amen. Das muss uns bewusst sein. Ja, natürlich, die ihn erkannt haben, brauchen ihn natürlich. Aber ich meine, die Leute, die so sich selbst so verherrlichen und sagen, ja, ich brauche Jesus Christus nicht. Meine Religion ist schon die richtige. Ja. Alles klar, okay. Der Jesus Christus lässt dir auch die Wahl. Der Jesus Christus zwingt dich auch nicht. Das ist das Gute und das Schöne am Herrn. Er lässt dir die freie Wahl, zu entscheiden, welchen entweder den Weg, den schmalen mit ihm zusammen, oder gehst du den breiten Weg, den viele gehen. Ja. Dann brauchst du auch nicht zu wundern, wenn du nach deinem Tod verloren gehst. Preis den Herrn. Ach, ja. Ja, genau, klar. Das wichtigste Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, ne? Der Mensch muss von neuem geboren werden. Amen. Der Mensch muss von neuem geboren werden. Wichtigste Gespräch. Nur die besten Nachrichten kriegt ihr hier. Vernünftige Nachrichten. Geistlicher Zustand wird wieder entwickelt. Die Nahrung, geistliche Nahrung gibt's auch noch dazu. Aber hier hast du alles in diesem Livestream. Rabbi. Wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott kommt. Denn niemand kann die Wunder tun, die du tust, außer Gott ist mit ihm. Gott ist mit ihm. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, nur wer von Neuem geboren wird, kann eingehen ins Reich Gottes. Wie kann ein alter Mensch erneut geboren werden? Kann er noch einmal in den Mutterleib zurückkehren und wiedergeboren werden? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wird jemand nicht aus Wasser geboren und aus Geist, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, du musst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wohin er will. Und du hörst sein Brausen, doch weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wie kann das nur sein? Du bist ein Lehrer Israels und begreifst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir tun kund, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und doch verwerft ihr unser Wort. Ich habe über Irdisches gesprochen. Und ihr habt mir nicht geglaubt. Wie wollt ihr da glauben, wenn ich von Himmlischem rede?
Geist in den Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist. Nämlich der Menschensohn, der im Himmel ist. Wie Mose die Schlange in der Wüste emporhob, muss auch der Menschensohn emporgehoben werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht stirbt, sondern ewiges Leben, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht stirbt, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, um die Welt schuldig zu sprechen, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht schuldig gesprochen. Doch wer nicht an ihn glaubt, ist bereits schuldig. Weil er nicht an den Namen des einzig gezeugten Sohn Gottes glaubt. Und dies ist das Urteil. Das Licht ist in diese Welt gekommen. Und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse ist. Tun ist böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Ja. Und kommt nicht zum Licht, nicht zum, damit sein Tun nicht getadelt wird. Wer jedoch die Wahrheit tut, kommt zum Licht. Damit offenbar wird, dass sein Tun in Gott vollbracht ist. Da siehst du mal die Worte des Herrn Jesus Christus und dann die Worte von irgendwem anderen. Das ist Balsam für die Seele. Ne? So sieht's aus. Amen. Ja, die Worte des Herrn Jesus Christus sind Speise, ne? Geistliche Nahrung. Nicht Match, 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 lass uns ein Match machen. Die Leute kennen nur noch Match. Das ist Wahnsinn. Die haben also Jesus Christus seine Worte beiseite gelegt und haben das Wort Match gelernt. Match, Match, do you wanna play Match, Match. Match, Match, Match. Matchy, Matchy, Matchy. Unglaublich, ey. Traurig. Mal den ganzen Tag nur Match. Zwei Rosen nicht vergessen. Kommt Leute, noch eine Rose, kommt. Das schaffen wir. Eine Rose noch, komm, wir haben noch die Snipen gleich, bitte. Komm jetzt, eine Rose, alles mal zwei. Leute, komm jetzt, bitteschön. Was ist denn da los bei euch? Nein, ihr sollt keine Rose reinschicken. Nein, ich hab doch nur diese Leute nachgemacht, Mann. Hört auf da, Rosen reinzuschicken. Nein, 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 ich meine diese Match-Leute, die den ganzen Tag da rumschreien. Ja, jetzt noch eine Rose, komm Leute. Alles mal sieben. Alles wird gut. Oh Mann. Danke, danke, Ihnen. Dankeschön. Roses for the Dr. Sheikh Abu Amir. Roses, roses. Super Poster Extreme. Triple mal 18.000. Dankeschön, danke. Danke, danke, dem Gott segne euch und eure Familie. Hi, grüß dich, Gottes Segen. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Danke, dir auch. Ich habe mal eine Frage und zwar hast du ja gerade was abgespielt und er sagte, also Jesus sagt ja, wer mein Blut nicht trinkt, was meint er damit? Also ja, das ist symbolisch gesehen für das, was der Herr für dich am Kreuz getan hat, sein Blut vergießen. Und der Herr benutzt ja so Bildsprache, damit
seinem Wort mehr Ausdruck verliehen wird. Der Herr benutzt Metaphern, redet in Bildsprache, benutzt Gleichnisse. Der Herr Jesus Christus ist ja das Wunderschönste überhaupt. Allein seine Worte, die Wortwahl, die er wählt, mit was für Vergleiche er kommt, da kannst du keinen mit vergleichen, niemanden. Das stimmt, ja, das stimmt. Das Brot, das Fleisch, was er uns zu essen gibt, ist ja sein Leib, das er für die Welt hingegeben hat. Sein Blut, das er uns zum Trank gibt, ist ja das, was er für uns am Kreuz vergossen hat. Wie genial der Herr Jesus Christus redet. Mit was für einer Autorität. Unglaublich. Verstehst du es jetzt? Okay, also so meint er das, ne? Genau so sieht es aus. Aber die Menschen, die ja fleischlich denken, denken, ja, Jesus Christus hat ja Kannibalismus hier gemacht. Ihr sollt mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Verstehst du? Es gibt ja Menschen, die so denken, wenn sie die Bibel lesen. Sollte man so die Bibel lesen? Natürlich nicht. Oder wenn der Jesus sagt, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, so reiß es raus und wirf es weg. Ja. Oder wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, so hau sie ab und wirf sie weg. Nein! Der Herr Jesus will damit uns sensibilisieren zur Sünde. Dass wenn dein Auge dich zur Sünde treibt, so geh dazwischen und guck weg. Mach dagegen etwas. Oder wenn deine Hand dich verführt zu irgendetwas, so lass es sein. Und deswegen benutzt er diese Bildsprache, Metaphern und alles Mögliche. Wenn das so wäre, dass unser Auge, wir gucken ja die ganze Zeit und das verführt er uns. Und wir machen beispielsweise mit unseren Händen, machen wir manchmal Dinge, die nicht in Ordnung sind. Dann würde ja jeder verkrüppelt hier rumlaufen, wenn das so ist, wie der Herr Jesus Christus das gesagt hat. Apostel Paulus hätte keine Hände mehr, Petrus hätte keine Hände mehr, Jakobus hätte keine Hände mehr, nix. Also, wie ist das zu verstehen? Ja, wir hatten ja letztes Mal das Gespräch mit deinem Bruder, da warst du ja auch dabei. Ich bin geboren eigentlich bei den Zeugen Jehovas, bin jetzt halt orthodox. Und die Zeugen Jehovas, die haben das ja auch, die haben das ja so, die machen ja einmal im Jahr, machen die ja, das ist ja nur die einzige Feier, die die machen, ne? Die feiern halt das Abendmahl. Ja, einmal im Jahr? Einmal im Jahr, ja. Denke so oft ihr könnt an meinen Tod und an meinen... Ja. Normalerweise schon. Ständig aber, teilnehmen soll. Normalerweise schon, Gedenken, hast du recht. Bitte? Normalerweise schon, hast du recht. Normalerweise müssen wir jeden Tag an Jesus denken. Wie das, was er uns gegeben hat. Ja, genau, in der Versammlung, wenn wir uns versammeln, in der Gemeinde, dann werden wir ja das Brot brechen mit den Geschwistern und an den Herrn gedenken. Gedenket so oft ihr könnt. Ne? Was hast du denn für eine Meinung über die Zeugen Jehovas? Absolute Sekte, nicht errettet und absolute Irrlehre. Der Gründer der Zeugen Jehovas ist ja Charles Taze Russell. Er war ja ein Hochgrad-Freimaurer, der die Bibel so umgeändert hat, also übersetzt hat, dass das fast schon so entstellt ist. Das ist unglaublich. Völlig verrückt, völlig verrückt. Ja, die Übersetzung der Zeugen Jehovas ist eine wahrhaftige Verfälschung des Originals. Wahnsinn, ne? Also meinst du, das ist alles verfälscht, was sie in der Bibel drin haben, bei den neuen... Ihre Übersetzung des Originaltextes, des Urtextes, ist eine einzige Katastrophe. Sie haben Dinge weggelassen, die Gottheit des Herrn Jesus Christus, überall, wo sie ganz genau klar steht, haben sie umschrieben. Das ist so heftig, ne? Ja, die haben ja auch bei... Überall, wo Kyrios steht, weil ich bin Grieche, überall, wo Kyrios steht, da haben die ja den Jehova stehen, ne? Genau, heftig, ne? Ja, das ist schon... Ja, das ist Pervertierung, ne? Das ist Pervertierung der Schriften. Ja, natürlich. Nichts soll geändert werden von der Bibel, gar nichts darf geändert werden, das stimmt. Ja, genau, der Teufel kann ja den Urtext ja nicht mehr angreifen. Er kann also nicht hingehen und den Urtext verändern oder so. Nein, er ist da und er ist bewahrt. Er kann aber hingehen und innerhalb der Christenheit Sekten einführen und alles, um dich von der einen Wahrheit abzuhalten. Und zwar von der Gottheit des Herrn Jesus Christus. Denn in der Gottheit selbst ist ja der Schlüssel zur Vergebung. Sonst würde der Herr Jesus Christus ja nicht bei dem berühmten Gespräch mit den Pharisäern gesagt haben, in Johannes 8, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Glauben die Zeugen Jehovas, dass Jesus Christus das ewige Ich Bin ist?
aus 2. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14. Nein, natürlich nicht. Sie denken, dass Jesus Christus ein erschaffenes Wesen ist, der Erzengel Michael. Ja, ist das die Lehre oder was? Obwohl der Hebräerbrief sagt, dass der Herr Jesus weitaus höher ist als jedes Engel und die Engel sollen ihn anbeten. Engel beten Engel an oder was? Ja, stimmt, hast recht. Siehst du, was abgeht? Das meine ich, was Zeugen Jehovas machen. Sie lesen nicht mal ihre eigene Bibel. Denn das, selbst in ihrer verfälschten Zeugen Jehovas Bibel ist die Gottheit des Herrn Jesus Christus klar und deutlich versehen. Ist es auch, ja? Ist es auch. Natürlich. Weil ich auch, das stimmt aber auch, ja. Sie kommen über Jesaja 44,6 und Offenbarung 1,18 nicht umher, um zu sagen, dass Jehova gestorben ist und auferstanden ist. So einfach ist das. Denn Jehova ist der Erste und der Letzte und außer ihm gibt es ja keinen Gott. Und dann sagt er Jesus Christus, ich bin der Erste und der Letzte und siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Jehova ist der Erste und der Letzte und ist gestorben, oder was? Nein, Jehova im Fleisch, Jesus Christus, hat den Tod in Kauf genommen und ihn besiegt. So einfach ist das und ist für die Sünden der Menschen gestorben. So einfach ist das. Ja, ich danke dir vielmals. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Ich auch. Ich habe nur noch einmal eine kurze Frage, das ist aber jetzt irgendwie, die 72 Jungfrauen, ne, im Paradies, ja, du weißt schon, wer bekommt. Steht das auch im Koran drin oder steht das nur in den Hadithen? Die Jungfrauen werden im Koran erwähnt, in Sure 56, Vers 55. Ah, okay, 56, 55, alles klar. Ja, aber auch die wunderschöne Brust dieser Jungfrauen wird erwähnt, ne, in Sure 78, Vers 33. Ne? 78, 33, okay. Genau, damit der Muslim sich schon mal erfreuen kann, was er da oben bekommt. Ja, super. Ja. Alles klar, ich danke dir herzlich. Ja, ich danke dir. Danke nochmals, ne? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch, mein Lieber, ne? Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Ich schmeiß dich raus, Mats. Ja, danke, danke. Ja, und dann kriegen die natürlich ihr wundervolles Lied. Ja. Wenn sie dann da eintreten, wird der Allah sie dann natürlich belohnen mit diesen 72 Jungfrauen, die riesengroße Melonskas haben. Und dann wird er dann auch natürlich dementsprechend den Song abspielen, damit der Muslim sich wohlfühlt dann. Ne? Da wird er sich richtig wohlfühlen, auch wenn es dann richtig losgeht. Das ist so krank. Und dann kommen diese 72 Hoodies mit ihren Ghetto-Dings da, riesen Hintern, ne? Boom, 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 kommen die da an und dann kommt dieses Lied, dann spielen die dieses Lied ab. Und dann guckt er sich diese Hudel-Ain an und so, wow, sehen die heftig aus. Wahnsinn, einer brutaler wie die andere. Das ist ja eine Hip-Hop-Ghetto-Party hier, Wahnsinn, ey. Da geht richtig die Party auf, ey. Das ist unglaublich. Wie kann man an sowas denn glauben? Das ist so traurig, ey. Die haben aus dem Himmelreich haben die einen Saunaclub gemacht. Das ist so krank. Einfach aus Himmelreich Saunaclub gemacht. Und dann sagt der Pierre Vogel, ja, was sollen wir denn da oben machen? Sollen wir Harfe spielen? Sollen wir Gitarre spielen? Nein, wir werden SEX machen. Da siehst du mal seinen Low-Class-Level-Verstand, ey. Werden wir da oben Gitarre spielen? Nein, wir werden SEX machen. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Einfach nur traurig. Einfach nur traurig, ihr Lieben. Free Sauna Club, ja genau. Jetzt will ich wohl ein Ohrwurm von diesem blöden Lied zu kommen. Langsam wird der Dr. Scherer aber mir hier müde.
Wie lange bin ich schon live? 8 Stunden oder was? 8 Stunden. Wie lange bin ich schon live? Und ihr seid tapfer immer noch mit mir. Das ist unglaublich. Einfach den ganzen Tag wieder live. Ich sehe Dr. Scherer aber mehr als alle anderen. Wahnsinn. 6 Stunden. Ja. Da siehst du mal, was für eine Kondition der Dr. Scherer war. Das ist wie so ein Boxkampf hier. Der hat die meiste Kondition, die meiste Puste hat Dr. Scherer bei mir. Da können die nicht mehr mithalten. Ich glaube, einmal war ich fast 24 Stunden live oder was, ne? Oder mindestens 20 Stunden oder so, ne? Ab 8.15 Uhr live, ja. Heftig. Machst du noch YouTube-Videos? Ja, ich mache noch YouTube-Videos, ich komme noch nicht dazu. Ich bin immer unterwegs. Von einem Ort zum anderen. Immer am Fahren. Ich bin der Driver. Dr. Sheikh Abu Amir, aka Jason Abu Amir. Jason Stephan. XCX. Man vergisst die Zeit. Ja, wenn man am Reden ist, dann vergisst man echt die Zeit. Ne? Und dann geht man ein Thema nach dem anderen durch und dann schaut man auf die Uhr. Mein Gott, einfach 8 Stunden ist man schon live oder 10 Stunden oder was. Heftig. Es geht schnell. Es geht schneller, als man sagen kann. Mal gucken, ob es ein Update gibt mit dem Fall Valeria. Das interessiert mich sehr, 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 sehr. Diese 9-jährige Ukrainerin, die ist vor 9 Tagen oder was, ne? Ist sie spurlos verschwunden und man hat gestern ihren Körper leblos tot aufgefunden. Ein Gewaltverbrechen wurde ausgeübt an einer 9-jährigen. Was meinst du, wenn der Typ, der das angerichtet hat, in die Ewigkeit geht, was der Herr Jesus Christus mit ihm macht? Es wäre besser, dass er einen Mühlenstein um seinen Hals gelegt wird, als dass er ein Kind angefasst hat, in jeglicher Hinsicht. Anstoß zur Sünde gegeben hat, ne? In jeglicher Hinsicht. Der Herr Jesus Christus wird kurz einen Prozess mit ihm machen, ne? Auch wenn die Polizei ihn eventuell nicht fassen kann, den Täter. Aber Gott hat seine Tat gesehen. Das ist das. Das ist der, wenigstens dieser Trost bleibt einem. Wenn man sagt, dass zum Beispiel Morde, die nie aufgeklärt sind, dass wir wenigstens diese eine innerliche Versicherung haben, dass Gott aber Gerechtigkeit in der Ewigkeit walten lässt. Er wird gerecht sein. Und da wird dieser Mensch, der das angerichtet hat, auch diejenigen, die andere Menschen das Leben genommen haben und davongekommen sind, werden dann in die Hände des lebendigen Gottes fallen. Und es wird schrecklich sein, wenn man in die Hände des lebendigen Gottes fällt. Tja. Ja, dieser Trost bleibt, ne? Falls der nicht erwischt wird, dass der Herr Jesus Christus aber ihn trotzdem in der Ewigkeit dann als Richter begegnet. Und dann wird er in die tiefsten der Hölle geworfen. Wo Satan und seine Dämonen dann auf ihn warten. Bis in alle Ewigkeiten. Keine Pause mehr. Qualen, Qualen, Qualen. Ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Bist du nicht? Oh mein Gott. Sodele. Stummi, Stummi. Musst du bessere Stelle. Boah. Ach ja. Ja, Dr. Scheich Abu Amir ist hier.
Der Dr. Scher den ganzen Tag live. Unglaublich. Da kommt der richtige Licht so. Was passiert mit denen, wenn er sich entscheidet, nach der Tat neu geboren zu werden? Ja, wenn sich jemand entschließt, Buße zu tun, aufrichtige Buße, und seine Schuld bereut vor dem Herrn Jesus Christus umkehrt, natürlich wird er Vergebung seiner Schuld erlangen. Natürlich. Der Apostel Paulus hat ja die Gemeinde verfolgen lassen, ne? Hat sie einen nach dem anderen umlegen lassen. Unglaublich. Ja, aber der Herr Jesus Christus hatte Gnade mit ihm gehabt, ne? Der Herr vergibt den Menschen, wenn sie Buße tun und umkehren von ihrem Dasein. Machst du wie ich Kilometerpause? Nein, ich mache gar keine Kilometerpause. Ich bin im Flugzeug, deswegen. Army ist doch mal. Army, geh bei Mensa rein. Ja, ihr seid nicht gezwungen, hier bei mir zu bleiben. Ist doch kein Problem. Ihr seid frei, ihr könnt überall hingehen, wo ihr möchtet. Mensa macht das auch sehr gut. Mensa macht das auch sehr gut. Möge der Herr seine Arbeit segnen. Ach, der war zu lustig kaputt. Tun, da gibt es auch nichts mit Trinität oder so. Ja, wie gesagt, ne, soll der Herr seinen Unterfangen da segnen, soll der Herr jeden segnen, der überhaupt etwas für den Herrn macht. Ne? Sei es diese Aufklärungsarbeit über den Islam oder gerade das Evangelium verkünden. Ne? Möge der Herr jedem Einzelnen, auch euch, ne, die ihr liked, teilt, die ganzen Geschenke, das Ganze dann auch euch anrechnen. Weil durch euch können wir ja viele Menschen erreichen. Das ist ja das Geniale. Jeder hat seinen Anteil, den er dazu beiträgt. Und somit ist euer Glaube komplett. Werke. Die Werke, die ihr leistet, werden ja nie verloren gehen. Sie bleiben in Ewigkeit. Das ist ja das Coole. Ja, IQ ist Haram für den einen oder anderen. IQ ist Haram. Hallo. Ja, ich hoffe, dass Jibril dich nicht allzu sehr wirkt. Nein, ich bin Adin Steinsalz, ich bin Jude. Adin Steinsalz? Ja! Ich bin Abu Goldberg. Oh. Dr. Sheikh Abu Goldberg. Ja, ich habe studiert Taurat und ich bin Dr. Sheikh Abu Goldberg und Abu Taurat. Der Kleine. Studieren ist Haram. Nein, es gibt sehr viele Muslime, die ja intelligent sind, aber sie sind ignorant. Das ist das Problem. Es gibt intelligente Muslime, das kannst du ja nicht bestreiten, aber die sind ignorant. Das Herz ist total nicht am rechten Fleck, ne? Sehr schöne Zähne, Mann. Ah, danke schön. Was diese positive Emotion? Hallo. Oh. Das ist das Wichtigste. Hallo. Erkennen. Was ist das, was ihr da macht? Nicht davon ist das. Einfach nur unterhalten, Musik hören. Unterhalten und Musik hören? Ja, ja, klar. Entweder man hört Musik oder man unterhält sich. Ich höre beides. Also ist beides. Okay. Dann hören wir weiter und dann hören wir uns mal. Lass uns Match spielen. Ah, ja, das richtige Match. Was für Leute, ja. Was meint ihr, wenn ich hier Match spielen würde? Ne? Das ist heftig. Ich glaube, ich wäre die ganze Zeit immer nur auf Platz 1. Ne? Immer auf Platz 1. Ex-Muslim ist immer auf Platz 1.
Wo bin ich denn jetzt hier auf Liga? Liga C4 bin ich auf Platz 6. Zu heftig. Platz 6. In der Liga C4. Nein, aber das ist nicht unsere Intention, warum wir hier sind. Wir sind hier, um den Menschen das Evangelium zu verkünden, die Finsternis aufzudecken und keine Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Dürfen Nonnen-Männer beichten? Was? Dürfen Nonnen-Männer beichten? Was meinst du damit? Der Echte. Im Stream haben wir Allah hat einfach einen Großvater. Wie crazy ist das? Wo hast du das gelesen? Allah hat einen Großvater? Einen richtigen Großvater. Der Allah hat irgendwie ein Gewand, eine Gebärmutter zieht am Gewand von Allah. Er sitzt auf einem Stuhl, schießt irgendwie Spermien raus. Was ist das für ein Gott, Mann? Ex-Muslim ist Muslim. Er spielt nur eine Rolle, ja? Ja, genau. Ich liebe diese Sätze, ehrlich. Immer weiter so, immer weiter da reinschreiben. Immer weiter. Wo steht das, dass Allah ein Jogger ist? Das ist eine sehr gute Frage. Wer zu Allah, wer Allah entgegenkommt, den wird Allah entgegenrennen. Und die Gelehrten wie Sheikh Al-Albani sagen ja, das ist wortwörtlich zu verstehen. Der Allah, der rennt. Allah ist ein Jogger. Das ist heftig. So ein Schiite hat sein Video mal da rausgehauen. Das ist heftig. Hat er sehr, sehr krass ausgearbeitet. Ne? Auch mit den ganzen, sag mal schnell, mit den Aussagen der Gelehrten des sunnitischen Islams. Sehr, sehr heftig. Ja, warte mal ganz kurz. Ich suche das jetzt. Warte, ihr müsst euch das mal anhören. Das ist so krass. Allah ist ein Jogger. Der ist einfach Usain Bolt. Warte mal. Al-Bukhari hat Nummer 7405. 7405. Sahih Al-Bukhari 7405. Gesandte Gottes sagte, dass Allah sagte, und wenn der Diener zu Fuß zu mir kommt, komme ich zu ihm joggen. Hier, guck mal, jetzt Sheikh Al-Albani, guck mal, was der dazu sagt. Der Hadith, wer zu mir zu Fuß kommt, kam ich zu ihm im Joggen. Beweist der Hadith die Eigenschaft Joggen für Gott? Ich wurde oft gefragt und habe geantwortet, dass ich keine Antwort habe. Ich weiß es nicht. Das ist meine Antwort. Muhammad bin Aman al-Jami. Hier, guck mal. Die Anhänger der Salaf schließen das Kommen Gottes nicht aus, sei es gehen oder joggen. Salaf.
سواء كان ثم ذلك مثيا او هروله. Heftig, ne? Sahih Bukhari 7405. Sahih Bukhari 7405. Allah ist einfach Usain Bolt. Allah ist Usain Bolt. Allah ist ein Großvater. Allah sieht aus wie der Dajjal. Der Unterschied zwischen Dajjal und Allah ist einfach nur, dass der Dajjal ein Auge hat und Allah mehrere Augen hat. Allah sitzt auf einem Stuhl. Allah hat ein Schienbein, Allah hat einen Fuß, Allah hat zwei rechte Hände. Was ist das für ein Gott? Kein Wunder, dass Marcel Krass sagt, wir haben einen Hindu-Gott. Das ist Wahnsinn, ne? Jetzt verstehen wir Marcel Krass immer mehr und mehr. Position ungenau. Das ist einfach krass. Allah, der Hindu-Gott. Oh, Jesus Christus, ey. Das Schienbein überholt Allah. Ja. Allah, the flesh is... Ja, Salam, Dadash. Salam. Ich habe eine Frage. Warum redest du so über Islam? Wie rede ich über Islam? So lustig machen, jeden Tag. Ich sehe das. Ja, findest du das nicht lustig, dass Allah so beschrieben wird? Nochmal bitte, könntest du es wiederholen? Ja, findest du das nicht lustig, wie der Allah so beschrieben wird, als so ein Hindu-Gott? Nein, aber ich habe dazu auch ein tolles Bild, was Allah zeigt. Willst du sehen? Ja, mach mal. Gerne. Aber da musst du mir kurz eine Sekunde geben, okay? Ich gebe dir auch zwei Sekunden. Eins. Zwei. Ist das ein Typ? Ja, genau so kannst du es vorstellen. Das ist das, was die Leute da... Ich wünsche dir noch was, Amir. Ja, mach's gut, ne? Ciao, Al-Sufi. Schmeiß mich bitte raus, ich bin am Auto fahren. Mach ich doch gerne, mein Bester. Ciao. Bruder. Yeah, Bruder. Tut mir leid, ich bin jetzt gerade aufgewacht. Dings, kannst du nochmal diese Uhrzeit machen? Um diese Uhrzeit wachst du auf? Ja, Bruder, ich bin arbeitslos. Ja, aber ist das dein Grund? Ist das dein Grund, Bruder? Okay, das ist dann was anderes. Ey, Dings, kannst du nochmal dieses Bild von vorhin zeigen? Das Bild von vorhin? Du hast ja vorhin irgendein Bild gemacht, also ein Bild hinzugefügt oder so. Oder was ist das? Das war er, ich habe ihn vergrößert. Aha, oh. Ah, tut mir leid. Dings, gell, du bist Christe. Was bin ich? Also Christe? Ja. Yeah. Ja, genau, ich bin Christe. Ja, Bruder, ich wohne in der Schweiz, wir sagen das so. Christ bin ich, ja, ein wiedergeborener Kind Gottes. So, ja, okay. Ja, Dings, dann stimme ich dir zu, Bruder, Dings. Bruder, tut mir leid, Mann, ich bin ein bisschen... Geh erstmal einen Kaffee trinken, dann kommst du gleich wieder rein und dann kannst du... Geh erstmal deinen Kaffee trinken, mein Mister, ciao. Ciao. Der ist noch nicht richtig wach. Sein Gehirn ist nicht hochgefahren. Sein Prozessor ist noch gerade in Schlafmodus, genau. Das Hirn schläft noch, genau. Heftig. So, was möchte Urban jetzt sagen? Urbanius Murbanius. Amir, weißt du das, wo das mit dem Opa steht? Dass Allah ein Opa hat? Ja, sag mal bitte. Im Koran, Sure 72, Vers 3. Ja. Geh mal auf koran.com auf Englisch. Geh mal bitte. Warte, Sure 72? Genau, Sure Jin, Vers 3. Das müsste Sure 72 sein. Ja. Genau. Und erhaben ist die Größe unseres Herrn. Er hat sich weder eine Gefährtin noch eine genommen. Warte. Geh mal auf Koran.com und nimm mal das Wort, was da für Majestät genommen wird. Weil das ist auf Arabisch heißt Jadu. Und Jadu sogar auf meine Sprache heißt Opa. Und übersetzt mal das Wort für majestätisch. Und das heißt Opa. Sie haben das einfach als Majestät übersetzt.
Jaddu. Jaddu, die Größe. Jaddu. Genau, Jaddu. Genau, ich war. Jaddu heißt sogar auf meiner Sprache Opa. Hast du übersetzt? Ich müsste auf Englisch das Wort Majestätik sein. Ah, ja, du. Ja, wenn nicht, kann ich auch. Großvater, hast du recht, ja. Großvater. Ja, Jaddu, genau, sogar auf meiner Sprache heißt Jaddu Großvater, aber abwertend. Also in meiner Sprache, wir sagen das zu einem, wenn du so wie sagst, alter Sack, du sagst Jaddu, du sagst nicht Opa. Du nimmst das als abwertend. Das kommt davon, ne, wenn der Koran solche Dinge sagt, ne? Die lügen sogar in ihren Übersetzungen. Ja, ja. Das ist das Kranke. Lügen, ja, das ist heftig. Und da sind einige Ex-Muslime, die auf diesen Vers extrem erschrocken waren, was sie da gelesen haben, dass Allah ein Opa. Auf Aramäisch schreibt das auch jemand, heißt Opa. Ja, im Nahen Osten ist Jaddu. Und weißt du, was Sheikh Uthaymin gesagt hat, dass Allah joggen geht? Ja, hat er das auch gesagt? Du kannst das sogar googeln. Sheikh Uthaymin sagt, und du weißt, was das für ein Sheikh ist, ja, für die Salafisten, das ist ja... ja Sheikh Uthaymin sagt, wenn Allah sagt, er geht joggen, dann muss man das wörtlich nehmen. Ja, ich weiß. Die sind ja nicht Jahmiya, ne, die Leute der Metaphorik. Sheikh Uthaymin, kannst du selber googeln, kann jeder googeln, Allah goes jogging auf Englisch und dann Sheikh Uthaymin. Und dann könnt ihr das sogar finden, in welchem Buch und wo er das sagt. Ja, heftig. Ja, jetzt schreibt dir einer, Jad heißt auch in Jugo Opa. Ja, Jaddu ist in vielen Sprachen als das Wort Opa bekannt, ja. Sure 72, Vers 3. Ja, ich gehe wieder runter, ich bin ja auch am Vorn, Gottes Segen. Oh, Amir stumm. Leute, Islam Q&A, stellt eure Fragen. Ich teste mein Wissen, okay, ich fahre Auto. Das wäre mal spannend. Bitte in den Chat fragen. Gibt es eigentlich Camelo Ring to go? Nein. Amir könnte das als Geschäftsidee machen. Roman, du bist der Beste. Vielen Dank, Leute. Ich küsse eure Herzen, aber ich bin ein Niemand. Ich bin wirklich ein Niemand. Die Trinität im Islam ist Sure 2, Vers 1. Geh mal auf altafsir.com, gib mal ein Sure 2, Vers 1. Und dann gibt es einen Tafsir und er sagt, das ist Allahs Trinität. Jibril, Mohammed und Allah. Was ist die rechte Hand von Allah? Die rechte Hand von Allah ist die Kaaba. Allah selber sagt das. Ibn Taymiyyah sagt das. Wer die Kaaba küsst, küsst die Hand von Allah. Wer die Kaaba anfasst, schüttelt Allah die Hand und schwört ihm die Treue. Ich fahre gerade Auto, ich kann nicht lesen. Ja, das hat Ibn Taymiyyah wirklich gesagt. Und das ist ein Hadith von Ibn Abbas. Er bezieht sich darauf. Sure 501. Sure 501 sagt im Koran, hinterfrage dich nach Dingen, die euch offenbart wurden. Ein Vers weiter steht, viele vor euch haben schon hinterfragt und wurden ungläubig. Also, der Koran hat in Sure 5 ab Vers 101 Angst, dass man hinterfragt und ungläubig wird. Der Allah hasst ja drei Dinge. Allah hasst drei Dinge, die der Muslim nicht tun sollte. Musik hören, Seide tragen und zu viele Fragen, religiöse Fragen. Weißt du, dass das mit der Seide heute sogar bekannt ist, dass dieser Hadith viel später kam? Weil die Araber, die haben mit Wolle gehandelt und dann kam die Seide und hat den Wollhandel, verdrängt. Und dann haben die einfach ein Hadith gebracht, dass Mohammed oder Allah Seide hasst und Seide von Satan ist. Dann haben die Muslime wieder angefangen, keine Seide zu kaufen und Wolle. Das kann man heute historisch beweisen, ja?
Leute, der Allah im Koran beschwert sich, dass die Christen und Juden durch Interpretationen Sachen geschrieben haben und behauptet haben, das ist von Gott. Ja? Und das machen ja die Muslime, indem sie den Koran falsch interpretieren und für uns übersetzen. Hallo Amir, das heißt, Gottes Segen. Hörst du mich? Amir ist stumm. Amir, das, was der Koran... Amir ist stumm, Bruder. Amir ist stumm. Er ist gleich da. Weißt du, wann das er zurückkommt? Er ist gleich da. Er ist gleich da. Warte ganz kurz. Lass den Urban noch den Punkt zu Ende bringen, dann kannst du das sagen. Okay. Genau, danke schön. Also, schaut mal. Der Koran sagt, dass die Christen und Juden durch falsche Interpretationen Sachen geschrieben haben und behauptet haben, das ist von Allah. Aber was machen die Muslime? Sie übersetzen den Koran und fügen falsche Interpretationen hinzu und sagen, das ist von Allah. Wie zum Beispiel, dass Jibril, Ruch el-Qudus, als Jibril übersetzt wird, was völlig verkehrt ist. Die Muslime sagen, das haben wir gemacht, damit der Koran nicht so ähnlich klingt wie die Bibel mit dem Heiligen Geist. Ja, das heißt, sie machen genau das, worum sich Allah beschwert hat, dass die Christen es getan haben. Ja, das Wahnsinn, ist so krass. Ja. Ja genau, es gibt ja keinen Vers im Koran, der das bestätigt, dass Jibril der Heilige Geist ist. Quatsch. Das ist eine Interpretation. Richtig. Und die Hadithe zeigen uns, dass Mohammed immer zwischen Ruh el-Qudus und den Engeln unterschieden hat. So sieht das aus. Das wird auch im Koran erwähnt. Okay, jetzt bist du dran. Jesus, was hast du? Okay, Bruder, also erstmal ja, Gottes Segen und Dankeschön, dass du mich hier hochgenommen hast. Okay, Urban, mach's gut, ciao. Ich wollte dir unbedingt was sagen, Amir. Ja, bitte. Und zwar, du kennst doch KI, diese künstliche Intelligenz, ne? Ja, natürlich, klar, ChatGPT. Genau, genau. Lad dir bitte ein Programm runter und gib zum Beispiel der einen 20 Widersprüche im Koran, die der Wissenschaft widersprechen, mit Surenangabe, und die tut dir die besten Sachen raussuchen. Das erleichtert dir die Arbeit so sehr gegen den Islam, und der Islam wird komplett verlieren und auseinandergenommen. Das ist so hilfreich. Das ist so krass. Das Internet ist die größte Waffe gegen den Islam. Wirklich? Die Muslime sind wirklich am Verzweifeln. Die größte Waffe gegen den Islam, ehrlich. Du musst, lad dir ein gutes Programm runter, und das tut dir die Arbeit so sehr erleichtern. Und jeder, der nicht glaubt, da sind ja die Suchenangaben dabei, der kann ganz einfach nachlesen. Ey Mann, ich bin vom Glauben abgefallen, was da teilweise für schwachsinnige Sachen drinstehen. Wie zum Beispiel der Mond hat sein eigenes Licht, oder der Mond und die Sonne und die Erde sind gleich groß und so. Dann wird das mit Suchenangaben. Das ist ja total unwissenschaftlich, weißt du? Ja, sage ich ja. Wenn die Muslime anfangen mit der koranischen Wissenschaft, ich lache nur darüber. Ey, wir lachen alle. Tja, das ist wirklich... Heutzutage ist das so einfach. Jeder kann ja selbst nachprüfen. Weißt du, durch das Internet ist das so leicht geworden. Man muss sich ja kein Buch mehr oder so kaufen. Das hat innerhalb von 5 Minuten hast du zig Widersprüche im Koran. Hab ich doch gesagt, die Muslime leben in dem Zeitalter des Internets, und die Gelehrten geben auch zu, dass die größte Waffe gegen den Islam selbst das Internet ist. Ne? Genau, das kommt davon, wenn man auf einmal alles übersetzt, alles den Leuten preisgibt. Natürlich gibt es zigtausende von Menschen, die sich auf die Suche machen und herausfinden wollen, ob der Islam die Wahrheit ist. Ja, fertig aus. Das Schlimme ist, dann gibt es immer noch Muslime, die das einfach nicht einsehen wollen. Also ich weiß echt nicht, warum man der Wahrheit nicht ins Auge sehen kann, weißt du? Heftig, ne? Auf jeden Fall, danke, dass du mich hochgenommen hast. Ich wollte das dir unbedingt sagen, damit deine Arbeit etwas erleichtert ist. Kannst ja mal nachschauen, lad dir einfach mal ein Programm runter. Ich glaube, um diese ganzen Funktionen freizuschalten, musst du, glaube ich, ein Abo abschließen oder was, ne? Nein, es gibt ein Programm, das heißt PI, also P und I, das ist ein KI-Programm. Da musst du einfach nur dich anmelden. Das geht mit Facebook oder Google oder mit deiner E-Mail, und das kostet kein Geld. Du hast auch unbegrenzt Fragen zur Verfügung, das heißt, du kannst ganz normale Unterhaltungen führen. Das ist ein super Programm und kostet kein Geld. Und da kannst du dann zum Beispiel, gibst du ein, was du willst, zum Beispiel... Nenn mir 20 unwissenschaftliche Widersprüche im Koran, die der Wissenschaft widersprechen oder sowas. Und das wird dir so weiterhelfen, Amir, glaub mir. Mit Suchenangaben. Ja, okay, vielen Dank. Ich wollte das dir unbedingt nur sagen, weil das tut deine Arbeit richtig erleichtern. Da musst du nicht mehr nachlesen und bei Google extra, weißt du, was ich meine? Ja, klar, natürlich. Deswegen habe ich mir auch hier meine WhatsApp-Gruppe, WhatsApp-Kanal erstellt, damit ich das immer parat habe, ne?
die ganzen Sachen, diese ganzen wahnsinnigen Sachen, Aussagen der Gelehrten, alles, ne? Dass, falls man hier in eine Diskussion kommt, dass man direkt gegen argumentieren kann, mit Beweisen, mit Quellen an. Genau, das ist es ja, das ist es ja. Wollte ich dir nur mal gesagt haben, Bruder, ich danke dir sehr, dass du mich reingenommen hast und ich wünsche dir Gottes Segen und viel Gesundheit. Ja, kannst du mich rausschmeißen? Ich weiß nicht, wie ich spiele den Rausschmeißer. Mach's gut. Alles klar, ciao. Kommst du nicht leiden. Raus! Ja, wie gesagt, ne, das Internet ist die größte Waffe gegen den Islam und Gott sei Dank können wir miteinander uns vernetzen und dem Islam Einheit gebieten, aber nicht auf eine Art und Weise gewalttätig zu reagieren, sondern nein, mit Strategie, mit Wissen, mit Weisheit und mit Klugheit, Bedachtheit, alles. Ne? Das ist das. Die größte Waffe ist die Intelligenz. Das ist das. So sieht es aus. Hallo? Hallo? Was geht? Na, nicht viel. Ein bisschen hier rumfahren, über den Islam reden. Ja, über ich habe jetzt gerade zugehört zu dem ChatGPT. Guck mal, ich habe auch jetzt das in ChatGPT gemacht. Und habe mal da eingegeben, nenn mir die 10 besten Widersprüche der Bibel. Ich kannte schon davon welche. Aber der hat mir einfach jetzt 10 knallharte Widersprüche rausgepackt, wo einfach alles zerreißen. Soll ich die mal ein paar nennen, oder? Wir kennen die doch alle von 101 sogenannte Widersprüche. Das ist ja kein Thema, wir haben ja schon längst darauf geantwortet, aber ihr könnt nicht auf die Wissenschaft Unfug antworten, das ist das. Allah du kannst nicht antworten, klaut einfach von Philosophen, der Allah klaut einfach seine wissenschaftlichen Wunder von griechischen Philosophen wie Aristoteles, Galen und sowas. Das ist falsch, Bro. Okay, Nemi, dann warum in der Volkszählung Davids, 2. Samuel 24, Vers 1, sagt, dass Gott David kennen wir doch schon. Und in 1. Chronik 21, Gott. Vers 1, sagt, dass Satan David das war. Dass der Herr den Satan benutzt, um die Volkszählung durchzuführen, sowohl als auch. Bro, da steht in einem Vers ganz klar, dass es Satan dazu antrieb und der andere, dass der Herr. Du kannst dir das durchlesen. Ja, mach nicht einen auf Kindergarten. Komm, mach mal ein bisschen ein wenig Erwachsener an den Tag. Ne? Ein bisschen Gehirn aufweisen. Der Satan kann nichts von sich selbst tun, es sei denn, dass Herr ihm die Erlaubnis gibt. Ihr glaubt ja selber daran. Zum Beispiel in Sure 17, okay. Vers 64, dass der Allah Satan benutzt, um die Menschen zu reizen und in die Ehre zu führen. Kannst du selber nachlesen. Ich rede gerade über das Christentum, nicht über den Islam. Ich will dir nur ein Beispiel nennen. Und deswegen siehst du, dass der Herr den Satan benutzt, um David zur Volkszählung zu reizen. Verstehst du? Aber Amir, jetzt mal ohne Spaß und jetzt ganz rational auf den Vers. Da steht ganz klar und deutlich den einen Vers, dass es Satan dazu antrieb und im anderen Vers, dass es Gott war. Das ist. Hab ich dir doch gerade gesagt. Du kannst es nicht. Entweder ist es Gott oder entweder Gott, mein Lieber. Hey, Diad. Das ist genauso, als würde ich zu dir sagen, Allah sagt in Sure 5, Vers 14, er will Hass und Zwietracht zwischen den Menschen stiften. Sure 5, Vers 91 spricht Satan, will Hass und Zwietracht zwischen den Menschen stiften. Das ist falsch. Armin, das sind zwei verschiedene Menschen. Jetzt aber mal falsch. Siehst du, wie du bist? Die sich gegenseitig. Warum? Siehst du, wie du bist? Dian, siehst du, wie du bist auf einmal? Ist falsch. Nein, das sind zwei verschiedene. Dann sagst du, dass Gott Satan ist. Nein, ganz und gar nicht. Der Herr benutzt den Satan, um gewisse Dinge durchzusetzen. Und deswegen glaubt ihr ja auch daran, in Sure 17, Vers 64, habe ich nur gerade eben erklärt, Dian. Ami, ich rede über das Christentum, nicht über den Islam. Wieder. Habe ich doch gerade gesagt, ich habe dir sowohl erklärt und habe das auch dementsprechend bei dir angewendet. Falls du dagegen was hast, dann musst du ein Problem mit dem Islam haben. Aber du raffst es ja gar nicht. Nein, bei uns steht nirgendwo, dass es so ist. Das ist ganz klar. Okay, Dian, schlag mal bitte Sure 5, Vers 14 auf. Ich brauche nichts aufzuschlagen. Ja, du brauchst nichts aufzuschlagen. Raus! Was für ein Kindergarten, Mann! Was? 62er Berlin sagt, Armin, du bist durch.
Das sagt jemand, der glaubt, dass Gott ihm ein Palmen-PNIS verspricht. Und der aus aller, aus Gottes Himmel einen Saunaclub macht. Das sagst du zu mir? Ja, du bist so fertig, das kann sich keiner vorstellen, ey. Mit deinem Kamelurin da, ey. When I get that feeling, I need natural healing. Natural. Denkst du dann, Allah wird dieses Lied spielen lassen, oder was? Seit 62er Berlin, oder was? Du kannst gut Wörter verdrehen. Das ist so krank, das ist einfach so krank, bitte. Ich kann nicht mehr. Was steht hier? Amir, da fehlt der Artikel bei Satan. Somit bezieht sich das auf jemanden, der Satan vorgeht. Man fragt, wem beste Aufgabe ist es, Hass und Feindschaft zwischen den Menschen zu stiften? Da würde ja bestimmt nicht im Koran stehen, dass es die Aufgabe von Gott wäre. Das ist die Aufgabe von Teufel in Sura 5, Vers 91. Das ist das Problem. Allah und Satan machen ständig dasselbe, weil das ein und dieselbe Person sind. Ja genau, wo steht, dass Isa das Wort Allahs ist? In Sura 4, 171. Hey, Amir. Ja? Was hältst du von fetten Menschen? Von fetten Menschen? Ja, mein Freund ist fett. Und wie steht das Christentum dazu? Ja, du sollst ihm helfen, abzunehmen. Er will aber nicht abnehmen. Ja, dann musst du ihm auf jeden Fall auf Diät setzen, wenn er das nicht will. Völlerei ist Sünde. Ehrlich? Ja klar, das ist Völlerei. Du kannst ja nicht die ganze Zeit dich tot fressen da und sich so einen riesen Bump wieder aneignen. Ich war bei ABK. Hör auf mit dem Unsinn. Ich grüße Osan, ich grüße Ali Diabetes. Ich grüße Osan, ich grüße Ali. Als wären wir im Fernsehen. Ich gehe von Dr. Scherer, mir ist heftiger wie ZDF, ARD und WDR. Und Sat1 und ProSieben und was weiß ich. Ich grüße den und den. Ja, oh mein Gott, ey. La haula wa la quwwata illa billah. Danke, Kusnus. Dr. Scherer vor mir hat größere Reichweite als ZDF und ARD. Alle durch. Lakshu! Lakshu, Dial, bitte verschon mich mit deinen Kamelurin, bitte komm. Wenn du nicht in der Lage bist, mit mir zu gehen auf diese Reise und ich zu dir sage, schlag das und dies auf, dann tust das mir sehr, sehr leid für dich. Wenn du diesen Hochmut noch besitzt, diese komische Art und Weise an den Tag legst, ja, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass ich keine Lust habe, mit dir dann zu reden. Entweder du akzeptierst einige Dinge oder du lässt es halt sein. Verstehst du? Deswegen sollten wir uns immer Gedanken machen, wie wir hier reinkommen und was für eine Art und Weise wir an den Tag legen. Möchtest du ein normales Gespräch führen? Da kann man ein normales Gespräch führen. Aber willst du so Kindergarten an den Tag nehmen? Ja, ich kann nicht. Komm, ich bitte dich. Ich muss mal einen Schluck Kamelurin trinken. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon? Köstlich. Auf Ready unterwegs. Ready, ready. Der Ready macht einen Ready. Eingekühlte Kamelpipi.
saftig und köstlich für die Trinkenden. Kuffar! Ja, die Kuffar! Kannst du nochmal das Video abspielen von Mohammeds Lebensweg? Das kannst du auf meinem Account hier, womit ich live bin. Habe ich doch für euch gepostet. Habe ich doch extra auf meinem Account für euch alle gepostet, damit ihr das habt. Luger, lass mir ausreden. Lass mir ausreden. Was soll denn das? Was soll das? Was soll das? Hat Angst, hä? Mach ihn Knockout. Hast du Angst, hä? Nur diese drei Wörter hat er auswendig gelernt. Hast du Angst? Unglaublich. Ich will schlafen. Ja, das war die Oberhärte mit ich will schlafen, ne? Wie die Kinder da reingekommen sind, ne? Wie sein Sohn da reingekommen ist, heftig. Und dann macht er schnell aus und drückt er die da weg, ne? Ich komme jetzt gleich wieder, ihr Lieben. So, so, so. Jeder, der ein Kalifat fordert, muss dementsprechend auch kalifatisiert werden. Mit anderen Worten, kalifatisiert bedeutet, dass du deinen Pass entzogen bekommst und dementsprechend behandelt wirst. Und in einem One-Way-Ticket, der erste Klasse Flug von mir aus auch, in ein Land gebracht wirst, wo du dann in der Wüste den ganzen Tag nach Kalifat schreien kannst. Kalifat, Kalifat. Da kannst du den ganzen Tag Kalifat, Kalifat schreien. Du hast nicht genügend Abonnenten, mein Lieber. Du brauchst mindestens 100 oder 200 Abonnenten oder was? Das dann, da das. Ja, es tut mir leid, du musst die Abonnenten irgendwie sammeln. Aber ich glaube, hier kann man auch bei TikTok Abonnenten kaufen oder was, ne? Danke, Christus. Immer viele Herzen, immer viele Herzen. Herzlein. Warte, ich versuche es anders, okay dann. Du bist unser Herzblatt. Oh, das ist aber süß. Ihr seid auch meine wundervollen. Ihr seid gesegnet vom Herrn. Möge der Herr euch weiterhin segnen, behüten und beschützen, ihr Lieben. Und sein Angesicht über euch leuchten. Sagen immer noch Einzelfälle zu meiner. Ja, natürlich versuchen die das Spielchen mitzuspielen. Ist doch klar. Die wollen die Bevölkerung nicht aufwecken oder beunruhigen. Sie wollen sie halt mit einer Schlaftablette wieder weiter schlafen schicken. Jetzt kommt auch noch EM, Ablenkung ohne Ende. Der Otto Normal Mensch, der hier lebt, freut sich, wenn er ein Bierchen nach dem Feierabend trinken kann und die Welt ausklinken lassen lässt. Bei einem wunderschönen Spielchen. Und dann werden wir noch den Grill anmachen. Und das war's.
sollen die anderen sich drum kümmern. Das ist die große Katastrophe, die wir haben. Sollen die anderen sich drum kümmern. So denken die alle. Sollen die anderen das machen. Ist doch kein Problem. Ja. Und wir, die wir an der vordersten Front stehen und unser Leben und alles einsetzen, ne? Schau dir das mal an. Sollen die anderen das machen. Ja, die machen sich richtig bequem da auf ihren Grillplätzen. Unfassbar. Unbelievable! So, Dille. Ja, viele in dem Land fragen sich, wie man jetzt da vorgehen sollte mit diesen Menschen, ne, die ja hier sind, um das Gesetz zu verändern, aber auch Scharia durchzusetzen und Muslime, die ultra gewaltbereit sind und so, ne? Machen sich große Sorge. Aber eure Sorgen werft alle auf den Herrn Jesus Christus. Diese Sorgen sind ja berechtigt, ne? Wenn man sieht, wozu die fähig sind, ne? Sie nehmen ein MESSER und dann wahllos in jeden am, ihr wisst schon. Das ist heftig. Das ist einfach nur heftig. Digga, unser Europa geht verloren. Ja, das kommt davon, wenn man Jesus Christus weglässt und seinem Bauch dient und dem Wohlstand. Ne? Dann sagt der Herr, alles klar, wollt ihr mir nicht dienen? Also beziehungsweise wollt ihr nicht zu mir? Dann werdet ihr Religion bekommen. Ja. Haben wir gleich Buchstabiermeister. Ne? Ey, man findet einfach gar nichts über die derzeitige Lage von diesem Attentäter aus Mannheim. Nichts, nichts, als wäre er spurlos verschwunden. Einfach nicht mehr, als wäre er nie existent gewesen, der Typ. Bild vor 12 Tagen. Der aktuellste Bericht war hier von Spiegel vor 8 Tagen. Und dann hier jetzt der Polizist, der in Rente ist, der hat auch vor 8 Tagen. Dann der Ex-SEK-Beamte auch vor 6 Tagen, der Kuni. Mannheim vor 12 Tagen. Es ist krank, das ist einfach nur noch krank. Hallo. Hallo. Ja, grüß dich. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch, mein Lieber. Blau auf die Eins. Nee, Jesus auf die Eins. Nee, blau auf die Eins, mein Lieber. Warum schickst du mir eine Match-Anfrage? Oh, du hast mir noch eine Match-Anfrage gesendet. Was für ein Bier. Unglaublich. Da schickt er mir Match-Anfrage, der Typ. Du hast mir doch Match-Anfrage geschickt. Wie der noch lügt, als würde ich irgendjemandem eine Match-Anfrage schicken. Ja, weil sie bestimmt unangenehm war, ne? Der Messerangriff durch einen Afghanen auf einen Polizisten vergangene Woche in Mannheim hat es erneut einen Angriff durch einen Mann aus Afghanistan gegeben, diesmal in Frankfurt am Main. Dort attackierte ein Afghane eine Frau mit einem Cuttermesser. Er habe ihr plötzlich in den Kopf und den Hals gestochen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die 41-Jährige saß am Mainufer auf einer Parkbank, als der 19-Jährige sie attackiert habe. Wahnsinn. Als sie versuchte zu flüchten, habe er weiter auf sie eingestochen. Als Zeugen dazwischen gingen, verschwand der Mann, wurde aber wenig später von der Polizei in einem Gebüsch entdeckt. Die Behörden ermitteln jetzt wegen versuchten Mordes. Boah. Anna-Marleen Hove in Frankfurt am Main mit einem Cuttermesser auf einen Menschen eingestochen, auf diese 41-jährige Frau. Wie geht's der aktuell? Gibt's da Informationen? Absolut krank, ey. Absolut krank.
fragen wir direkt mal nach. Ich befinde mich hier nämlich bei der Staatsanwaltschaft in Frankfurt und bei mir ist Oberstaatsanwalt Dominik Mies. Herr Mies, wie geht es der 41-jährigen Ukrainerin? Wie sieht es aus mit ihren Verletzungen? Unser Stand war ja, sie kam schwer verletzt durch eben mehrere Stichwunden ins Krankenhaus. Wie ist da der Stand? Wie Sie schon sagen, die Frau musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der aktuelle Stand ist mir nicht bekannt, aber sie schwebt nicht in Gefahr. Was wissen Sie denn soweit über den Täter, einen 19-jährigen Afghanen? Hat er Asylbleiberecht und seinen Status aus? Was ist zum Täter allgemein bekannt? Also zunächst würde ich sagen, es ist ein Tatverdächtiger und kein Täter. Das bedarf der Klarstellung insoweit, dass es erst ein Täter ist, wenn er abgeurteilt worden ist. Es handelt sich um einen 19-jährigen Tatverdächtigen aus Afghanistan. Der aktuelle Aufenthaltsstatus ist mir nicht bekannt. Er hält sich schon mehrere Monate in Deutschland auf und war zuletzt in Baden-Württemberg gemeldet. Können Sie schon Näheres sagen zum Motiv, warum eben der Tatverdächtige so eine Tat begangen haben könnte? Man spricht hier unter anderem von einem Zufallsopfer, dass sich beide Personen nicht gekannt haben. Was können Sie da Näheres zu sagen? Das ist nach unseren Erkenntnissen so, dass es keine Beziehung zwischen Opfer und dem Tatverdächtigen gibt. Das Motiv ist auch noch völlig unklar. Da sind wir ganz am Anfang der Ermittlungen. Jedoch gibt es aktuell keine Hinweise darauf, dass es ein irgendwie geartetes politisches Motiv ist oder möglicherweise, was auch schon gefragt wurde, möglicherweise eine Nachahmertat von Mannheim ist. Diesbezüglich gibt es keine Hinweise. Der Mann wurde ja nahegelegen in einem Busch versteckt, mit dem Cuttermesser wohl zusammen gefunden. Geht man dann da von einer eher psychischen Erkrankung aus? Was hat er denn für einen Eindruck gemacht? Als nächstes Mal muss ich klarstellen, er wurde nicht mit dem Cuttermesser aufgefunden. Das Cuttermesser hat er wohl auf seiner Flucht verloren. Und wie sein psychischer Zustand ist, das werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Möglicherweise auch eine psychiatrische Begutachtung. Oh Gott, wie war denn die Hilfeleistung von Seiten der auch Passanten, dass da so schnell eingegriffen wurde? Das ist ja auch wirklich sehr heikel. In so einer Situation muss man auch den nötigen Mut finden, da Zivilcourage zu zeigen. Was können Sie denn darüber sagen? Das ist absolut zu loben, wie diese Passanten eingeschritten sind. Man muss sich vorstellen, da sticht ein Tatverdächtiger auf ein Opfer ein und trotzdem kommen Passanten hinzu. Und diese haben wohl den Tatverdächtigen in die Flucht getrieben und möglicherweise das Leben des Opfers gerettet. Und darüber hinaus ist auch zu loben die hervorragende Polizeiarbeit. Denn die Polizei hat es geschafft, dass der Tatverdächtige sehr, sehr schnell nach Begehung der Tat vorläufig festgenommen werden konnte. Es war ein Hubschrauber im Einsatz. Es wurde also alles dafür getan, dass hier Schlimmeres verhindert werden kann. Absolut. Vielen Dank. Also wir haben es gehört, hier wurde nochmal die Einsatzbereitschaft der Zivilbevölkerung besonders gelobt, dass eben Schlimmeres verhindert werden konnte. Allemal Ihnen recht vielen Dank. So kaputt. Einfach nur verstörend. Und ihr wisst ja, habt ihr gehört, ne? Diese Leute kann man ja auch nicht abschieben, ne? Das kommt auch noch dazu. Weil Afghanistan kein sicheres Land ist, kann man diese Leute auch nicht in diese Länder abschieben. Das ist so heftig. Doch, Afghanistan ist ein sicheres Land. Der ist erst seit 9 Monaten hier. Ja, das kommt auch noch dazu. Weil er sie hat Schuld. Alles über Sex ist haram. Alles über Sex ist haram, ja. Das ist traurig. Das ist einfach nur traurig. Beschämend. Armutszeugnis für so ein hochentwickeltes Land. War nur beschämend. Mit Messer auf Leute einstechen. Völlig krank. Ja, solche Themen werden sofort wieder vergessen. Das ist krank. Das darf man nicht zulassen. Sowas muss man immer und immer wieder ansprechen.
darauf aufmerksam machen. Damit die Leute sensibilisiert sind und verstehen, dass sie die Nächsten sein können. Das ist der Wahnsinn. So. Es ist geschafft. Salam, Dada, Chetori. Es ist warm, du bist zugegeben. Wie geht's dir? Ich muss ehrlich sagen, das ist mein erstes Live jetzt in TikTok. Also, yeah. Ich habe TikTok eigentlich nur wegen dir installiert, weil ich auch deine Videos, also unglaublich, also was du alles da aufdeckst und einfach wow, sag ich ehrlich. Gott segne. Und tut mir leid, meine Stimme ist ein bisschen weg, also ich bin ein bisschen erkältet. Ich bin jetzt auch gerade auf Arbeit, habe meinem Chef gesagt, ich muss mal kurz Pause machen, ich wollte jetzt hochkommen hier. Unglaublich, einfach unglaublich, ja. Also du weißt es ja selbst, Amir, wie es in iranischen Familien ist, also ich habe jetzt wirklich durch deine Videos, durch deine Aufklärung so einiges gesehen. Also ich will auch jetzt zum Christentum kommen. Also ich würde auch gerne konvertieren. Wundervoll. Nur das Problem ist halt, meine Familie nimmt das nicht ernst. Weißt du, du weißt ja, wie die sind. Die sind halt, manche sind so, die sagen, die sind modern. Ach, Religion und so. Da sagst du, das ist kein Problem. Du hast recht, ach, Religion. Sagst du ja, du hast recht, Religion brauchen wir nicht. Wir brauchen den lebendigen Gott, Jesus Christus. Richtig. Und der Einzige, der aus meiner Familie wirklich jetzt auch schon lange im Christentum ist, ist mein Opa, weißt du? Der ist schon seit 10 Jahren im Christentum. Der ist konvertiert. Der war der größte religiöse Moslem, den ich kenne. Also der hat gesagt, Allah und Mohammed, das ist der größte Satan. Okay. Das hat er mir gesagt, weißt du? Unglaublich. Ja, er hat also erkannt, dass Religion nichts bringen, sondern Jesus Christus die einzige Möglichkeit ist, um Vergebung seiner Schuld zu erlangen. Mhm. Ich habe meinen Opa mal ein paar Videos von dir gezeigt. Hat der gesehen, hat er gesagt, ah, der Junge hat recht. Der dachte erstmal, das bin ich, weil wir sehen uns auch ein bisschen ähnlich. Also, der dachte, siehst du? Was machst du da für Videos? Ich so, das bin ich nicht, Opa. Der so, doch, doch. Ich so, nein, das ist so ein Typen TikTok und YouTube. Dann habe ich dem das alles gezeigt. Da hat sich erstmal kaputt gelacht. Aber wir müssen halt aufpassen, weißt du, da wo ich halt herkomme, ich komme auch aus Frankfurt, weißt du, das ist ein bisschen gefährlich, wenn ich jetzt sage, ich bin Christ und weißt du, wie ich das ja. In Deutschland, schau dir das mal an, der muss Angst haben zu sagen, dass der Christ ist, also unglaublich. Und da wo ich auch noch herkomme, aus Frankfurt, ist halt extrem gefährlich, weißt du. Mhm. Einige wissen es schon, einige meiner Freunde, und die haben sich von mir distanziert, nur deswegen. Heftig. Allein nur wegen meinem Glaube, weißt du. Die sagen zu mir, Käfer. Kufar, weißt du, so wie du sagst, Kufar. Kufar, Kufar, die Ente, wenn sie immer kommt, dann kommt die Kufar. Die geht schwer, Digga. Na gar nichts, was willst du da sagen? Deine Entscheidung für Jesus Christus. Weißt du, ist halt traurig. Ist sehr traurig. Und ich wollte dich halt fragen, was ich machen kann, weißt du? Also ich würde halt gerne auch meine Mutter, meine Eltern dazu bringen, dass sie den Glauben annehmen, weißt du? Ja, natürlich wollen wir auch, dass unsere Familienmitglieder gerettet werden, ne? Aber du kannst sie nicht zwingen. Ne? Sie haben ihren freien Willen, den der Herr ihnen auch lässt. Du musst für deine Eltern, für deine Verwandten, Bekannten, Freunde beten. Ne? Und der Herr wird sich da, wenn er möchte, dann auch zeigen und dementsprechend ihnen die Augen öffnen. Ne? Okay, Ami, das war's eigentlich schon. Ich muss auch gleich wieder weiterarbeiten. Ich habe meine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, weil das hört sich jetzt so angehört, als hättest du noch nicht deine Entscheidung getroffen. Also ich beschäftige mich sehr damit, aber ich weiß es nicht, wie ich das machen soll, weißt du? Ich habe halt einerseits Angst, andererseits weiß ich, was die Wahrheit ist. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ich sage dir, du spielst jeden Tag, ne? Du kannst in den Tod gehen, du spielst mit deiner Ewigkeit. Richtig. Lass das nicht zu, dass du... Also vom Glauben her, was ich sagen kann, was richtig ist, was nicht richtig ist, ist halt der Christentum, weißt du? Ja, also Jesus ist der wahre Gott. Für mich ist Jesus der wahre Gott. Ja, Amen, sehr schön. Aber ich kann, jetzt nicht rausgehen oder meinen Glauben zeigen, weißt du? Ich muss mich verstecken. Das ist halt traurig. Ja, da musst du durchdringen. Da musst du durch diese Angst durchdringen und Bekenner sein. Ja. Du darfst keine Angst haben. Und auch noch bei uns Iranern, sagen wir mal, wir sagen ja Perser, die sagen nicht mehr Iraner, Perser, weißt du? Mhm. Das ist ja halt so, die sagen direkt, ah, der war kein Moslem, der ist Schiite, der ist ungläubig, Zarathustra. Keiner ist ein Moslem. Diese Vorurteile. Hishkas Mosalmundis, das ist das Problem. Bei denen ist, sobald du diese Gruppierung fragst, sind die Muslime? Nein. Sobald du diese Gruppierung fragst, sind die Muslime? Nein.
Diese, nein, 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 nein. Wer ist Muslim überhaupt? Richtig. Unglaublich, diese Glaubensgemeinschaft, Mann. Ja, und ich habe jetzt halt ein Problem. Ich habe halt mit meinen Freunden geredet darüber und einige der Freunde, angeblichen Freunde, hat es ja weiter erzählt. Ah, Bro, der ist zum Christentum konvertiert. Und jetzt schreiben die mir, ey, was bist du für einer? Wie kannst du dir, ich habe es einem Kollegen erzählt und einen richtig guten Freund, wo ich wirklich dachte, das ist ein wirklich guter Freund, weißt du? Und da hat es halt weiter erzählt, den anderen, und das hat sich dann so rumgesprochen. Und daraufhin kriege ich dann Nachrichten, ey, was bist du für ein Käfer? Was bist du für ein Käfer? Was bist du denn für ein Käfer? Warum bist du kein Mistkäfer? Typisch Iraner, Digga. Ich wusste doch sowieso, dass du so ein Moslem bist. Und jetzt, weißt du, ich kann nicht mehr rausgehen. Ich hab fast kaum Freunde deswegen. Also gar nichts. Alle haben sich von mir distanziert. Ist auch richtig so. Das ist auch gut so. Weil aber wenn das hat mir auch die Augen geöffnet. Lass dir das gesagt sein. Lass dir das gesagt sein. Religion alles verlieren, einfach, aber Jesus Christus. Wie schlimm die Religion ist. Guck mal. Der Islam ist so gefährlich, die Leute haben keine Ahnung. Das ist eins der schlimmsten, gefährlichsten Religionen der Welt. Die gefährlichste Religion der Welt, die gefährlichste Ideologie der Welt. Erat Katanoke. Natürlich. Was denkst du? Erat Katanoke. Hiç inemidune. Fa ma irani am midunim. Tu keshvar ma injuri bude dige. Ma midunim in chiye, ma midunim chi keshidim. Vatan ma, Iran ma, vatanmun. Die Iraner haben entschieden, ja, als sie damals gegen die Revolution auf die Straße gegangen sind und Scharia gestehen haben. Ja? Die wussten nicht, was in ihrem Land war. Die wussten das nicht. Genau wie diese ganzen Leute, die bei Kalifat da stehen und ein Kalifat, die wissen ja gar nicht, was da vorne ist. Was ich da sehe für Nachrichten, Kalifat, Mannheim, Messerstecherei, ich kann das nicht glauben. Was ich so sehe, was in unserem Land jetzt passiert. Ja. Unglaublich. Das ist so traurig. Und generell, wir waren in Iran, wir waren so ein modernes Land. Wären wir jetzt heute noch ein christliches Land gibt. Ist noch mit dabei, ne? Ja, ich wollte halt mal darüber reden, ich wollte mal so einen Rat holen, was ich machen soll. Also, da wo ich halt wohne, ist halt abgegrenzt eher zu Frankfurt-Offenbach, sagen wir es mal so, ne? Links also du gegen. Weißt, wie es da ist. Du weißt ja, wie Offenbach wahrscheinlich Babylon. Ist. Das ist Babylon. Das ist ja Istanbul 2.0. Nicht nur Istanbul, das ist ja die schlimmsten Städte Deutschlands. Offenbach, Dietzenbach. Da kannst du dich ja nicht frei äußern. Kannst du ja nicht sagen, hey, ich bin aus dem Islam ausgetreten, ich bin jetzt Christ. Das geht nicht. Warum? Ich kann das nicht machen. Warum? Sei ein Löwe, kein Jesus Christus. Natürlich, im Herzen, ich weiß, was richtig ist. Aber ich muss jetzt mit der Angst leben, dass jetzt was passiert. Leute schreiben mir hier, so. Wenn der Herr Jesus Christus das nicht will, wird dir überhaupt nichts passieren. Verstehst du? Du kannst ja zu deinem Glauben stehen, das ist gar kein Problem. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich machen soll. Hab keine Angst, ich kann auch nicht wegziehen wegen der Arbeit. Furcht ist in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe, denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Du musst in der Liebe Gottes bleiben. Hab keine Angst. Also sag dir ehrlich, Amir, Dadash, also durch deine Videos krieg ich viel Kraft. Also ich schlaf ab und zu sogar bei den Streams ein abends. Was meinst du, wie viel unglaublich geholfen haben, ey? Das ist unfassbar. Sogar auf der Arbeit. Mein Chef kommt zu mir und sagt, was hörst du dir die ganze Zeit an? Ich sag dem so, ich erkläre dem, was TikTok ist. Ich sag dem, das ist Livestream von meinen Kollegen. Der war direkt aus mir seinem besten Freund. Da sagt er, das ist mein bester Amir, Freund. Amir, ich bin aufgewachsen, Amir, ehrlich. Dein erstes Video, was ich gesehen habe, wo du auf der Kundgebung warst, von dem einen da, diesen Salafisten oder was das war. Abunazi. Unglaublich. Also ja, ich kenne wirklich auch alle deine Videos. Also du gibst mir wirklich viel Kraft. Ja, Gott segne dich, mein Lieber. Der Herr Jesus Christus möge dich segnen, behüten und beschützen, Amir. Okay. Boah, Amir, dass du da nach Kunde. Boah, ich bin. Du kannst immer wieder hochkommen, wenn irgendwas ist, ja? Ich versuche jetzt auch irgendwie ein paar Followers zu sammeln, dass ich auch mal Video live komme. Dann siehst du auch dein Double. Ja, ich sehe das. Boah. Anhand deines Gesichtes. Ja. 1:1. Ja, das ist heftig. Okay. Wir Iraner haben fast, wir sehen alle fast gleich aus wie Iraner. Mein Opa dachte, das bin ich auf den Videos. Da hat ich so tot gelacht.
Ich habe ihm dann alles erklärt, der so, wow, aber der hat auch gesagt, Respekt, wie der sich traut, in Deutschland das überhaupt zu machen, in dieser Gefahr. Unglaublich, hat er gesagt. Ja, so sieht das aus. Mach's gut. Merci, dass du deine. Mach's gut, Amir. Hat mich gefreut. Mich auch. Gott segne dich. Oder nicht gerade durch. Merci, Bruder. Ja. Meine Landsleute, kommen sehr viele zum Glauben. Das ist auch wunderschön. Haben den dichtesten Bartwuchs weltweit. Ne, ich glaube, Kurden sind auf Platz 1 oder was, ne? Oskar, hier Felix, der stärkste Mann der Welt, könnte uns alle übereinander stapeln und dann hochheben. Und das wäre nicht nur die Hälfte. Diese kleinen Kinder hier. Wie alt bist du, Armin? Ich bin 18. Ich bin zarte 18, siehst du das nicht? Dieser Bart ist nur dran geklebt. Zarte 18, kein Problem für mich. Frische 18. Der Dr. Sheikh Abraham ist viel zu alt. Der ist schon. Ja, er hat schon sein Zenit erreicht fast. Kurden und Perser sind verwandt, Bruder. Ja, ich weiß. Die stehen sich auch sehr, sehr nah. Ne? Die Iraner und Kurden sind. Ja. Iraner, Kurden, Libanesen, so, die sind sich so sehr, sehr. Ja, die können sich, glaube ich, gut riechen oder was, ne? Iraner, Kurden und Libanesen. Ne, Sinan G hat noch einen dichteren Bart, bei dem siehst du überhaupt gar keine Lücke mehr. Ich glaube, diese Lichtverhältnisse machen das so, dass ihr auch diese Lücken dann jetzt nicht seht. Es kommt immer drauf an, wie ich mich drehe oder wie gerade die Kameraverhältnisse sind. Hallo, Armin. Lichtverhältnisse, meine ich. Hallo Amir. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Grüß dich, dich auch mein Freund. Und ich bitte, ich bete Allah an, damit er dich auf den richtigen Weg leitet. Du betest zu Allah, damit er mich auf den rechten Weg leitet? Genau mein Bruder, du bist ein sehr schlauer Mensch, muss man dir lassen. Du hast sehr viel Wissen, aber Bruder, leider sind deine Augen blind und dein Herz auch. Und ich wünsche, dass du auf den geraden Weg geleitet wirst, mein Bruder. Aber weißt du, was ich dir hoch anrechne, dass du wenigstens auf locker hier reinkommst und sowas sagst? Einer unter wie vielen Tausenden, die mal so reinkommen und so reden. Heftig, ne? Ja, was soll ich denn hier machen, wenn ich hier reinkomme und dich direkt beleidigen oder was machen? Das machen ja deine Geschwister die ganze Zeit ja schon. Bruder, ich sag dir ehrlich, guck mal, du, wenn du Ex-Muslim bist, dann solltest du selber wissen, dass ein gläubiger Muslim Respekt vor jedem hat, Respekt vor jeder Religion hat. Ehrlich? Ja. Was hältst du denn von Leuten, die auf einmal sagen, wenn du stolz bist auf deine Religion, dann beißt in den Penis deines Vaters? Wie bitte? Kannst du das wiederholen? Also was hältst du denn von Menschen, die zum Beispiel andere beleidigen und sagen, wenn du stolz bist auf deine Religion, dann geh und beiß in den Penis deines Vaters? Was soll ich von diesen Leuten denn halten? Ich weiß nicht, sag mir deine ehrliche Meinung. Naja, also wenn diese Leute jetzt einfach ohne Grund reinkommen und jetzt irgendeinen ohne Grund beleidigen, natürlich ist das nicht gut. Aber ich habe auch oft auf anderen Videos gesehen, dass du hier in deinen Lives schlecht über den Islam redest und da auch ein paar Ausdrücke benutzt. Ja, warte, konzentrier dich mal bitte erstmal auf diese Aussage. Was hältst du von einem Muslim, der einmal hier reingekommen ist und gesagt hat, Amir, wenn du stolz bist auf den Herrn Jesus Christus, geh und beiß in den Penis deines Vaters? Ich will deine Frage gar nicht beantworten, ich wollte dir gerade was anderes sagen. Ja, was hältst du denn von so einem Menschen, der sowas sagt? Sag du es mir. Ja, für mich ist das der Allerschlimmste überhaupt. Und wer ist das für dich? Gehen wir weiter. Ja, weißt du, wer das gesagt hat, diese Aussage? Warum stummst du dich denn die ganze Zeit? Hallo? Warum stummst du dich denn die ganze Zeit? Unglaublich. Unbelievable. Jetzt geht er raus, sehr schön. Wundervoll.
Da kommt das nämlich, dieses Kamelurin zustande. Ein Muslim, der respektiert alle Religionen. Der beleidigt nicht. Und dann siehst du auf einmal sein eigenes Vorbild, sagt, wenn du stolz bist auf das, was vor dem Islam war, geh und beleidige ihn und sag ihm, er soll in den Penis seines Vaters beißen. Wundervoll. Sehr schön. Mohammed redet andere an, hey, Kumpel, dessen Mutter eine abgeschnittene ihr wisst schon, was hat. Unglaublich. Hast du sie gepunktpunktet, sagt der Mohammed zu einem anderen Sahabi. Anstatt zu sagen, hast du Verkehr mit ihr gehabt, sagt er, hast du sie gepunktpunktet. Der benutzt das Wort Anikta. Also so diese Leute, die heutzutage so reden, die Muslime reden, genauso wie damals der Mohammed. Unglaublich. Ja. So, ihr Lieben, ich beende mal jetzt langsam den Livestream und gucke, dass ich eventuell später nochmal live komme, ja? Ich mache jetzt ein paar Sachen erledigen und dann hören wir uns dann, so Gott will, gleich, ja? Möge der Jesus Christus euch segnen, ihr Wundervollen. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Und lasst niemals zu, dass irgendeine Religion euch vom Herrn abbringt. Aber ihr seid ja mit dem Heiligen Geist versiegelt. Von daher bin ich der festen Überzeugung, dass keiner von euch auch nur eine Sekunde am Herrn zweifelt. Lasst das niemals zu. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen. Und ihr wahrhaftig ihm nachfolgt. Amen. Okay, ihr Lieben, Gottes Segen. Zu Gott, wir hören uns dann später. Danke, ihr Cosinus. Und haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Ob ich da bin, ob ich weg bin. Seid einfach bedacht und wisst, was zu tun ist. Gottes Segen, ihr Lieben. Bis später oder bis morgen oder wie auch immer. Wenn wir überhaupt noch leben. Ciao, macht's gut.